Ihr habt lang darauf gewartet. 2022. Und ihr werdet es nicht glauben, aber heute ist der Tag gekommen. Wir spielen Fortnite. Ihr habt lang darauf gewartet. Oh, wo kommt das her? Hilfe, ich hab nichts gemacht. 2022. Ich hab nichts gemacht. Wo kommt das her? Und ihr werdet es nicht glauben, aber heute ist der Tag gekommen. Woher ist das entfummelt? Hilfe! Fortnite! Ich hab nichts geklickt! Achso, da. Gut. Ich hab nichts geklickt! So, wir starten durch, Leute. Fortnite, ich hab nichts geklickt. Ich hab mich gerade doppelt gehört. Aber perfekt. Ich hab jetzt meine Audio gut gehört. Das passt schon so, das reicht. Ja, wir spielen Fortnite. Es ist heute wie ein Joke-Stream. Es ist ein Meme, wer es nicht weiß. Ich wurde damals von Epic Games gestrikt. Kuss geht raus, bitte strikt mich nicht weg. Das war auch so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, ich spiele das Spiel nicht mehr. Aber ich habe schon 2 Monate vor dem Strike nicht mehr Fortnite gespielt. Und ich habe gesagt, komm, wir setzen uns hin. Ich habe heute eine Abstimmung gemacht. Ich habe es heute installiert für euch. Ich habe es installiert, habe eine Abstimmung gemacht. Und die Leute haben gesagt, ja gut, dann haust du rein. Ich habe das Spiel halt jetzt einmal angezockt. Ich wurde einfach Siebter. Ja, ich schau einfach mal rein. Ich guck einfach mal rein. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Gut, Freddy ist dabei mit 1990. Kuss geht raus. Hat nicht heute wirklich Premiere nach wie vielen Jahren? Ich glaube drei Jahre? Wie lange ist denn das her, dass wir das mal vorne gespielt haben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Kuss geht raus in den Chat, der übelst salty war, dass ich das reingemacht habe. Aber ich habe gesagt, einfach nur als Meme heute. Einfach als Meme. Ich hab einfach Bock drauf gehabt. Ich habe gefragt. 51% haben ja gesagt auf Insta. 51%. Das heißt, wer 50-50 gewesen, hätte ich auch noch gezockt. Aber wer 49% gewesen, hätte ich gar nicht angezockt. Nur für euch heute. So, also vielen Dank, Freddy Gorbatschowski, für 1999 dann hier. X-Lonely ist auch dabei. Wie geht's, beste Hundi auf YouTube? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank, ich hoffe dir auch. Dann Sunny107 ist auch da für Fortnite. Kuss geht raus auch an Sunny107. Ich würde sagen, wir starten durch, oder? Sollen wir durchstarten? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt alles funktioniert. Ich habe vorhin einmal reingeguckt. Ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Da gibt's Sachen, die kenne ich nicht. Und bitte schaut euch meinen Spind an, was ich da alles drin habe. Teilweise wirklich Classics. Also, ich weiß nicht, was man heutzutage für Skins hat. Ich weiß jetzt mittlerweile so von Film lizenzierte Sachen, habe ich alles nicht. Das Einzige, was damals lizenziert war, war, glaube ich, hier der, wo ist er denn? Der hier. Der war damals lizenziert, wo ich noch Fortnite gespielt habe, John Wick. Aber sonst, was hatte ich denn da jetzt? Also, der ist auch lizenziert, natürlich Marshmallow. Aber, ja. Ich mache das einfach. Wir machen einfach ein Skin rein und zocken. Wir können auch den Iconic-Skin nehmen. Das ist der Grund, der Skin hier ist, by the way, der Grund, warum ich damals einen Strike bekommen habe. Der Skin hier, der war der Grund dafür. Oder ich nehme meinen Lieblingsskin. Das war mein absoluter Lieblingsskin. Ach komm, wir zocken einfach. Wir zocken einfach an. Hier mit dem Rucksackel. Hier noch meine ganzen Emotes, die ich noch hatte. Ah, ich weiß halt nicht mehr, was ich alles gekauft habe. Oder das ist so lange her. Warte, wo ist denn der Standard-Fortnite-Tanz? Den brauche ich unbedingt. Und durch das hier tauschen gegen Standard-Fortnite-Tanz. Wo ist der denn? Nee. Default? Kann ich hier Default? Was ist der Standard-Fortnite-Tanz? Weiß das jemand? Nee, was ist der Standard? Ja, du musst jetzt wirklich suchen, weil ich nicht weiß, was der Standard-Fortnite-Tanz ist. Ja, moin, ey. Ah, da ist er! So. Nee, also der Grund, warum ich damals gestrikt wurde, war ja, weil ich diesen Skin beworben habe auf dem Keyshop. Und deshalb habe ich einen Strike dafür kassiert. Also nicht wegen dem Skin, ich durfte den behalten, ganz klar. Aber ich habe einen Strike erhalten auf YouTube, weil ich damals einen Link in der Beschreibung hatte, wo man diesen Skin kaufen konnte. Und damals war es wirklich in den AGBs von Fortnite so, da durftest du sowas machen. Es stand nirgends drin, dass man es nicht machen darf. Die haben das dann irgendwie danach geupdatet. Aber ich habe davor schon das gehabt, ne? Aber ich habe es jetzt, auf jeden Fall, hoffe ich, ich glaube, Epic hat jetzt kein Problem mehr damit, dass ich habe ja auch nichts mehr, wo man irgendwie was kaufen kann, wie ich heutzutage nicht mehr mache. Aber, damals war ich jung und ich brauchte das Geld. So, also ich starte durch. Null bauen gibt's, by the way. Das ist das, worauf ich eigentlich früher immer gewartet habe, was mich übelst angepisst hat, war dieses dauerhafte Bauen von Leuten in Lobbys. Und deshalb, ich wollte immer so null Baumodus, deshalb, ich werde heute einfach zocken. Und wir spielen einfach. Komm, wir hauen uns rein in die Lobby. Sunny107, hoffe, dir geht's gut. Schönen Abend dir noch. Dankeschön, Sunny, mir geht's sehr gut. Exchange Ino, hoffentlich kein Strike, aber viel Spaß und hol den epischen. Vielen Dank. Ich hab's vorhin jetzt einmal ausprobiert, hab ein bisschen die Settings eingestellt.
Und bin halt 7. Platz geworden beim ersten Mal wieder anzocken. 7. Platz. Aber ich muss auch sagen, ich will einen 0 bauen und hab, ich glaube, 4 Kills habe ich gemacht. Mit einer Sniper sogar. 4 Kills. Mal schauen, ob ich das heute rippen kann, das Ding. Exil 1 zu 7, HB ist auch dabei. Meine erste Spende habe ich schon lange drauf gewartet. Stone und Armin auch mit dabei. Kennst du mich noch? Der Furz ist nicht für dich. Hab ich einen Furz? Ja, da habe ich einen Furz. Faikos Moni ist auch dabei. Bist der beste YouTuber, mach weiter so, wie du bist. Dankeschön. Das ist ja wirklich. Ich habe aber noch ein paar V-Bucks. Das habt ihr gesehen? Die hatte ich noch aufgeladen. Marc, danke auch für den Euro, lieber Marc. Schau, heute kann ich ja komplett machen, was ich möchte. Muss mich nicht aufs RP konzentrieren. Simone Zitrone, auch Mitglied seit 15 Monaten. Pass auf, die Konik-Tänze kannst du streiken, was? Durch die Konik-Tänze kann man striken, oder was? Aber das glaube ich nicht. Robin Wirtz, kann man FA schicken? Nein, habe ich ausgestellt. Sonst hätte ich, glaube ich, dauerhaft an. Kein Bonus Beste von Freddy. Ich hoffe. Ich hoffe, dass das ein bisschen es ist, natürlich ist es angenehmer. Philipp, danke für den Euro und Xerox. Können wir mal zusammen Fortnite zocken? Ich weiß nicht, ob ich mit Randoms mal zocken soll. Also einfach random. So eine Lobby aufmachen und mit euch zocken. Könnt ihr mal probieren. Es kann ja nur 3 Leute beijoinen, gell? Das ist ja das. Gut, ich hau mich hier runter. Hui! Mit meinem Schulranzen. Ach, da kommt Erinnerung hoch. Gibt Tilted Towers? War ja hier, ne? Gibt's Tilted noch? Ja doch, das gibt's wieder. Weil eine Zeit lang war Tilted ja weg, ne? Also wo ich noch gezockt habe, ist zerstört worden. Da war diese riesengroße Krater war da drin. Ach, schön, dass es wieder zurück ist. Wusste ich nicht. Oh, hier fliegen wir da hin. Ach, das gibt's auch noch, dieses, oh ne, da fliegen ganz viele hin. Nein, 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 nein. Fängt schon schlecht an bei mir. Ich flieg wieder ins Nichts. Folgt jetzt aber eh keine Sau, oder? Hier oben. Ja, ich suche mir eine Sniper und dann gehe ich ein bisschen snipeln. Und ich habe keinen Battle Pass. Vielleicht soll ich mal einen kaufen. Ich meine, ich habe ja noch V-Bucks. Ich gebe ja kein Geld aus. Das habe ich ja damals rein investiert. Ich glaube, 3500 V-Bucks oder so habe ich noch. Auf Kralle. Gut. Für was braucht man den Bunsenbrenner? Ah, Reparaturbrenner fürs Auto sicher. 1 zu 7! Was ist das? Schildsprinkler? Aha. Ah, cool. Lauten raus, NoTV, guten Reiz, dann wieder mal 1 zu 7 Spende, 1 zu 7 Hunde, der Kurs geht raus. Von NoTV. Sag mal, macht der komplett full der? Macht der auf 100? Schildi, hallo? Der macht auf 100. Sogar mehr als 100, geil. Gut. Was ist das? Kopfgeldtafel brauche ich jetzt nicht. Alter, NoTV TV, ich küsse deinen reichen Nacken. Warum haust du immer so viel raus, Brudi? Warum haust du so viel raus, Prinzessin? Wobei, ach komm, scheiß drauf. Pass auf, ich nehme die mit. Wird schon passen. Wenn sowas von drauf gehen, Leute. Ich würde so drauf gehen. Und ich wünsche dir ebenfalls einen wunderschönen guten Reiz am heute. Ey, Leute, ich hab. Ach, man kann ja hier nicht bauen. Das stimmt. Wie komme ich dann hier hoch? Okay. Ach, Sniper! Ja! Ach, Sniper, die brauche ich eh nicht. Hallo, na, hallo, hallo? Ja, tauschen. Was kann das Ding hier? Warte, was habe ich denn hier jetzt aufgesammelt? Was ist das? Das ist neue Glühwürmchenglas. Nimm mit. Ach, du Scheiße, Hilfe! Oh mein Gott! Da stand Glühwürmchenglas drauf! Glühwürmchenglas! Glühwürmchen, die fackeln natürlich die ganze Bude ab! Die hau ich aber weg. Ja. Gut, also das Glühwürmchenglas hat mir ganz schön Damage gegeben. Memo an mich selber, kein Glühwürmchenglas im Haus aufstellen. Ganz schwer und blöd. Weißt du, es gibt so viele neue Sachen und ich habe keine Ahnung, was macht. Kurz geht raus ans Glühwürmchenglas. Oh nee, Alter. Das fängt schon wieder geil an. So. Schauen wir mal, ob wir schon wie finden. Also ein paar sind ja rüber gemeldet. Genau sowas passiert, wenn du einfach 2 Jahre kein... Leute, ich hab wirklich 2 Jahre kein Fortnite mehr gespielt oder so. Oder 1,5, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's auf jeden Fall nicht mehr auf der Festplatte installiert gehabt für die Zeit.
Supi. Drei. Warte, wo geht die Zone rein? Da? Scheiße. Aber man rennt jetzt, währenddessen man im Menü drin ist. Geil. Das ist geil, wenn man in der Map drin ist. Ui, guck mal da. Was ist denn das denn? Was kann das? Gold? Achso, das sind Truhen. Ich hab's von weit nicht gesehen. So, aber viele Truhen hier. Gold? Ach, man kann jetzt IP farmen in den Truhen. Alles klar. War damals, glaube ich, auch nicht so in den Truhen mit EP. Ist das Gold, was da rauskommt? Ja, krass. Ich wette, was ist schon seit einem Jahr drin und ich wundere mich, dass das neu ist. Nochmal Glühwürmchen. Mettnebel, ungewöhnlich. Kann ich den auch einfach droppen und dann? Warte mal, was passiert, wenn ich den hier... Ah, okay. Das ist ja geil. Okay. Das ist wirklich geil. Durch hier die Dings weg. Also das war jetzt no joke, wirklich nice. Mal die Minis mit. Okay, ist eh dasselbe Zeug, ist alles dasselbe. Was kann das Ding? Southpack. Ist das besser? Ich glaube, das ist besser. Ich nehme das mit. Ich kenne nicht mal mehr das Southpack, weißt du? So lange muss das her sein. Also ich muss mal sortieren. Gut, so. Ah, wobei. Nee, falsch sortiert. So muss ich sortieren. Gut. Ja, gut, gehen wir mal Richtung Zone rein. Tun die mir was? Nee. Gut. Volle Konzentration. Warte mal, was steht hier? Ziehe an Vorsprung hoch, um. Ja, das habe ich schon verstanden. Das habe ich schon verstanden mit den. Kann man das irgendwie ausmachen hier, diese. Diese Anzeige hier oben links, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kommen wir schon selber drauf. Tun die mir was? Nee. Okay, Fische gibt's auch. Ui. Okay, doch ich war mit einer Panzerfaust. Oh, scheiße. Weg, 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 da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Warum machst du so eine... Oh, okay, das... Oh, scheiße, ich muss ja rüber. Huch. Huch. Hatte ich gerade gedacht, dass ich rüber muss. Oh, die Zone. Nein, und der hat so ein Ding mit. Und ich scheiß gerade voll auf... Ich check gar nichts mehr, Alter. Ich check... Gibt's hier irgendwo ein Auto oder sowas? Bin so... Ja, da hinten gibt's ein Auto. Ich bin komplett lost, Alter. Gut, scheiß auf die Sniper. Ich muss in die Zone. Ich bin so ein Vollidiot, Alter. Ich bin so ein Vollidiot, weißt du? Oh, Auto fahren. Wie fährt man damit? Ja, WASD. Perfekt, das geht. Komm ich hier hoch? Nein, ich komme hier nicht hoch. Ey, wie lange ist das her? Ich habe die Zone verkackt, aber egal. Ich habe mein Spray dabei. Ich habe ja mein Spray dabei. So. Ganz schnell weg. Ich spray mich mal schnell eine Runde. So, ein bisschen noch einsprayen. Kann ich nochmal? Das ist geil. Ganz schön gehittet, der eine Dude davor mit seiner Sniper. Ja, gut. Ich habe nicht gesagt, dass ich Profi bin. Oh, da oben ist wer. Ach komm. Lieber nicht anschießen. Dann spickt er noch runter, der Typ. Ey, sag mal, es sind nur noch 20 da. Ich finde aber gerade keinen mehr. Bis auf der Typ da oben ist voran. Ist hier noch einer drin? Ich sehe das nicht. Okay. Ah, 50 Sekunden geht ja die Zone wieder rein, ich Idiot. Ich muss wieder reinziehen da. Das ist doch ein Problem. 43 Sekündchen noch. Wenn man vom Berg springt, bekommt man zwei Big Shieldies. Ach komm, das ist sicher verarsche. Man reckt sich am Berg oben, wenn du runterspringst, aber sowas von.
Als wäre das eine neue Funktion. Weißt du? Ui, Alter, was ist denn hier los? Uiuiui, der Loot ist real hier unten. Nimm ich mal so ein Big Pack. Aha. Ah, ist doch nicht so gut, wie ich mir gedacht habe. Aber der Loot hier unten ist ja richtig gut. Ich muss aber weiter. Was ist das hier? Ich weiß jetzt nicht mal, was besser ist. Das ist traurig. Traurig aber war. Ich weiß gerade nicht, was das bessere Gewehr ist. Ich habe keinen Plan, Leute. Kein Plan von gar nichts gerade. Die Zone meddelt auch. Alter, so weit weg? Ach nee, Alter. 303 Meter noch. Und da vor mir ist sogar jemand. Mhm. Wieder toll. Aber ich hab ja mein tolles Spray dabei. Das sind mir schon. Irgendeiner Furm. Wo ist der Typ hingerannt, dass ich den nochmal. Nee, der hat ein Auto geholt. Scheiße, nein. Ich hab nichts zum Explosen. Bitte tu mir nicht weh. Da vorne chattet jemand, sehe ich das richtig? Wer ist das? Hallo? Achso, nee, danke, Bruder. Alles gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Oh, nee, Alter. Vor allem, was mich triggert mit dem Rennen jetzt. Du kannst jetzt nur noch nicht mehr so lang rennen wie früher. Früher konnte man richtig lang rennen. Neuer Ort entdeckt. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Oh, die nehme ich mit. Das war meine Lieblingspumpe. Alter. Geht das so aus? Hallo, ich bin's, die Katrin. Ich möchte einmal durch. Alter, nee. Bitte lass mich doch in die Zone. Oh mein Gott, das war schlecht. Ich werde sowas von drauf gehen jetzt. Sowas von drauf gehen, Leute. Oh mein Gott, da ist ein Panzer. Da ist ein gottverdammter Panzer, Alter. Jetzt sieht er mich ja gar nicht. Ah doch, der sieht mich. Ich glaube, der sieht mich sogar. Oh ja, der hat mich gesehen, glaube ich. Der hat mich auf jeden Fall in irgendeiner Hinsicht gesehen. Ich weiß zwar nicht warum. Ich war ja sowas von undercover dort. Also, dass ich da jetzt nicht draufgegangen bin, das wundert mich gerade selber. Was war denn da gerade los mit dem Panzer? Wie hat der mich gerade nicht gesehen? Der hätte mich einfach überrollen können. Und mich da jetzt im Busch verstecken. So wie Karl-Heinz immer. Geht das überhaupt noch so wie früher im Busch verstecken? Weiß das jemand? Ja, früher konnte man das. Ja, ganz schön bekommen, du. Ah! Ui! Memo, guck mal da! Memo! Ich hab ihn bekommen! Huch! Und ich freue mich drüber. Der Lachs ist real. Oh, da ist ja noch wer. Da ist ja noch wer. Oh, guck. Von wo war denn der? Hä, von wo war denn der? Jetzt mache ich so einen auf Unehre. Spray ich mal eine Runde. Nee, jetzt no joke. Wo war denn dieser Pisser? Von wo? Ich würde gerne den Loot aufsammeln. Ich habe gerade übelst Schiss vor dem. Ah, probiert er gerade hier links. Ja, der probiert die Boogie Bomb aufzusammeln, aber er schafft es nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab so Angst. Ich hab grad so Angst um mein gottverdammtes Leben, das glaubt ihr mir gar nicht. So, zur Sicherheit verpisse ich mich hier mal eine Runde. 9 Spieler sind noch da, 1 Kill haben wir. Wie schön.
Das ist jetzt mit visiert, das ist ja übelst geil, das ist auch neu. Also für mich halt, für euch sicher nicht. Okay, Medkit ist davor, brauche ich jetzt aber nicht fürs Erste. Einmal reloaden, wäre nicht schlecht, ne? Nur gucken, dass er sich von hinten angerasselt kommt, da habe ich jetzt ein Problem mit dem. Mal schön Highground verlassen. Ich hab gedacht, da steht jemand. Etwas, der ist im Busch da hinten drin. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ein Spieler sein könnte, aber ich will jetzt nicht so offensichtlich reingehen. Wisst ihr, was ich meine? Der probiert ja die Boogie Bombs. Er hatte 3 Stück davon, hat er probiert drauf zu schmassen. So ein Assi. Ich habe keine Ahnung, wo ein Spieler ist, ne? Keinen Plan. Oh, da hinten. Da ballern sie. Ich lasse sie mal ein bisschen rumballern. Vielleicht machen wir einen Epic Win. Weil ich bin nicht so gut im Zielen heute. Muss mich da wieder ein bisschen einfinden. Oh, hallo. Die kann man essen, das weiß ich noch. Ach komm. Den nicht umschießen lassen. Ich höre was. Okay. Okay, Zone geht rein. Das ist schön. Das ist super. Ich stuhle mich halb ein. Macht Leute. So ein Stück Scheiße. Okay. Oh ne, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gechanged habe. Wird schon passen. Wird schon passen. Ich nehme einfach das mit, was ich denke, was ich mitnehme, okay? Ich habe keine Ahnung, was gerade besser ist, was schlechter ist. Ich nehme es einfach mit. Was auch immer diese Krone da ist. Ich nehme es jetzt, ich lasse es jetzt. Ich habe gerade einfach nur Angst, okay? Mein 2. Kill für heute. Ich bin glücklich. Ich muss auch ehrlich sagen, damals haben mich meistens die ganzen Baumeister mitgenommen. Ach komm, genau, jetzt muss dieser scheiß Baum wieder... Ne, das ist wieder so typisch. Wo ist denn jetzt hin? Der versteckt sich da jetzt sicher. Oh nein! Nachladen! Warum so lange? Nein! Warum habe ich so einen langen Reload gemacht? Der hat noch 31 Health gehabt. Na, wenigstens ist er weg. Aber hey, wir sind 6. Platz. 2. Runde heute. Ich bin glücklich. Und wir waren gar nicht so scheiße. At least I tried. So. Nächstes Mal machen wir was besser. Spieler melden auf jeden Fall. Warte, Shop und Spinnzug zur Lobby. Was kann ich bei bereit machen? Was mache ich da? Nächste Match. Achso, kann ich direkt das nächste Match beitreten? Das ist auch geil. Musst du nicht immer in die Lobby zurückgehen. Die Cam geht woanders hin. Möglich. Heute ist alles möglich. So, Schweizer Taschenmesser. Du spielst Vorteil und ich kann den Stream nicht schauen. Hätte PS zum Mitspielen, aber keine Zeit. Kuss geht raus an Schweizer Taschenmesser. Bist da geheim. Können wir zusammen spielen, heiße Mückner. Ja, ich schau mal vielleicht später. Mal gucken. Marvel LP, ich hätte gern deinen Spind. Ja, vielleicht irgendwann mal verlosen den Account, wenn man darf. Sag mal, wann geht denn nächstes Match los? Verstehe ich nicht. Oder muss ich in die Lobby zurück? Sucht nicht. Achso, er sucht noch gerade, okay. Genau. Xionszahn. Ich bin großer Fan, mach weiter so. Bin seit 100.000 Abos da. PS, Blackscreen, wenn du eine Runde Sniper. Was, Blackscreen, wenn du eine Runde Sniper? Was? Was ist da mit Blackscreen? Ich bin gerade verwirrt. Steht da wirklich Blackscreen? So, Killy, danke fürs VIP werden. Reneok, Airsoft ist auch dabei. Dankeschön fürs VIP werden. Wali 107er, kann mit dir zocken. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir später einen zusammen Community-Zock. Habe ich noch was? Irgendwie hast du nicht vorgelesen. Ich muss auch sau viel vorlesen, ja doch.
Weil die ganzen Superchat-Sachen nicht eingeblendet werden. Fabian Meschter, Dankeschön für 50 Euro Superchat. Weil die Einblende nicht funktionieren, ich hau hier mal eine Einblende rein. Lass es mal regeln. 50 Euro Superchat. Vielen herzlichen Reizcharme. Und ich muss jetzt gucken, dass ich die Superchat-Sachen nicht vergesse. Muss ich unter meinem eigenen Superchat gucken. Da gibt es eine eigene Abteilung. Dass ich das. Weil die werden ja nicht mehr eingeblendet seit geraumer Zeit. Dass ich das ja alles noch vorgelesen bekomme. So, Freddy hat mir vorgelesen, das haben wir vor. Tobi23 mit dem Euro Superchat. Der Marc mit dem Euro Superchat. Das haben wir auch vorgelesen. Storm haben wir vorgelesen. Xyn107 HB haben wir vorgelesen. Der CD-Spieler. Nein, bitte nicht. Oh doch, bitte, ja. Robin Wirz. Danke auch für 5 Euro Schweizer Franken. 107 Hundebanner, danke für den Euro. Philipp Grünholz ist auch dabei. Danke für den Euro. Xerox, danke für 2 Euro. Können wir mal zusammen vorne erzeugen? Ich glaube, die Frage kriege ich heute öfters gestellt. Marvel LP 2711. Ich hätte gerne einen Spin. Das wurde komischerweise eingeblendet. Paul Komper, das wird nicht eingeblendet. Seba Gaming YouTube. Muss die zensierte Musik ausmachen, sonst kriegst du einen Strike. Ach, danke für die Info, Bruder. Aber ich habe jetzt gerade eh keine Musik davon an, von dem her passt das schon. Aber dann mache ich das mal aus. Danke für die Info. Ascherscher, haben die lizenzierte Musik schon drin? Ja, das wusste ich nicht. Jetzt fliege ich nämlich gerade irgendwo hin, deshalb. Aber egal. Egal, ist also schlimm. Ich bin ja nicht auf Win aus oder so. Ich spiele nur zum Spaß. Genau, ich bin auch kein guter. Oh, ich fliege hier hin. Sieht vielversprechend aus. Oder auch nicht. Ah, doch, da ist eine Kiste. Hallo, Kiste! Dann mache ich gleich mal die lizenzierte Mucke aus. Das wundert mich echt, dass sie das drin haben. Ah, da ist die Kiste. Ja gut. Spray mit und dann... Ah, da ist ja noch eine Kiste. Wo zum Teufel soll die sein? Da drin? Gleich unter der Treppe. Ja. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das Ding habe ich nämlich vorhin ausprobiert mal, wo ich das erste Mal angezockt habe. Damit kannst du nämlich direkt den Panzer wegschießen, wenn es sein muss. So, Lizenzmusik ausmachen. Don't forget it. Einstellungen, Verhaltenskodex auf alle Fälle, Bruder. Audio, so Soundeffekte. So ist es denn hier. Lizenzierte Audio von anderen stummschalten, immer stummschalten. Perfekt, anwenden. Danke an den Ehrenmann, der mir das gerade vorhin geschrieben hat. Nur unlizenzierte Sachen sind gut. Okay, sorry, ach komm, die Boogie-Bomb kann ich mir sparen eigentlich. Scheiß da drauf. So, das passt. Beste Fortnite-Spiele, EO West. So, der No-Skin ist auch dabei. Weißt du was, ich gehe da rüber, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Oh, schau mal, da kommt schon was. Der Fortnite-Bus. Ich muss warten, 100%. Funktioniert das? Oh ja, 600. Ist ja gemein, was ist denn da gerade passiert? Er kriegt da jetzt richtig auf die Dings, ne? 100%ig. Oh ja, der ist richtig mad da hinten. Oh nein, ich habe keine Sachen. Bitte dir keine guten Sachen zum Rüberschießen. Bitte tun's mir nicht weh. Ich bin die Frau Ulrike und ich bin nur da, um Spaß zu haben. Der tut mir 100%ig weh. Oh mein Gott, das Ding verzieht. Heilige Spükli. Das spiele ich nicht, das Ding. Das verzieht ja wie sonst was. Oh, die Sniper da hinten. Oh, die Sniper. Von wo? Nein. Bruder, muss nicht sein jetzt. Ich hab ja keine Ahnung. Ich hab Angst. Ah, da oben ist er. Ja gut, das war's. Das war's komplett. Ja, ich bedanke mich an den Busfahrer vom Fortnite-Bus. Was? Ich wusste nicht, dass man sowas platzieren kann. Ich dachte, es ist komplett ohne Bauen. Da ist ja nichts zum Bauen. Ne?
trotzdem lauter sind. So, unfair. Echt unfair, unglaublich. Aber Aim war nicht schlecht jetzt, der war okay. So, Marvel-LP. Das Projekt kann man auch im Laufen benutzen. Danke für die Info, werde ich machen. Werde ich machen. Und, Xerox, Kuss geht raus, danke für 2 Euro. Yannick Mangold ist auch dabei, danke für 1 Euro. Und Audiboss 2 schreibt, Heixi und finde dich mega, kannst du mir ein paar Tipps wegen YouTube machen und ein relativ stiller Zuschauer. Mach das, worauf du Bock hast. Einfach das machen, wo du Bock und Lust drauf hast. Wenn du keinen Bock hast, dann mach's einfach nicht. Frechdachs, gibt es dann heute auch noch Fortnite-RP, hoffentlich. Ja, ich habe schon gesagt, Real Life Fortnite 3.0, der neue Fortnite-RP-Server, coming soon. Ja, genau sowas. So. Mr. Geheim habe ich ja auch vorgelesen, genau. Ey, das triggert mich so hart. Ich muss gerade auf 50.000 Bildschirme gucken, weil halt die Einblenden nicht richtig funktionieren seit 2 Wochen. Die das nicht geschissen bekommen. Simulant Nummer 1, danke für 1 Euro auch. Kuss geht raus. Danke, danke. An den Simulant. So, der G-Fox auch dabei. Bin auch gut in Fortnite, Epic. Ja, jetzt wollen sie alle, dass ich sie edde, gell? Ja. Ich mag aber den Solo-Modus eh, weil da kann ich ein bisschen üben. Ich kacke ja sonst komplett ab. In der Gruppe. Bin ich einfach nicht mehr gewohnt. Zu uns Mikrowelle. Danke fürs Sub werden. Immerhin wird das noch eingeblendet. So, schauen wir mal. Bisschen aimen üben. Ja, das verzieht ja nicht so, aber das Ding vorhin hat so verzogen. Ah, das ist 3 Schuss. Kann man das umändern? Nee. Es gibt einen Anime-Skin. Wollte mich komplett... So 2 die Optik? Was? Was? Das gibt's? Ich werde so alt. Ich fühle mich so hart alt. Ich bin geht ab. War eine ganz schlechte... Ich will zum Leuchtturm da hinten. Das war eine schlechte Idee. War auch ganz schlechte Idee, die sieht ja gut. Ey Leute, für was ist denn das Aufladeding da? Mit jetzt mit 50? Heißt, ich kann jetzt... Nee, jetzt no joke, für was ist das? Kann ich damit boosten oder so? Da unten steht, sehe die 50 unten links und da ist so ein komischer Blitz. Was ist denn das? Kann mir das wer sagen? Chat, ich brauche eure Hilfe. Was kann ich damit machen, nachdem das hier aufgeladen ist? Ich habe nämlich keine Ahnung, was das macht. Es gibt auch Naruto, alter Schwede. Die haben es mir mit Lizenzen, so wie Lego jetzt derzeit. Und ja, alles, was geht an Lizenzen. Lisa T, für den Dönerli, für dich und Frau Brot. Dankeschön, Lisa T. Vielen Dank. Schild? Echt Schild? Extra Schild. Das ist ein extra Schild. Zu meinem Schild, was ich habe, ein extra Schild. Habe ich das richtig verstanden? Also das ist ja eine schöne Neuerung. Ey, ich hoffe so sehr, da gibt's was. Kann man da rein? Ja, kann man. Bruder, ich hoffe, da gibt's was. Also, Medikit habe ich schon gesehen. Oh ja, da gibt's Sachen. Yes, das ist gut. Das ist pretty gut. Ach, das ist die Waffe, die ich nicht mag. Die verzieht ja so. Guckt ihr euch das mal an. Die verzieht ja übelst heftig. Neues Auge des Sturms. Ist hier noch eine? Oh ja, ich höre was. Ja, da gibt's noch eine Kiste. Wenn ich da jetzt runterspringe, mache ich aber nicht mehr den Gleiter an, gell? Dann fliege ich auf die Fresse. Glaube ich zumindest. Bauen im Modus? Ja, ich will nicht bauen. Ich will das Ding wegschmeißen. Kann ich das nicht irgendwie wegschmeißen? Rechtsklick? Ah, nicht. Ne, alles gut. Alter! Ich weiß nicht, ob das gerade ein Stream-Sniper war, der gerade mich einfach nur hier alles Gute sagen wollte oder so. Aber Bruder, du hast mich gerade so erschrocken, dass ich einfach nur geschossen habe. Ich glaube, das war ein Stream-Sniper. Bin mir nicht sicher. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Aber hey, ich war gerade gar nicht so schlecht. Das war gerade gar nicht so schlecht. Der war ganz schnell weg. Der war ganz schnell weg, war der jetzt. So. Kuss geht raus. Oh, was ist das denn Schönes? Ist das denn... Oh, ja, das ist geil. Gold. Ich glaube, das ist eine der besten Waffen, die man so haben kann. Das nehme ich mit. Und das werde ich mir jetzt erstmal schön reinpfeifen, das Ganze. Musst I drücken und kann dann einfach rauswerfen, ja. Alter, ich habe mich übelst erschrocken bei dem. Das war ich. Ja gut, Kuss geht raus an denjenigen, der gerade gestreamsnipelt hat.
der gerade einmal in derselben Lobby war wie ich. Ach du Scheiße! Heilige Mutter Gottes! Ich bin doch noch nicht fertig! Oh, du blödes Stück Scheiße! Ja! Das hast du so verdient! Ich würde jetzt keinen Fortnite-Tanz machen, ich habe gerade einfach nur Angst um mein Leben. Das hast du so verdient! Du kleines, dreckiges Stück, du, vom Nichts ist er gekommen. Aus dem Nichts. Alter. HP war ja gerade einfach heftig auf null. Aber das nehme ich mit, ja, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und ich muss jetzt ganz schnell weiter, weil die Zone kommt in 28 Sekunden. Ich habe keine Zeit. Ach du Scheiße, ist ja gleich nebenan, ja perfekt. Ich sag mir, was ist denn da gerade passiert, hm? Ja, wo fahren wir da hin? Der Arme, Alter. Habe ich gerade richtig die Ehre genommen, aber sowas von. Ich glaube, der hat seine Tastatur aus dem Fenster geschmissen. Oh nee, da war. Na, egal. Die Tastatur bisher gehört. Das ist nur Österreich. Habe ich sie gehört. So. Ich hoffe nur, dass ich irgendwo Schildis bekomme. Nachbarn werden sich auch denken. Häusliche Gewalt hier in meinem Haus. Wäre die beste Idee, ne? Hier so rumzuschreien. Wie weit ist die Zone noch weg? Ich nehme sie mit. Oh, nämlich die ganze Muni, die da rumliegt. Das ist nämlich wichtig und richtig, dass wir das schön mitnehmen. Oh, da ist auch noch was. So. Ui, hallo Schildis. Gut, haben wir auch. Aber dem habe ich gerade wirklich die Ehre genimmt, habe ich dem. Die habe ich ihm genimmt. Die Maus ist schon bis hierher. So. Aber hier ist ja voll chillig zum Anfang, ne? Hier gibt es ganz viele Kistis. Will ich jetzt nicht. Ich glaube, oben war einer. Oh, schau das Andel, guck! Das Hähnchen. Oh ja, da gibt es einen schönen Schildi. Lass mal gönnen. Alter, ich habe mich gerade so hart erschrocken. Hä, warum geht das nicht? Hallo? Darf man nicht mehr unterbrechen? Darf man nicht mehr gehen, wenn man Schildis nimmt? Natürlich kacke. Ich habe so viele Andels. So, erstmal alles reloaden. Nicht vergessen, weil sonst bin ich wieder am Arsch, wie vorhin. Das ist jetzt gereloadet, das ist gereloadet. Perfekt. Gut. Mit. Sniper bräuchte ich noch und dann bin ich glücklich mit meinem Leben. Frosche oder was? Mhm. Gut. Jetzt haben wir viel Munition und so dabei, aber ich habe keine Sniper, das heißt, es ist ein bisschen blöd, aber sonst ist alles gut. In der Zone sind wir. Was ist das hier unten? Ich weiß, ich suche gerade nur noch eine Sniper. Das ist alles. Ah, ich muss hoch. Die Zone kommt jetzt zu schnell rein. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch eine Sniper und dann wäre ich richtig glücklich mit meiner. Oh nein. Kommst du raus? Hallo? Oh, man kann da rausschießen! Warum sagt mir das keiner, dass man da rausballern kann aus dem Auto? Ich dachte, man muss aussteigen. Ich habe so gute Sachen gehabt. Menno. Och, Menno. Ich dachte, solange der im Auto drin ist, so passiert mir nichts. Gut, ich habe dazugelernt. Wenn einer im Auto kommt, direkt drauf auf das Ding. Ich weiß das doch nicht. Damals konnte man nicht aus dem Auto schießen. Da muss es da aussteigen, um zu ballern. Da bin ich mir sehr sicher sogar. Das ist noch nicht so lang so. Also sicher schon ein Jahr oder sowas. Aber ey. Och, Menno. Aber man lernt dazu. Ich habe jetzt dazugelernt.
Man kann aus dem Auto schießen. Und ich wusste das nicht. Ich dachte, der steigt aus und dann kann ich eh drauf schießen. Deshalb erstmal die Dings ausgepackt. Tempo 80. Heute 50 gegen 50. Entweder Epic Win oder Epic Strike. Heute 50-50, echt. Glaubst du? Glaubst du, Epic kommt und ballert mich weg? Len Pesca, dann schon für 2 Euro. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ja, dann einfach nichts schreiben, Rudi. Kuss geht raus. Danke an Ravion für 2 Monate VIP. Hat er sich gegönnt. Und wie geht's den Katzen? Den geht's immer gut. Den geht's immer gut. So, der Epic Strike, danke dafür. An René86. Der hat Safe-Tastatur und Maus aus dem Fenster gehauen und davor aber noch Fortnite installiert. Aber ey, der war aber auch so fies, gell? Der ist mir von oben gekommen. Hab's nicht gesehen. Aber ich hatte auch bessere Waffeln als er. So, Len, Pascal, dann mal für 1 Euro, Len. So, Gamer Thomas hat auch donated. Danke dafür. Dankeschön nochmal an Luma Gaming. Wir streamen auch gerade. Magst du Fortnite Duo? Ich tue mich hier gerade ein bisschen einspielen in Solo. Ich habe es lange nicht mehr gespielt, also. Mag RLO mehr. Ja, würde mich auch nicht wundern, Bruder. Ich spiele eigentlich auch kein Fortnite. Das ist heute als Meme gedacht. Weil ich eine Abstimmung gemacht habe, weil ich es mir zum Spaß mal runtergeladen habe. Ich spiele ja eigentlich sonst kein Fortnite. Ich muss sagen, es macht. Also ohne Bauen macht das schon mehr Spaß, finde ich. Weil im Bauen habe ich immer abgelost. Jetzt geht es halt wirklich um den Aim und welche Waffen du halt hast. Ne? Ich muss das Aim echt noch üben hier. Also ich merke das so richtig. Von vorne, wenn ich in. Ah, das ist ein Problem. Wenn ich in der Maus drin bin, dann ist das ein bisschen. Na, egal. Egal, wird schon passen. Fabian, Mascha, danke für 10 Euro. Kuss geht raus. Und Robin, Wirtz, kannst du deine Cam nach oben links machen? Man sieht den Loot nicht. Ich kann es auch nach links. Ich habe auch probiert. Früher habe ich ja nicht nach links gemacht, weil früher die Anzeige in der Mitte war von der Helfanzeige. Wollt ihr lieber, dass die Kamera links ist oder soll ich sie rechts lassen? Ich kann die nicht nach oben ziehen. Sonst ist der Stuhl irgendwo in der Mitte. Jetzt gehe ich mal irgendwo in die Mitte, wo mich keiner anpisst oder so. Ah, ich fliege da einfach irgendwo hin, das passt schon. Also dieser random Typ, der einfach auf irgendein Haus. Oh nee, das ist zu tief. Das ist zu tief, Rüdiger. Das ist viel zu tief, Rüdiger. Da komme ich ja niemals hin. Komme ich noch auf das Haus? Ja, ach bitte. Sag, das geht, bitte sag, das geht. Ah, ich habe eine Idee. So funktioniert das hundertprozentig nämlich. Blip, 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 blip. Und dann hier hoch und dann geht das. Ja. So. Und erstmal den Loot da drin holen. Also die letzte Runde hätte ich echt rippen können, ne? Mit den Waffen, die ich da hatte. Aber Waffen sind halt nicht immer alles. Es ist zu 90% der Skill, der zählt. Sagt man halt so. Boah, ich muss jetzt echt mal diese Einblende um. Das tut mir so weh im Auge. Da oben links, die gibt mir so ein Poppes. Muss ich echt mal wegtun. Soll ich mich links hinsetzen? Das ist besser. Da ist jemand. Da ist wer. Da ist wer. Ah, das war ein Stream. Warum immer? Warum macht ihr das? Ich höre nämlich zwei Leute. Ich weiß ja nicht, wer der Stream-Sniper ist. Da sind nämlich zwei Leute draußen. Ich höre nämlich zwei Leute, die hier rum. Das meine ich, siehst du? Alter. Ist das jetzt ein. Ach komm, sag jetzt, bist du jetzt ein Stream-Sniper oder nicht? Warum habe ich so viele? Ja, gut, dann tue ich dir nichts. Sei lieb, sei lieb. Gut. Okay, noch einer. Gut, okay. Die tun mir nichts. Okay. Jungs, Mädels, ich hoffe, ihr werdet nicht gebannt dafür. Weil ich glaube, Fortnite kann halt durchgreifen, ne? Gut, ich bin da mal weg. Ich darf ja nicht kooperieren mit denen, leider. Ich hoffe mal, das sind Ehrenbrüder und Ehrenfrauen, dass sie mir nicht in den Rücken reinschießen. Man darf ja nicht teamen im Solo, ne? Das habe ich schon mal mitbekommen. Wenn du das im Stream machst, dann
die jetzt einfach mal wegzufahren, ist die. Ich möchte mit denen nicht teamen oder so. Zu wenig Treibstoff, was? Ja, dann runter die Planke, ne? Ach komm. Ja, wie kann ich mich. Ah, Turbo! Nächster Sender. Bremse, Hupe, Sitzplatz wechseln, Radio, nächster Sender. Hä, was ist. Hupe? Ich bin's, die Katrin von der Tankstelle. Hoppala. Ja, passiert. Das schallert aber ganz anders, gell? Es zirkt. Was soll ich denn hier? Oh, da brennt jetzt aber alles. Scheiße. Ich wusste nicht, dass das. Oh mein Gott. Ja, jetzt. Ich kann ja niemanden mehr unterscheiden. Ja, ich will ja nicht einstellen. Ich darf nicht teamen. Leute müssen verstehen, ich darf nicht teamen. Wenn ich das im Livestream mache und das reportet wäre, dann kriege ich einen fetten Bann reingeschallert. Auch wenn ihr so lieb und nett seid, aber. Panzer müde, Panzer schlafen. Aber nicht teamen, habe ich ein Problem. Man darf teamen, doch neben Solo. Also ich habe damals immer mitbekommen, wenn du geteamt hast im Solo, dann gab es einen Bann von Fortnite, weil man es nicht darf. Also das war damals so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich hab irgendwie Angst davor, weil hallo, ich streame ja live, man sieht's ja, ne? Man kann, das schickt das irgendwer ein, so ein Random, sagt, ach, guck mal, der hat ja geteamt, den müsst ihr wegbannen. Ich meine, ich würde gerne, aber wisst ihr was? Das waren richtige Ehrenmänner gerade. Oh! Mein Aim war gerade auch der richtige Ehrenmann gerade. Ich schaue mich einmal nach hinten um und werde richtig hart weggenommen. Ah, der hat mich da schon gesehen. Oder was? Ah, nee. Ich bin zu schlecht einfach gerade. Aber ich war, die erste Runde war ich so gut. Die erste Runde lief so prickelnd. Das kann's doch nicht sein. Warum lief die erste Runde so geil? Also die erste Runde habe ich ja gespielt. Da wart ihr nicht dabei. Da habe ich mit der Sniper 4 Kills geholt. Zweite Runde lief ja auch geil. Und jetzt die letzten Runden, wo ich so geilen Loot auch hatte. Also den einen Loot, das tat mir echt weh jetzt mit der goldenen Dings hier. Das tat echt hart weh. Man darf teamen. Man darf nicht teamen, scheint es wieder. Ja, ich lasse es lieber, ne? Bevor ich jetzt dann erstmal fett auf den Bottas bekomme. Ich habe ja schon ein Epic Strike kassiert, aus dem Grund, Leute. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ich will keinen zweiten Epic Strike kassieren. Klasse, du Loot. Danke fürs Epic werden. Und der Killer und Andel hat einen kleinen Stiebel auch dabei. Danke fürs VIP werden. Schönen Namen hast du dir ausgesucht. Das ist wirklich ein sehr schöner Name, den du da ausgesucht hast. Der gefällt mir sehr gut. 5 von 5 Sternen, kann ich so weitergeben. Alter, ich hoffe, dass das jetzt mal. Das ist jetzt mal Ripple hier, Alter. Das muss doch mal ein epischer Sieg dabei sein. Ey, wisst ihr noch auf der Playstation, wo ich mal gezockt habe, wo es so einfach war? Ich schwöre, auf der Playstation, ich zocke ja nie PS4, habe ich damals gezockt, genau. Habe ich nie gezockt. Und ich habe da einmal Fortnite reingemacht und wir haben das einmal im Livestream probiert. Ich schwöre euch, wir haben nach dem zweiten Spiel einfach einen Epic Win gehabt, obwohl ich kein Konsolenspieler bin. Also ich spiele fast nie mit Controller, ich bin ja PC-Spieler. Einfach nach dem zweiten Match Epic Win geholt. Auf der Konsole. Also man merkt, auf dem PC hast du halt. Ja. Die ganzen Spitzer, ne? Das ist halt. Oder hast du halt den besseren Aim. Ach, schau, ich muss jetzt mal probieren, die Sniper. Wie sehr verzieht die? Eine Sekunde. Nein! Wollte ich mal ausprobieren! Gut. Beim Busfahrer bedanke ich mich jetzt nicht. Das werden wir nächstes Mal machen, beim Busfahrer bedanken. Ja. Schauen wir mal. So, jetzt warte ich ein bisschen. Dankeschön an Justin Wu, ne? Alles Gute Nachtzeit zum Geburtstag. Dankeschön, das werde ich jetzt ein Jahr wieder hören. Der Killer, danke für das Mikrofon. Und Dankeschön an Jojo TV, Xion, bis nächste gute YouTube weiter. So, Dankeschön. Und Zert 55, moin, heute. Was Neues tut auch gut. Ja, neu ist es ja nicht. Kannst du Cam nach links so. Aber jetzt aber wirklich, soll ich mal die Cams nach links machen, damit ihr das seht? Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal. Flop, blip. Ist das für euch besser? Oh! Ich habe nichts gemacht! Ich meine, ihr seht so. Ach, ihr seht eh unten links meinen Füllstand. Da steht eh 100. Da passt schon, dann machen wir das so. Dann bleibe ich jetzt links. Ist, glaube ich, für alle besser, oder? Leute, dann belassen wir es so. Dann seht ihr das besser. Ja, vielleicht machen wir dann nochmal ein Match zusammen.
hast du Delay drin. Ungefähr 40 Sekunden, ja. Aber Standard-YouTube-Delay habe ich drin. Das normale Standard. Da ist Twitch ein bisschen schneller. Kuss geht raus an YouTube. Nee, weil sonst die Qualität zu schlecht ist für YouTube. Wenn du auf schnell machst, dann wird das so verpixelt. Und das wollte ich nicht. Aber eine ganz tolle Idee hier zu starten. Weil hier kommen ganz viele Leute, das sage ich euch. Aber die Musik schon wieder so laut. Oh, hallo. Einmal Getränke, bitte mit mir. So, jetzt reicht's mal, weil hier mit dem Bootcamp-Checklist, das reicht mir jetzt wirklich. Oh ne, der kommt da rein. So, ich baller jetzt einfach jeden weg, der... Oh ne, hier geht's ja schon richtig ab. Ich hab Angst! Das Dach vom Haus ist weg! Das Dach vom Haus ist weg! Da ist meine Hundehütte, wo ich eigentlich hingehöre. Ich hätte echt woanders anfangen sollen. Das war eine ganz blöde Idee, hier anzufangen. Was ist denn, warum klemmt die denn? Die klemmt! Die hat geklemmt! Ich hab doch getroffen! Die hat geklemmt, die Schrotflinte! Ich hab's probiert! Ich schwöre bei Gott, die hat geklemmt, ja? Boah, der beste Fortnite-Spieler EU West. 10 von 10 Punkten. Oh, es gibt Rick von Rick and Morty, ja. Auch in 2D-Effekt, ist ja geil. Ist der gerade... Port in 4K? Ist der Typ gerade den Masten runtergefallen und ist gerade so erbärmlich gestorben? Also das war jetzt peinlich, dass ich das on tape hab, Alter. Das war gerade wunderschön. Das war gerade das waren gerade die schönsten 2 Sekunden meines Lebens in Fortnite. Wie er da gerade oben gechillt hat mit dem Typen und einfach runtergefallen ist. Kuss geht raus. Der wievielste Platz sind wir geworden? 100. Der allererste? Das Flachdach ist weg, Hilfe. Nee, ich werde hier nicht mehr landen, auf gar keinen Fall. Aber wie der Typ gerade den Abgang gemacht hat, das war schon, Kuss geht raus, ne? Caught in 4K. Leider nur 2K. Mashallah, dieses Aim. Ich schwöre, Alter, diese Schrotflinte, ich bin die nicht gewohnt. Ich habe die ganze Zeit probiert zu schießen und die hat nicht geschossen. Die braucht übelst lang zum Nachladen anscheinend. Und ich die ganze Zeit, zack, und es ging nicht. Ah, tot. Einfach so. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal eine, Ich mach hier nochmal eine Runde. Ich muss mich halt einspielen. Ich muss das jetzt echt mal rippen jetzt hier. Das kann ich nicht. Ich immer drauf gehe. Aber es haben 3 Steam Sniper in eine Lobby geschafft. Das musst du dir mal vorstellen. In Uno Lobby. Was ist das hier? Remus? Hallo? Okay. Ich hab gelesen, Remus reinstecken. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich wollte mal die Sniper testen und jetzt sind wieder 8 Sekunden weg. Und dann schauen wir, wie sehr die verzieht, die Sniper. Ah, okay. Ja, dann weiß ich circa, wie ich schießen muss. Dankeschön. Das heißt, ich nehme den, wenn er weit weg ist, Fader unten. Und sonst muss ich nochmal gucken. Muss das nur nochmal Probe testen, die Sniper. Weil ich bin eigentlich eher der Sniper-Typ, der in der Ecke sitzt. Muss ich ehrlich sagen, aber... Upp, upp, upp. Dann fange ich am besten... Na doch, dann fange ich wieder am Rand hin, ist besser. Ich fliege irgendwo zum Rand hin, wo mich keiner stören kann. So, fliegen wir mal. Lale XD, bin ich dumm oder hast du eben meine Spende nicht gelesen? War ein Tippi-Stream, ich bin um 19:36. Kann sein, dass ich was überlesen habe. Es tut mir leid, ich bin heute sehr... sehr unkonzentriert, was das betrifft. Werde ich aber gleich nochmal gucken. Oh, das Haus gibt's auch noch immer. Das war eine Startlocation von mir, wo ich immer gerne war. An diesem, alten Haus da drüben. Oh mein Gott, ist das blöd. Ist das dämlich. Will ich da aber jetzt eh keiner hin, ne? Ich hoffe. Willst du mal hoffen, Jungs und Mädels? Nein, da unten fährt ein Panzer. Der kann doch gar nicht so schnell einen Panzer geholt haben, oder? Oh, Sniper! Perfekt! Und ich bin schon wieder happy.
ich denn das? Nicht hier oben, oder? Oh, keine Schildis. Einer. Ach komm. Immerhin sind die so nett und hauen mich hier um. Also Kuss geht raus. Weißt du, ich schreck mich jedes Mal von sowas. Jedes Mal schrecke ich mich. Und dann sowas, ne? Aber was muss man für einen Luck haben, dass man in dieselbe Lobby kommt? Was muss man für einen Luck haben, Alter? Ah, hallo. Ja, T-Bagging. Unten ist noch eine, oben ist noch so eine, Dings. Eine Kiste. Mal gucken. Wo ist die denn? Ah, da oben ist sie. Ich weiß jetzt nicht, wer Stream Sniper so bin ich, ne? Ah, ich fahr da rüber. Ich bin mal zum Letzten. Ah, Hilfe! Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Okay, ich habe zwei Stream Snipers. Okay. Zwei Stream Snipers. Ich habe mit denen nichts zu tun, ja? Ich lasse jetzt gerade nur überleben, weil sie nett sind, ja? Weil sie mir gerade nichts tun. Jetzt gerade, ich habe echt irgendwie Schiss vor dem. Ich habe nichts damit zu tun hinter mir, gar nichts. Ich habe nichts damit zu tun. Ah, oh, süß sind sie. Ey, aber immerhin habe ich so korrekt das Stream Sniper, wenn ich am Poppes gehe. Also da geht Liebe raus, ne? Kann ja auch anders sein. Ne, komm, brauche ich nicht, oder? Brauche ich? Ne, brauche ich nicht. Brauche ich? Ah ja, nehme ich mit. Scheiß auf die eine Schrotflinte da gerade. Ah, das ist der Typ von vorhin. Den mache ich jetzt nicht platt. Wobei, soll er so fies sein? Einfach, was lustig wäre. Ja, da ist der, okay. Okay, ja, ne, der ist... Okay. Ja, solange ich keine Waffe in die Hand nehme, ist ja alles gut. Nur keine Waffe in die Hand nehmen, weil dann haben wir auch keinen unfairen Vorteil. Ist halt einfach nur Fischfutter, was irgendwie rumschwirrt. Was ist das? Ah, oh, okay, danke. Ja, eh full. Ja, aber da musst du ja echt Luck haben, dass du in eine random Lobby zwei, drei Spieler jedes Mal reinkommen können, so. Das ist halt krass. Dass die da halt so reinkommen in die Lobby dieselbe. Das wundert mich so ein bisschen. Dass das so easy ist anscheinend. Was ist das? Keine Ahnung. Ach, ist das dieses Ding zum Hinstellen? Ah. Ich understand, ich understand. Okay, da schreibt ihr gerade euch auf. Ein Zelt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich möchte hier oben eigentlich snipen. Hm. Boah, die machen mich ganz paranoid hier. Schreibt ihr mir jetzt eine Rechnung? Oh, habe ich das gehört? Schießt schon wer scharf. Oder ich höre das nur so. Keiner enttiltet?
Also jetzt schieße ich dir mal gleich welche zusammen aus. Wie geht das? Okay. Ah, oh, das ist ja süß. Da unten ist ja wer, guck. Ja, nicht zustecken. Ich darf nichts annehmen, Bruder. Ui! 90er? Ach komm, jetzt halt die so eine. Ach komm, jetzt sei nicht so. Komm raus. Ach komm. Jetzt raus? Nee. Der hat es geclasht. Uiuiuiui. Rückzug! Rückzug! Ich hab mein Schildi verloren! Rückzug! Ey, ich hab den aber dreimal bekommen mit der Kiste, ne? Das war eine schlechte Idee. Oh nein, ich hab ja nichts mehr drin! Ui, tut mir leid! Ui, tut mir leid, Bruder! Tut mir leid. Ich bin die Katrin und ich habe heute Durchfall, ja? Dankeschön. Katrin und der Reizdamm drückt heute wieder dermaßen. Hier ist mal eine schlechte Idee. Und ich. Oh, nee, nee, das geht jetzt nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Das geht, klar, das ging gar nicht gut aus. Ich hab keine Schildis mehr gehabt. At least I tried. Striker stimmt ja gut. Da komplett gut ausgestattet. Ich wollte ein schönes Sniper-Battle. Ich hab's nicht geschafft. Fahrradfahrer dachte, du magst Epic nicht mehr. Ja, eigentlich nicht. Also, Epic und ich sind nicht so, aber. Das ist halt heute mal so ein Meme-Stream. Weil die Leute immer so als Joke fragen bei den Streams, wann kommt endlich wieder Fortnite? Aufgrund dessen, was passiert ist mit Epic. Das ist einfach der Joke. Alter, okay, das ist. Das zirkt aber ganz anders, gell? Wie der hier spielt. Oder sie. Oder auch nicht. Hat er da gerade rüber geschneipt? Das war jetzt aber gut. Aha, was ist das denn für ein geiles Teil? Das kenne ich gar nicht. Die Waffe will ich auch gern haben. Spiel bitte Team. Ich mach nur einmal Solo, okay? Eine Runde Solo. Ich habe zwar vorhin schon gesagt, eine Runde Solo, aber ich will noch einmal probieren. Ich will einfach probieren, ob ich Solo mal was rippen kann. Problem ist mit Team Sniper, das ist halt immer schwer, weil ich mich immer darauf verlasse, dass vielleicht der Nächste, dass ich ihm nicht gleich eins über ein Ding brate, ne? So, jetzt mal hier Dings testen. Wenn ich jetzt die Sniper nehme. Na? Ah doch, wobei so. Die geht eh relativ gut. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Also Headshot ist auch Headshot, aber wann hört die auf? Also das ist jetzt eine andere, ne? Wann hört die auf? Ah, das ist nicht so gut. Ja, das war auch nicht so gut. Okay, das war jetzt ein Header. Ah, ich muss das echt noch lernen, mit der Sniper umzugehen. Darf ich mich hier bedanken? F, pay respect. Wie bedankt man sich nochmal beim Busfahrer? Ich habe keine Ahnung. Hoppala, falscher Knopf. Falscher Knopf, Bruder, ist egal. Ich wollte hier irgendwo aussteigen, passt schon. Ich bin Jordan, bin jetzt. Moin, danke für 10 Schweizer Franken. Er ist einfach moin. /. Ach nee, bitte, geht da keine Runde, bitte. Wie gesagt, ich bin hier alleine. Sollte vielleicht anfangen, Stream Sniper einmal abzuschießen, ne? Alter, was ist das denn für ein Scheißteil? Jetzt wirklich, was ist das? Okay. Ich ja nur Much. Ich bin hier in einer richtigen Kloake gerade. Ich krieg ja nichts. Ah, hier ist was. Oh Gott, aber hin, ne? Ja, immerhin etwas, ne? Kann ich damit eigentlich mich irgendwo hochziehen?
Aha. Ist das auch ein Stream-Sniper? Ich glaube, weil der so vor weit gekommen ist, ne? Ach, keine Ahnung. Jungs, Mädels, ihr verwirrt mich komplett. Guck mal, ich hab's hier von Rick einfach mitgenommen. Oder es war. Könnt ihr gern Kanonenfutter spielen? Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Oh, da ist wer. Da drüben. Aha. Aber ob er ehrenhaft ist? Aha, ja. Jetzt anscheinend, ja. Ich vertraue dem Typen nicht. Ich vertraue dem gerade nicht. Wo vertraue ich hier nicht? Ah, da noch jemand. Ja, super. Hallo, herzlich willkommen hier beim Autohaus. Jetzt kommen immer mehr. Mal wieder. Ja, wie soll ich die noch auseinanderhalten können? Aber wundert euch nicht, dass ich ja gerade rausrenne. Ich schaue noch. Das wäre. Schmutzig. Ich sage einfach, ich werde verfolgt. Ich tue gar nichts. Ich werde einfach verfolgt. Und jetzt muss ich euch leider abknallen. Habt ihr das gesehen? Muss ich jetzt leider enttäuschen. Geh weg. Weil die haben das gesehen. Wenn ihr jetzt hier zuguckt, dann kriege ich einen Report. Es tut mir leid, Jungs. Haltet Abstand. Einfach Abstand halten. Das ist alles damit alles gut. So. Was ist das denn? Eine Klobeere? Klombeere? Eine Klobeere. Was ist denn los mit mir? So. Irgendwas stimmt mir schon wieder nicht. Das doch mit. Was kann das Ding? Ich kann mich damit. Aber wie mache ich das? Und dann. Leute, wie funktioniert das Ding? Ich verstehe es nicht. Ich kapiere dieses Dings hier nicht. Dieses Dingsbums. Damit kann ich mich doch sicher irgendwo anhängen und dann irgendwo rüber sliden, aber irgendwie. Oh nee. Oh nee. Wer war denn das jetzt? Will mich da gerade vertrollen? Hallo? Wollt ihr mich verarschen gerade? Wer hat die mir gerade zugeschmissen? Oh nee, Alter. Hat die mir gerade irgendwer zugeschmissen? Oder passiert das automatisch, wenn ich was aus der Kiste hole? Ja, ich hab leider nicht so viel. Achso, du bist. Ach gut. Noch einer von dir. Mir schaut gerade wer zu. Was ist denn los? Weißt du, der eine, der schaut gerade zwei Leute mit, die werden sich so denken, der einer guckt mit, die werden sich so denken, was ist denn hier los? Tschüss, war nett. Ich muss weg, Jungs, ich muss weg. Wie? Ach, Passagier und dann kann ich hier. Ah, so haben die das gemacht. Ich muss fahren. Dann kann ich switchen, dann kann ich ballern, ne? Ah. So macht man das. Oh, oh, oh. Bestes. Da schießt wer auf mich. Ich hab nie so viel Munition. Ich schmeck auch nicht gut. Das muss ich mitnehmen, das muss ich mitnehmen, das muss ich mitnehmen, das muss ich mitnehmen. Bitte nicht wehtun. Was kann das Ding überhaupt? Ich versteh's nicht. Achso, das lädt mich auf immer wieder, okay. Da kommt er. Oh! Schnell weg. Ich habe Angst vor dem, warum immer das gerade war, ich habe Angst vor dem. Okay.
Oh nee, das ist eine Schneiper. Schnell weg. Okay, ich glaube, ich bin in Sicherheit. Vielleicht gibt es irgendwo eine Kiste? Ich höre jetzt keine. Nein, gibt's nicht. Perfekt. Kuss geht raus in die Kisten GmbH, die wieder keine Kistenvorflage hatte. Mhm. Ja, ich habe wenig Munition, das ist nicht gut. Ich habe schlechte Waffen, ist auch nicht gut. Und ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht. Oder ist das einfach, um Leute zu piesacken? Verstehe nicht. Ne, verstehe nicht. Kann man reloaden. Schmutz das Ding. Das ist vielleicht für Autos oder was weiß ich. Warum streamt Andel nicht? Andel ist auf Urlaub. Andel ist auf Entenausflug mit der Entenfamilie. Hat Kinder bekommen. Ganz viele Küken. Oh nee, den könnte ich ja eigentlich, ne? Also ist das ja von vorhin? Ist das der Nette oder ist das der Nicht-Nette? Das ist der Sound auf die Spinde. Oh nee, das ist ja nicht nette. Ach Mann, ey! 33 Leben! Ah, jetzt bist du aber tot! Jetzt rippt er das aber, komm, jetzt stirbst du aber, komm, bitte. Bitte schieß ihn weg. Er hat halt einen selben Skin gehabt. Das ist total traurig. Ich muss einfach jeden platt machen, der vor mir steht. Ah, ich wollte nicht auf abbrechen. Abbruch. Ich will zurück zur Lobby. Jetzt können wir mal eine große Ding starten. Olli, wo ist denn da los? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich auf meinen Kanal gucke. Andel ist letztes im Teich gelandet. Okay, einfordern. Warte, was kostet der Battle Pass? Das kostet ja nicht viel, ne? Hol dir den Battle Pass. Was kostet das Ding? 950! Ach, sicher nicht, Digi. Aber sicher nicht. Schau mal, gibt's einen Item-Shop? Ja. Was gibt's denn da alles? Was ist das denn? Mainframe-Shock-Paket. Das kann ich damit machen? 600? Also für 600 V-Bucks kaufen oder kriege ich die? Was kriege ich denn da? Outfit, sorry. Ist das Outfit, was ich kriege? Jetzt auf Kaufen gehe? Kostet jetzt echt Geld oder V-Bucks? Das kostet echt Geld. 3,99 und nochmal V-Bucks dazu. Oder wie darf ich das... Oder ist das einfach nur Ach, müssen die das jetzt angeben, kann das sein? Fortnite Crew? Battle Pass? Ne, hier haben sie es nicht angegeben. Ich glaube, das kostet nochmal extra. Moon Knight Outfit. Digga, ich habe nur so viele V-Bucks. Mainstage Lackierung. Zarte Elektropalme. Das kann man auch anders verstehen. Was gibt's denn hier noch? Outfit? Echtgeld, ja, ja. Das soll man extra dazu kaufen, obwohl man V-Bucks gekauft hat, oder wie? Ja, das ist aber sad life. Obwohl man V-Bucks hat und dann musst du nochmal Echtgeld ausgeben. Echtgeld, du bekommst die. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ja V-Bucks gekauft, ne? Dann musst du nochmal V-Bucks ausgeben, also ausgeben plus, oder wie bin ich? Kauf doch Crow-Paket. Das ist alles so unübersichtlich. Ich kenne das noch. Damals gab es im Shop 3, 4 Sachen, dann war es das. Jetzt gibt es hier wieder 50.000 Sachen, die du auf einmal kaufen kannst. Also damals war das nicht so cool. Nee, keine Ahnung. Ich guck gerade durch. Warte, habe ich nicht den Galaxy-Skin? Also jetzt, no, ich glaube, ich habe den Galaxy-Skin. Lass mal gucken. Na, hallo, wie komme ich da zurück? Ah, hier oben spinnt. Habe ich mir nicht mal einen Galaxy-Skin geholt? Denn der? Nee, ich dachte, ich hatte den Galaxy-Skin gehabt. Komplett broke. Oder die haben mir den rausgenommen, das kann auch sein. Hatte ich nicht einen Galaxy-Skin? Ey, ich habe mir so in meinen Kopf gesetzt, ich hatte den Galaxy-Skin gehabt.
habe mir das so in den Kopf gesetzt, dass ich den hatte. Dann hat man nur bekommen, wenn du dieses Galaxy-Handy da hattest. Ja. Dachte ich zumindest eigentlich schon nochmal. Also für 3,99 ist halt... Da ist halt ein Shiba Inu dabei. Das ist halt das, was mich gerade ein bisschen... Hier, guck, da ist ein Shiba dabei. Sticker-Deko, also ein Sticker. Aber ich kann da Gegenstand... Ja, ich dachte, V-Bucks, das ist das, was ich bekomme. Ja, ich weiß nicht. Dafür jetzt 3,99 ausgeben. In 3 Minuten Update fertig. Was, in 3 Minuten ist Update? Nee. Alter, 17,99? Was? Wie teuer ist das? 29,99. Ich bekomme 3 Skins. Boah, wobei, den Skin, den habe ich ja, ne? Den, in meinem Spind, guck mal, da habe ich ja diesen, oh, den alten davon, den hier habe ich. Mit dem echten Rucksack. Den Skin habe ich. Und den hier habe ich mir damals auch noch gegönnt. Ja, also ich dachte wirklich, ich hätte den Galaxy-Skin mal drin gehabt, aber lange ist her. Mal schauen, was war denn den Skin, den ich damals immer gespielt habe? Also den Raben-Skin habe ich immer gespielt. Die habe ich auch sehr gern gespielt, weil die sehr untergegangen ist, im Wald, weil die halt dieses Muster hatte, dieses Braun und Grün, das ging halt im Wald komplett unter. Das war mein erster Skin, den ich mir gekauft habe, by the way. Ach, den habe ich ja auch noch, genau. Eieiei. Ja, ein paar Classics sind drin. Ach, hier, Rote Ritterin. Die habe ich auch noch. Ah, ja, ich weiß nicht, wenn, also, du kriegst dabei nur 600 V-Bucks, ja, aber jetzt 3,99 dafür ausgeben, ich weiß nicht. Jetzt mal in Fortnite Geld investieren wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil ich will es ja, es ist ja heute nur so ein Joke-Stream an sich. Ah, das ist doch geil. Ach, das ist für 2800 V-Bucks, das gibt's ja alles. So ein Typen, der voll Korall aussieht und... Der Gitarre, das wäre was für Andel hier, das Pack. Naja, ist nicht so meins. Nee, nee. Ah, das wäre doch auch geil. Was gibt's hier? Ja, ich weiß auch nicht. Er will einen Golfer haben. Galaxy-Kriegerin? Der will so rumlaufen, ist die andere Frage. Adidas Girl? Auch dabei? Nee, ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal nichts. Ich weiß nicht. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe, denke ich mal. Aber ich change mal ganz schön meinen Skin um. Ich change den mal zu. Ich kann auch so einen Default-Skin machen. Guckt mal. Gibt es die heutzutage noch im Shop? Ich glaube nicht, ne? Komplett basic. Ach, der war auf PlayStation, hat man den bekommen. Wenn man auf PlayStation aktiviert hat, seinen Account. Eieiei. Ja, warte, ich mach sonst den Skin. Den habe ich sehr gern gespielt. Den gibt es jetzt in dem Skin. Den nehme ich einfach mal. Ja, ich nehme meine Basics. Und jetzt schauen wir mal, ich tue mal ändern. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Bauen Duo. Bauen. Was? Bauen Trio? Bauen Team. Da kannst du zu viert spielen, ja. Null bauen Team. Das ist nur die Frage, wie mache ich eine öffentliche Lobby auf? Das ist jetzt die Frage, wie habe ich das damals immer gemacht? Weiß das jemand? Ja, das ist halt wieder komplett Much. Kann ich ja nicht, ne? Also weiß jemand, wie ich jetzt eine öffentliche Lobby, so eine Party aufmachen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. So, ich soll mal hier ändern. Nee, spielen, nicht auffüllen, nee. Kann ich das hier ändern? Auffüllen, nicht auffüllen? Ach, muss ich da wirklich Leute adden? Weil das sind die Leute, die ich habe, ne? Ich habe da Antliste unten, guck. Der Andl. Zücke mir Andl, was ist denn da los? Schau mal hier. Ja, das muss ich halt Freundschaftseinladungen annehmen, ne? Du musst es ja einladen. Ich meine, ich könnte sonst folgendes machen. Ich könnte sonst meine Freundschaftsanfragen aufmachen, aber wobei, dann kommen wieder so viele rein, kann ich die wieder nicht rauslöschen. Mach zufällig. Unten rechts. Mach Custom, benutz Bedingungen. Auf auffüllen, du musst die Leute adden. Ja, das ist halt die Kacke. Ich muss halt alle adden.
Nicht auffüllen drücken, ja. Mach Custom Games. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe das seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Auf Auffüllen. Ja, ich möchte, dass hier die Leute reinschauen können, ne? Wenn ich auf Auffüllen gehe, dann kommen vielleicht irgendwelche Leute rein. Wenn ich auf Random gehe. Geht ja darum, dass hier Leute mitspielen können. Weil Kreativmodus ist halt auch kacke. Das muss ich ja ganz kurz Ding aufmachen. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache ganz schnell meine Freundesliste auf. Dann schaue ich, wer mir eine Anfrage sendet. Ihr seht ja meinen Namen. Hier oben. Und die ersten, die mir so Anfragen senden, ich tue einfach random dann die Leute reinziehen. Ich glaube, das ist die beste Idee. Also muss ich kurz meine Dings einstellen. Und da... Freunde. Berechtigung zur Freundeseinladung alle anwenden. So. Das lassen wir jetzt ganz kurz offen. Ihr könnt mich jetzt einladen. Also ihr könnt mich jetzt als Freund hinzufügen. Ach du Scheiße. Okay, das muss ich ganz wieder ausmachen. Oh, das ging aber etwas zu schnell. Ach du Scheiße, es wird ganz schnell voll. Okay, schnell ausstellen. Hallo? Ganz schnell ausstellen, weil sonst ist das hier so voll, dass ich nie wieder zurückkomme. Freundes, also anwenden. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert und ich jetzt wieder einladen kann. Ah, der hat jetzt automatisch weggemacht. Ja, das ist auch kacke. Dann muss ich das machen, wenn ich... Ah, never mind. Gut. Dann muss ich das machen. Also muss das wieder ausstellen, wenn es soweit ist. Gut, dann mache ich hier wieder alle. Anwenden. Ihr könnt wieder Anfrage senden. Ich tue hier einfach random einladen. Ach du Scheiße. Ich kann hier gar nicht einladen. Das hält... hallo? Na, nicht ablehnen. Na, annehmen. Ich möchte wen hinzufügen. Muss ich den wirklich annehmen? Ach du Scheiße, das ist da durch. Ich nehme jetzt einfach an, okay? Ich nehme den jetzt an. Der Junge wird angenommen. Ich nehme jetzt immer 3 Leute an. Da mache ich wieder Ding an. So. Ja, ist halt komplett random jetzt hier die Auswahl, ne? Guck dich das an, wie das durchrattelt hier. Bitte 374 Anfragen. Annehmen. So, 1 zu 7 hat er drin, dann annehmen. Das muss ein richtig Hardcore. Pyro 1 zu 7, annehmen. Alle, die 1 zu 7 im Namen haben, direkt annehmen, Bruder. So, da kann ich jetzt ein paar mit zocken lassen. Funktioniert ganz gut. Ich lasse uns offen, weil am Ende wird das eh wieder ausgelöscht, ne? Also Einladungen können jetzt reinschallern. So. Dann lade ich mal die ein. Ach du Scheiße, ich verstehe das wieder null. Beitrittsanfrage. Anfrage annehmen. Hat dich eingeladen. Okay. Könnt ihr nicht einfach beitreten? Also eigentlich müssen die Leute beitreten können, ne? Weil ich werde gerade eingeladen, aber ich müsste hier eigentlich nur Anfrage annehmen. In der Lobby. Ich verstehe das. Okay, ich doppelt. Sorry, ich muss mich stumm schalten. So, gut. Jetzt sind wir zu viert. Gut, das passt. Ja, ich tue jetzt stumm schalten, weil ich mich doppelt höre. Alles gut. Hallo. So. Guten Tag, guten Reizer. Also, kann ich hier irgendwie reden? Hallo, hallo, hallo. Ich habe keine Ahnung, wie man redet. Perfekt. Gut, dann spielen wir halt zu viert. Ich habe keine Ahnung. Ich mache nochmal Dings hier auf, meine Anfrage. Wobei, ich lass offen in der Zwischenzeit. So. Ich lass offen. So, wir spielen jetzt einfach im Team. Keine Ahnung, Leute. Ich habe jetzt irgendwelche angenommen. Einfach irgendwen. Also, wenn ihr Glück habt, nehme ich an. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann halt unmöglich 370 Leute annehmen. Wie auch. 370 Leute einfach geaddet. Schau mal, geht das noch weiter? 374 sind es jetzt. Dass das so schnell geht. Hallo. Ich kann nicht reden. Ich weiß nicht, wie das geht. Boah, geil. Oh. Ich liebe deine Streams, du bist der Beste. Okay, das kann ich wenigstens. Also, wie kann ich das hier? Ich kann leider nicht reden. Hallo. Du musst Push to Talk, ich bin Push to Talk drin. Ich weiß noch nicht, welcher Knopf. Push to Talk drin, ich weiß noch nicht, welcher Knopf. Auf rechts oder auf links oder auf Escape oder Alte 4. Alter. Geil.
Ich kenne mich null aus, Bruder. Ich kenne mich null aus, wo ich hier drücken muss, dass ich hier Push to Talk. Ich hab's ja angemacht. Ja, ich weiß, ich hab Push to Talk an. Ich weiß noch nicht, welcher Knopf. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß noch nicht, welcher Knopf das belegt ist. Push to Talk. Ich gehe gerade die ganzen Knöpfe durch. Komplett lost, Alter. Komplett lost, ich glaub, Leute. Ich glaube, du hast. T. Hallo? Hört man mich? T. Hallo? Hallo? Ach nee. Scheiße, du hast wahrscheinlich, ja, du hast Push to Talk drin. Du musst Escape, also Escape drücken und dann hast du da halt so. Ich fühle mich gerade so wie so ein alter Mann. Sprachchat an, Push to Talk. Ich will doch Push to Talk. Ich weiß noch nicht, welcher also Knopf. Dann hast du da unten halt so bei Sprachkanal da unten drunter. Hallo? Hast du da halt so Push to Talk. Hallo? Test, Test. Und hallo, dann Test 1, 2, 3. Musst du das umschalten. Hallo? Hallo, hört man mich? Excuse me? Hallo? Hallo? Ah, jetzt sollte man mich hören, ne? Gut, dann halt nicht. Du machst halt wieder aus! Man hat dich, glaube ich, gerade eben gehört. Ja, ich keine Ahnung. Sicher. Ich kenne mich nicht aus. Es ist das erste Mal, dass ich wieder hier bin. Ich mach's dann halt tut. Ich mach's dann eh aus, wenn man mich sowieso nicht versteht. Ich drück nämlich T und es macht nichts. Ich steig hier raus. So. Hallo? Hallo? Ey, ich hab nee, keine ich Ahnung, wie es. Ich hab so doch, Push- jetzt, ja. Oder? Ich glaube, oder? Ja, ich höre dich im Stream, aber sonst nicht, ja. Das ist ja logisch! Ich höre dich im Stream, aber ich höre dich hier nicht. Was, Bruder? Die gehen alle. Ey, das, wo soll ich das machen, Alter? Die gehen jetzt hier allerdings. Der erste ist schon down. Kuss geht raus an Black Shabbat. Kann ich verstehen, dass du das erste Mal wieder hier bist, weil. Oh mein Gott, ich schwöre, das ist. Das ist oh gerade so süß. Gott, ich bin ein größter Fan, ich schwöre. Das ist echt cute. Ja, ich würde halt übelst gern reden, aber irgendwie hören die mich nicht. Auch wenn ich jetzt Push the Talk ausmache, hört natürlich keiner. Oder es traut sich einfach nicht auszugehen. Also ich gehe Raum zu Raum, ich finde eine Piste. Ja, ich hab halt den Stream im Hintergrund an. Ja gut, dann hörst du mich halt versetzt. Und die anderen können auch nicht reden. Geil. Fast heul, Junge, es ist toll. Heulen sie nicht. Ah, warte, ich hab gar keinen Sound an. Ja, gut, das macht natürlich sehr viel einfacher, wenn dann der Sound einfach nicht an war. Ja gut, dann. Ich denke, es liegt an mir. Ja gut, da muss ich auch die rein wissen. Oder ich höre die anderen halt. Nee. Da ist ein Panzer vor. Tschüss. Ich bin jung und brauche das Geld. Aber das ist auch wegen dem Stream so. Ich muss jetzt mal das Push to Talk mal ausmachen, dass ich mit denen reden kann. Ah, das ist übelst süß. Oh, da ist eine Katze unter mir. Katzentreter Kurt. Ich habe eine Katze aus Versehen getreten. Ich wusste nicht, dass da unten eine Katze liegt. So, ich mach das mal an. Aber ich werde jetzt nicht abgeknallt. Er meint, er hat das Ding ausgestellt. Boah. Oder nicht? Oh ne ne ne, da bin ich raus. Gut, das war's. Ade, ich wäre halt auch nicht tilted gegangen.
Weißt du genau, damit ich meine Einstellung umstellen wollte? Ich wäre jetzt auch nicht tilted gegangen. Aber gut, wir müssen jetzt, so. Zurück zur Lobby. Jetzt muss ich neue Leute annehmen, Leute. Muss ich neue Leute reinziehen. Oh, ich muss auch Lobby verlassen. Tastenbelegung, ja, macht Sinn. So, ich muss auf Lobby verlassen. So, sorry, Leute. Aber ich probiere so viele wie möglich jetzt anzunehmen. Und ich weiß gar nicht, muss ich jetzt wieder rauswerfen? Wie mache ich das jetzt am besten? Weil ich muss ja schon gucken, ne, dass ich da einen Überblick habe. Jetzt muss ich jetzt jeden immer rauslöschen. Weil ich muss eine Übersicht haben, wer jetzt wer ist, weil sonst tue ich 10.000 Mal denselben rein, ne? Also was halt echt geil wäre, so ein Match, wo du, Lost, war der jetzt schon bei uns? Nee. Beitrittsanfragen. Also mit dem habe ich gerade gespielt, ne? Ja, tut mir leid, ich muss das halt machen, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Der Junge 2.0 hat gerade gespielt. So. Da weiß ich nämlich, wen habe ich noch nicht angenommen, weil jetzt weiß ich... Nee, die drei habe ich jetzt raus. Das habe ich ja Lost und die drei habe ich jetzt vorhin angenommen. Das heißt, die ziehe ich jetzt hier auch rein. Spielt. So. Jetzt habe ich den hier drin, dann den Freitag. Und Herr Lost. Ob die jetzt alle reinkommen? Problem ist ja, falls uns keine Übersicht mehr, ne? So. Freitag. Der Freitag. So, Darius, denke, danke für den Euro. Ich muss eh mal vorlesen hier, bevor wir durchstarten. Ja. Hallo? Hallo. Warte mal. Moin. Hallo. Moin, was geht? Ja. Test, Test, Test. Ich muss die Tastenbelegung umsetzen, ne? Push to talk ist an. Stimmlautstärke gepasst. Tastenbelegung muss ich einstellen, damit das wieder... Oh, ist so lost, Alter. Wo ist denn hier nochmal? So, hier. Dann da. Einstellungen, Tastenbelegung. Wo ist der Tastenbelegung? Hier. Na? Hä, was ist das denn? Empfindlich eine Tastenbelegung. Wo ist die Tastenbelegung? Hallo, ich suche die Tastenbelegung. Ah, hier. Push to talk suche ich. Im Mode. Der hat gerade einen Screenshot gerade gemacht, das mit mir spielt. Kreativmodus? Nein. Wo ist es denn hier? Bewegung, Kampf, Bauen, Emote. Bist du der Echte? Sonstiges. Nein, ich bin der Falsche. Ich bin der Echte. Nee, ich bin der Falsche. Hä, wie geil. So, wo ist das denn jetzt hier? Fahrzeug, Kreativmodus. Hä, wo ist das denn? Push to talk? Ich suche gerade die ganze Zeit Push to talk, das gibt's doch gar nicht. Bin ich so blöd? Der Arme, der ist voll überfordert. Ja, komplett Überforderung hier gerade. Ah, da! Eingabe, Chat. Ah, hier, Push to Talk Y. Hallo! Hallo, hört man mich? Ja. Boah, endlich. Push to Talk. Boah, Alter. Hallo? Bei Freitag hört man sich doppelt. Okay, ich mach leise. Oder bei irgendwem? Nee, bei irgendwem. Das ist Freitag. Bei Freitag, okay. Ja, einfach leise machen, dann hört man sich nicht doppelt. Leise machen, dann hört man sich nicht doppelt. Ich höre mich immer noch doppelt. Ich höre mich immer noch doppelt. Ich schau. Hast du ein Headset? Hast du ein Headset? Nee, ich habe Mikrofon. Okay, also kein Headset. Ja, also es müsste. Ist halt, ja, sonst hört man sich halt doppelt. Ah, jetzt höre ich mich wieder doppelt. Okay, ja, also das kein Headset. Ah, jetzt wieder, super. Ja, also es müsste. Nee. Ist halt, ja, sonst hört man sich halt doppelt. Ah, jetzt höre ich mich wieder. Ah, jetzt wieder. Ja. Das muss ich muten. Das muss ich muten. Ist ja, okay? Oder ich, okay. Ja. Oder mach Sound aus, kannst du auch machen. Oder hört man sich ja nicht doppelt. Aber dann hörst du uns halt nicht, ist halt auch kacke. Das starten wir einfach durch. Das ist das. Wobei, ich wollte noch ganz schön was durchgehen hier, weil hier noch Spenden reingekommen sind, die ich noch nicht vorgelesen habe. Von Justin Uwu war die letzte, die ich im Superchat gesehen habe. Das war die hier, genau. Yannick, danke für den Sticker. Der Killer 2010, danke für den Euro. Dann Moin mit 2 Schweizer und 10 Schweizer Franken. Mit Ich liebe dich, dankeschön. Paul Komper, danke für 2 Euro. Patrick Seidenbacher, dankeschön für 4 Euro. Butti Österreich, Freddy, danke für den Euro. Zockerboy 107 mit 2 Euro, ich heiße. Jetzt wollen sie alle, dass ich sie adde, ne? Jojo TV, kannst du bitte meine FA annehmen, heiße. Ja, ich kann leider. Ich nehme leider irgendwie ein Random an, Leute. Ihr könnt auch donaten, aber ich werde nicht jemanden bevorzugen in der Donation. Möchte ich nicht. Darius Denke, danke für den Euro. Und Yannick Berwald, danke für 99. Kuss geht raus. So ist es.
Und Dankeschön nochmal an Frechdachs. Lass dir mal von Dario erklären, brauche einen Creator-Code zum Lobby erstellen. Ein Creator-Code? Ach scheiße, ich habe keinen mehr. Also so einen richtigen Creator-Code, wo man die YouTuber bekommt. Meine wurde ja gesperrt damals. Ich hab mir ein Headset aufgezogen. Hallo. Okay. Ja, jetzt hört man sich nicht verdoppelt. Ja. Jawohl, perfekt. Jetzt ist alles okay. Perfetto. So, Olli haben wir ja auch vorgelesen. Moin haben wir vorgelesen. Fahrradfahrer. Wann kommt der Antrag als gute Vorträge? Der Antrag war letztes Mal wirklich da, Fahrradfahrer. Der war letztes Mal da. Ich auch anfragen. Bist du der echte Leon? Nein. Ich bin der Fake. Ich tue nur so. Das ist der echte Leon, ja. Nee, der Fake bin ich. Sag mal, wer macht da gerade Spielchen mit seinem Sessel, bis der kaputt ist? Ich höre, das bist ja her, ne? Was hast du für einen Sessel, der so quietscht? Ja, no joke, ich hab mal einen Lachflash wegen Sessel bekommen in der Fahrschule, die haben uns rausgeschmissen, an und mich. Wegen so einem Sessel mal ein Lachflash bekommen. Ja, ist jetzt nicht mal ein Joke, ne? Ist wirklich passiert. Genauso hat er gequietscht. Oh, Shifty. Shifty? Ja, brauch schon gleich mehr. Hinter da. 2 Jahre ist her. So. Und wie war gestern der Antrag? Gestern? Der war doch nicht gestern. Der war doch vorgestern. Ja, stimmt. Ja, aber hallo. Ah doch, wobei, du hast recht, das war gestern, weil es war bis 0 Uhr. Der Antrag war ja 0 Uhr irgendwas. Jetzt kann ich mal umrecht jetzt gerade. Umrecht, genau, das muss ich los. Oh, Shifty ist einfach Liebe. Nur mal keine Waffe, perfekt, Bruder. Aber schau mal, das haben wir erstmals wieder so ein Community-Zocken. Das ist aber auch mal geil. Wie lange ist denn das her, dass ich mit der Community gezockt habe? Ui, oh, was war das denn geiles? Ui, das ist lecker, das schmeckt. Schmeckt ein Wildschweinjagd. Was? Was mit dem Wildschwein? Ich werde gejagt von dem. Also, ja. Gibt's jetzt Wildschweine? Natürlich. Perfekt. Ich habe nichts mehr mitbekommen von dem Spiel. Aber Shifty war immer Liebe. Ich habe voll vergessen, dass es das gibt. Da war ich immer am Spawn. Früher, mein Lieblings-Spawnort. Mhm. Ja, komm mal her. Also, es funktioniert nur einmal, ne? Ja, super. Ich hab grad so ein Booster-Dings gehabt. Ja. Bitte. Für dich. Mein Gott, auf mich. Oh, dankeschön. Ne? Vielen Dank. Wobei Freitag jetzt mehr usen können. Ja, ich hab leider nicht mehr. Bitteschön. Da oben sind die. Noch ein paar Donis vergessen vorzulesen, mache ich dann noch natürlich. Das ist wischt. Da wären Schildis, da wo ich bin. Freitag, was machst du da oben? Komm runter! Unten liegen ganz viele Schildis. Was so lustig. Feier in einen Dialekt. Oh mein Gott! Was war das gerade? Ich wurde angesniped. Boah, ja, von Berglauf. Ui. Hahaha, haben bekommen. Freitag, nein! Ich hab ihn bekommen. Ja. Aber warte, ich mach was. Bin gleich wieder da. So, du wüftest.
Sag mal, der war doch hier oben, oder? Der ist nirgends mehr. Der ist weg? So, ich werde jetzt mal meinen Push-to-Talk ausstellen, das geht mir nicht auf den Piss. Das ganze Zeit Y drücken. Oh. Hä, wo ist der? Keine Ahnung. Der ist verschwunden, der ist ein Geist. So, jetzt solltet ihr mich immer hören. Perfekt. Ja, ja. Ja, der Typ, der war oben auf dem Berg war, aber ich habe ihn runtergesniped und dann war er weg. Vielleicht war der alleine. Kann sein, dass der komplett alone war. Mhm. Falscher Berg, schreibt mir der gerade Chat gerade. Das war der richtige. Das war von dem. Das war doch der Berg hier oben, oder? Ja, von da oben, der ganz. Ja, da war ich nämlich direkt. Ja. Ich glaube, der ist auch weg. Okay. Der hat mich richtig kassiert voll von meiner Schneider. Und ist weg. Na, ich glaube, der war alleine. Also, jetzt hätte er hier sich die Kiste noch gesnackt und die Kiste, die ist noch komplett bei intakt. Oma ja auch noch eine Kiste. Warum macht Freitag kein Schildi? Ist Freitag noch da? Ja, ich bin kein. Nee, weil da sind überall Schilder. Freitag, komm her, ich hab da vorne. Also mitnehmen. So, ah, wir sind eh mit in der Zone, perfekt. Und nirgends hin. Braucht ihr eine Sniper? Nee, hab schon. Okay. Ja. Hab ich zwei Stück. Ja, ich drop die hier mal. Auf E. Ja. Die rutscht gerade einen Berg runter. Irgendwie so ein Medikit mit. Ach, da ist noch eine Dings ist da noch. Kiste. So. Chat schreibt die ganze Zeit falscher Berg. Anderer Berg. Ah. Ja, egal, weg ist er. Ist egal. Nee, Sven, ich habe ihm eine Kopfnuss gegeben und er ist nicht mehr hinter uns her. Das ist ausreichend. Ich hab 436 Anfragen auf einmal. Wie viel, du auch? Ja, ich auch. Ja. Ich oh mein Gott! Also damit, vielleicht denken die so Freunde von Freunde, die kann man dann irgendwie. Für was ist das Teil denn? Was ist halt denn der Fisch eigentlich gut? Den kannst du essen. Grün dann. Okay. Das grün. Hab ich nicht gecheckt. Hinten sind Gegner im Korne. Wo? In vorne. Ah. Und draußen ich aber ganz weit vor. Ja. Oh, hier sind noch Bots. Oh, da ist er noch. Alter, hab ihn. Da. Alter, jo, ist doch der Heilige! Ui. Oh, nein! Jo, ey,
Ja. Ach du Scheiße. Komm mal weg. Oh, wo kommt denn das her? Boah, was ist das denn? Junge! Was zum Teufel ist das? Ist das noch normal? Das ist gerade so eine Phase, die läuft. Was ist das? Ich kenne das nicht. Sind das ganz viele NPCs oder was? Ja, Alter. Der Ort steht unter halt unter dem Kampf auf der 7 oder der Alte. Ich hab mich gerade richtig hart erschrocken, auf einmal steht da 50.000 Leute vor mir. Mit einer Jüte. Ja. Da vorne Gegner. Oh, das war ein. Das war ein. Ich hab gerade nichts mehr gerafft. Einer tot. Einer auf dem Dach da hinten. Kommt jemand zwischen. Ich kann spawnen, Hilfe. Mann, ich möchte spawnen. Ja, ich auch. Ich muss hier raus. Oh, das hat nicht funktioniert. Perfekt. Ah, doch, hat funktioniert. Ja, die sind bei mir. Ich habe noch. Hab ihn. Ja. So, weiter sind wir. Noch einer? Hab ihn. Die Muni. Bei mir ist noch einer. Ich lauf mich erstmal auf. Wir müssen zone. Pass auf, fährt los. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Komm, wenn ich hab ihn, ich welche von uns. Ich hab. Wir müssen aber Tunnel. Ach du Scheiße, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Oh, da ist der Boss. Geh mal weg. Wir müssen jetzt in die Zone rein, die kommt. Ja. Ach du Scheiße. Bleiben wir da drüben extra. Oh, von oben. Jetzt was down. Oh ja! Auto? Hör das zu uns nehmen. Ja. Oh, oh Scheiße! Ach du Scheiße! Alles das wird überall! Au! Ich push den! Der hat schon ganz, der ist ganz low, der hat schon mein ganz Gott, der ist runtergeschützt. Ja, der ist runter. Junge, was geht grad ab? Oh mein Gott! Junge, geht's grad richtig rund, Jungs? Was ist hier los? Alles Dream Sniper! Nee, hier geht's grad nur einfach richtig ab! Vor die halbe Lobby so Dream Sniper überfahren und so alle. Sagst du? Keine Zeit zu trinken! Hilf den, der oh ist ganz Gott. Schön low. Ach, bei euch. Nein, ich hab keine Muni mehr. Für Sniper. Wo ist der? Der ist hinterm Berg. Oben, ganz oben auf dem Berg sind auch noch welche. Ja, ja. Warte, ich muss mir Muni holen hinten. Ich hol mir Muni. Ja. Oh, da schießt er. Oh, da ist er irgendwo. Der Respekt, Chelo. Oh, warte, von allen Seiten. Jetzt haben wir ein Problem, Junge. Ach, jetzt haben wir ein Problem. Junge, man kann sich ja noch nicht heute heilen! Ja, geht auch nicht! Ey, Scheiße! Oh mein Scheiße. Gott! Ja. Alter! Aber, einer tot? Junge. Jetzt ballern wir aber richtig hart hier. Wo war ich nur Muni für meine Schneiper? Für meine Schneeperreifel. Oh, ich hab jetzt schon. Ja. Jawohl. Okay, ja. Die Schneefahrt. Zone kommt. Scheiße. Der ist weiter um. Oh, jetzt ist aber hektisch hier. Oh. So eine Scheiße. Ich hab auch die vorne Dreck, ich kann die abfangen. Oh, warte mal. Oh, müssen wir das echt rein. Bagassi!
Also wir sind gar nicht mehr so schlecht, ne? Muss ich schon sagen. Oh. Oh, der Sessel, der rutscht wieder. Und die Zunge geballert rein. Ich bin tot. Hilfe! Ja! Von wo? Von oben, alle auf Berg, Das scheiß Problem ist halt gerade, dass diese blöde Zone reinballert. Oh mein Gott! Die Zone nervt sogar. Ja, gerade nervt sogar. Aber instant. Oh mein Gott. Ah, schade. Ist nur low hell. Ja. Halt diese überall Gegner sind man so gar keine Chance. Ganz schlechte Idee. Ich muss da rein. Ach, guck mal, die wissen Dreck ohne Piss. Natürlich wissen sie das. Dream-Sniper! Das war's jetzt, das war's. Was? Ich war Zweiter? Das war der Letzte? Ja, oh mein Gott. Was? Ich hab's gar nicht gecheckt! Ich hab das gerade nicht gerafft! Ich hab das gerade gar nicht gerafft, dass wir die Zweiten waren! Ey, so eine Scheiße! Das hätte jetzt ein geiler Epic Win werden können. Weil ich war so heftig angeschossen jetzt am Ende. Ja, da war voll viel los. Alter. Das war jetzt ein intensives Spiel. Ja. Warte, da steht hier, du musst in den Studio-Screen wechseln. Wenn du in dein Game gehst, dann sind weniger Stream-Sniper. Was ist das Studio? Wisst ihr, was das ist? Studio-Screen? Nee. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hab ich auch keine Idee. Bullet Drop von der Sniper ist viel zu krass, finde ich auch. Ja gut, dann danke fürs Spielen. Ich lade wieder neue Leute ein. Vielen Dank auch, ne? Hat Spaß gemacht. Spaß beim Stream. Dankeschön, war bis jetzt die geilste Runde. Perfekt. Man sieht sich. Tschüssi. Ciao. Ah, die war ja richtig korrekt. Richtig korrekt, die Dudes. Ah, das tut weh, wenn ich die jetzt entferne. Die waren so korrekt. Ah, die waren schon korrekt. Die waren auch richtig gut, ne? Habt ihr gemerkt? Alter, zweiter Platz jetzt. Zweiter Platz gegönnt. Ja, ich muss halt raushauen, damit ich mir wieder eine Übersicht habe. Das ist halt der Scheiß, ne? Also es wäre echt cool, wenn sowas geben würde. So eine Dings. Wie sagt man? Also eine richtige Anfrage halt, ne? Dass du halt einfach einen Code reinmachst und kann der nächste, der halt reinschicken kann. Ich meine, sowas gibt's ja eh, ich weiß, aber dann geht halt nur Custom Games, glaube ich. Achso. Boah, das tut so weh, die Leute mal so entfernen dann. Warum darfst du. Ich durfte immer Fortnite streamen. Aber das war eine geile Runde, ja. Also, die hat jetzt echt Spaß gemacht, die Runde. Ich glaube, Studio Stream ist für Streamer und sorgt für 3 Minuten Verzögerung. Ach, du meinst in YouTube den Stream. Ah, das bringt sich nichts, die 3 Minuten. Die tun ja trotzdem Stream-Snipe, die wissen ja trotzdem, wo wir hingehen mit der Zone und so. Die wissen ja dann, von welcher Richtung man kommt und sowas. Das bringt sich gar nichts. Aber die Runde heute, also die war jetzt echt. Zweiter Platz, das willst du mehr. Gut, dann schauen wir mal. Wer möchte noch mitspielen? Das gucken wir jetzt mal durch. Ich schau mal, ob es irgendwen gibt, so richtig Hardcore-Fan. Mit 1:7 oder so drin. Schauen wir mal. Weil wir hatten schon einen, der hatte 1:7 drin, habe ich ja direkt angenommen auf Ehrenbruder-Basis. Ah, Paluten, weil er Paluten heißt, den nehme ich mal an. Da ist das fies, ne? Aim wie ein Brot mit ganz komischen Dings. Habe ich den nicht gerade angenommen? Sky Girlie, 100 pro kein Mädel. So, und einen muss ich noch annehmen. Gibt es noch irgendwann mit 1:7 im Namen? Mal gucken. Von den 300 Leuten wird es noch einen geben mit 1:7. Jetzt habe ich 2 Leute mit 1:7 im Namen gehabt. Vorhin. 007, ich dachte gerade. Vielleicht hier, warte mal, 1:7. Ah, hier! Iron Boy 1:7. Ja. Den nehmen wir noch an. So. Melonenkuchen? Hab ich jetzt einen falschen angenommen? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich lade einfach ein. Aim wie Brot. So. Ja, so machen wir das hier.
Und die können jetzt beitreten oder bin ich jetzt. Ah, jetzt bin ich bei dir in der Lobby. Hallo. Ja, hallo. Ich bin gerade voll verwirrt. Ja, gut, dir? Ja, 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 auch gut. Ah, perfekt. Bin halt gerade nur ziemlich erstaunt. Wegen 1 zu 7 genommen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich eine Lobby aufmachen. Ich bin jetzt in deiner reingejoint. Ja, warte kurz, sonst gebe ich dir einfach ganz kurz Anführer dann. Ja, okay, perfekt. Ich kenne mich da nicht aus. Bist du Gruppenanführer? Jawohl. Alles gut. In Gruppe ein. Ach, ich muss in Gruppe einladen, ich Volltrottel. Ja. Yep. So, jetzt habe ich's. Zu blöd für alles. Ich habe jetzt einfach die Leute genommen, die jetzt, wo ich mir gedacht habe, der Name ist passend. Keine Ahnung. Aim wie ein Brot ist auch jetzt da. Okay, und einer fehlt jetzt noch. Ich habe nämlich Iron, das bist ja du Iron Boy, habe ich jetzt, und Melonenkuchen. Aber der ist gerade in der Runde drin, sonst nehme ich noch jemanden an. Ja, ich bekomme jetzt auch die ganze Anfragehilfe. Ja, normal, einfach auf Privat stellen dabei. Ja, ja, bin ich schon dabei. SpongeBob nehme ich noch an. Ich liebe SpongeBob, also nehme ich dich auch an. Und der SpongeBob heute mit. Aber der ist gerade auch in der Runde. Wo ist dann Patrick? Ja, keine Ahnung. Coming soon. Mal schauen, ob er annimmt oder nicht, das ist gerade in der Runde. Wäre jetzt lustig, wenn er die Runde direkt beendet. Ah, der hat mich angenommen. Ah, schau, da ist er aber schnell gekommen. Das ging aber schnell. Hallo? Hallo? Hi. So. Hallo? Hallo? Paluten? Da sind Paluten. Wo kommt denn der her? Ah, ist jetzt auch reingekommen. Das war der von vorhin. Hallo? Hallo? Jetzt muss halt einer raus, ne? Ja, jetzt muss halt einer raus. Also die Frage, wer möchte raus? Ich gehe schon raus. Wahrscheinlich keiner. Ja, wer geht jetzt raus? Oh, okay. Nett. Das ging aber schnell. Ja. Gut, dann tun wir es mal. Müssen wir mal ändern hier. Jetzt hat er das umgestellt. Auf 0 bauen. Team war das so. Rein geht's. Also ganz ehrlich, dass du mal wieder Fortnite spielst, hätte ich mir jetzt mal nicht gedacht. Als Meme, was lustig ist. Einfach, weißt du, ich habe eine Abstimmung gemacht auf Insta, 51% haben gesagt, ich soll. Und die anderen 49%, nee. Ja, ich kann mal nachschauen, also mal gucken, vielleicht ist jetzt die Abstimmung anders. Nee, jetzt sagen 52% ja. Also fast 50-50. Ist halt ganz lustig. Ja, kann man machen. Vielleicht hast du ja mal wieder ein anderes Mal auch noch Bock drauf, ne? Vielleicht. Also ich muss sagen, bis jetzt, ohne Bauen macht das schon Spaß. Das, was mich also immer so... Also schon überlegen. Ja, nee, weil das, was mich immer... Also zum Stream weiß ich halt nicht. Aber vielleicht für privat ab und zu. Ich meine, ich habe das Ding 2 Jahre nicht mehr angefasst. Hört sich jetzt komisch an, aber ich habe 2 Jahre nicht angefasst, das Teil. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere es aus, ne? Wegen den Iconic Skin, ne? Ja, ja, da kennt der Epic Striker reingeschallert, aber richtig hart. Und, ja, aber nicht nur deshalb, ich hab das ja irgendwann mal liegen lassen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Das war schon zwei Monate, bevor ich, den Strike bekommen habe ich ja nicht mehr Fortnite gespielt. Weil ich es einfach langweilig fand, so. Und weil mich das Bauen übelst angepisst hat. Und jetzt ist gerade Baumodus aus, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. So, wo landet man denn? Oh, Shifty? Ja. Ich liebe Shifty von dem her. Mit Andel müsstest du es mal live. Ja, ich mit glaub, das Andel, jo. Der Andel ist ja gerade auf Entenjagd. Wirklich? Ja, nee, der hat im Urlaub. Ach so. Der ist gerade in einem Teich und Ente zu. Aber das wäre doch dann Kannibalismus, wenn er selbst ja, das stimmt, jagt. Ja, oder? Das stimmt schon. Andel die Kannibalen-Ente. Oh ne, da kommt ein anderes Team auch. Scheiße. Das schaffen wir schon. Ja, das. Du bist der E-Profi. Ja. Einen habe ich. Sag ich doch. Tschüss. Der Kurt ist einfach der Profi. Haben wir alle? Nee, das haben wir nicht. Okay, da müsste doch irgendwo einer sein. Ach, schau, wir sind gut. Ja, aber vorhin fast. Ich fand den Antrag gestern sehr süß. Der war schon. Ja, der war schon cute, gell? Und cringe war er auch. Ja, ja.
Wir alle fast durch das Feuer abgefackelt wurden. Auf Freddy. Oh, komplett das ohne. Aber weißt du, was ich auch richtig vermisste? Ich vermisse richtig Chester. Den vermisst du? Jetzt, wo wir den guten Freddy haben, der das so gut leitet? Ja, natürlich, der Freddy ist zwar auch nice, aber der Chester, der war halt auch, ne? Ich meine, die waren halt lustig, schon. Ja, das, die ja, Zeit waren gut, ja. Das war schon lustig. Ich glaube, das habe ich mir so, das habe ich mir, glaube ich, so 10-mal hintereinander auf den Kanal Kurtel reinzogen. Wo wir mehr Transporter getreten haben. Ja. Ich fand das richtig arg. Aber es einfach auch jedes Mal dasselbe war. Es war immer dasselbe, ja. Immer dasselbe Dude. Der war immer zum falschen Ort. Oder der falsche Zeit, der falschen Ort. Jedes Mal. Aber das könntest du auch mal. Aber Fortnite könntest du auch theoretischerweise auch mal mit Butti spielen, weil der spielt ja auch jetzt schon länger. Er hat dir geschrieben, er kann mal mitspielen. Aber er ist heute nicht da, leider. Jetzt hätte ich mit ihm vielleicht heute gezockt eine Runde. Schade. Mhm. Sehr schade. Ach, mein Gott. Kann ja nicht immer Zeit haben, ne? Na, schau, wie die mal. Ich hab die Waffe schon, die da liegt. War sehr nett für Sinn. Und wann kommt die Hochzeit, jetzt wo der Antrag da war? Boah. Wird 2 Jahre dauern. Bis das soweit ist. hat der andere ja schon so lange gedauert. Ich meine, von der Story aus ja warst du ja schon mal mit der Frau Brust verheiratet, ne? Ja, genau. So die Story. Baby Butti fehlt mir auch schon. Der Butti? Der Baby Butti, ja. Ah, der Baby Butti, ja, der muss halt öfters ankommen. Der Schlingel. Es halt, also Butti ist halt nicht so der AP-Spieler, der ist halt ja, der gechillte Spieler und deshalb er spielt halt nicht so oft. Viele denken sogar, dass er gebannt wurde von RLO, weil er halt oder wenig da ist. Wie man so denkt, nein, Butti wird nicht gebannt. Das denken aber wirklich viele, bei Nixon dachten die das doch auch alle, oder? Ja, da dachten die dasselbe. Aber das ist immer, weißt du, wir sind am Ende des Tages immer die Bösen so. Ja. Ich sag so, sehr viele gehen auch von selber, weil die... Vielleicht, weißt du, es gibt auch Leute, hatten wir auch, die sind so auf Ränge aus. Und wenn sie zum Beispiel einen Admin-Rang nicht bekommen haben bei uns im Projekt, dann haben sie sich verpisst, weil sie auf einem anderen Server irgendwo einen Admin-Rang hatten. Und dann gibt es auch Leute, die sind gegangen und wollten dann wieder zurück. Das hatten wir auch schon, wo wir dann mal sagen, ja, dann musst du dich halt neu bewerben. Ist halt so. Die gehen dann einfach sagen, ciao, ich verlasse das Projekt, ist alles scheiße. Und dann merken sie, oh, war gar nicht so schlecht, ich möchte nochmal zurück jetzt. Da brauchst du Hilfe. Ah, muss ich zurück, ja. Okay, da ja, hast du schon alleine. Ist halt. Das ist immer schwer. Ich sag immer, wenn du Server-Owner bist, bist du immer der Böse. Und zum Beispiel viele Sachen kriege ich selber nicht mit. Letztes Mal dieser, der Goebbels, wie er immer genannt wurde, ist ja auch gebannt worden jetzt. Perma. Habe ich auch nicht mitbekommen. Und da schreiben Leute, ja, der wurde gebannt so permanent. Und da habe ich gesagt, okay, das wusste ich nicht mal. Die Leute wissen teilweise mehr, wie du kannst das sein. Ja, ist wirklich so. Ich krieg das nicht mit. Aber das ist halt, weißt du, wenn du, wir haben hier so eine Liste und dann steht halt drin, was machen die Leute und dann musst du halt wirklich schon fett Scheiße bauen, dass du gebannt wirst. Also meistens liegt es eh daran, wenn du halt disrespectful bist, also gegenüber anderen Usern. Da hatten wir unter anderem auch Leute, die haben andere User gemobbt und so und dann werden sie auch ausgeschlossen. Wie hieß er nochmal? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Gut. Nee. Der Name nicht eingefallen. Ist der gebannt oder was? Nee, der ist nicht gebannt, aber ich glaube, der ist gegangen, weil dann wie ist der nochmal? Das war ja halt den sie immer dann halt mit dem Namen angesprochen haben, den er halt nicht in der P-Ding hat, quasi. Wo die Cops dann immer so gesagt haben, nee, du. Ja, auf jeden Fall, der wurde halt ziemlich oft gemobbt, weil es halt sein RP-Charakter war. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie ich hieß. Keine Ahnung. Als Officer Fox? Nee. Fox weiß, das ist schon so lange her. Das ist richtig lange. Bei Fox, da weiß ich schon. Da weiß ich noch, was passiert ist. Gut, das ist so. Ich meine, ich sag es jetzt nicht, aber. Naja, ich sag's so: Fox und ich, wir sind gut miteinander. So. Achso, also, ihr habt euch schon wieder vertragen, oder? Ja, wir haben zwar wenig Kontakt und so. Aber ich sag so: die Zusammenarbeit und so hat halt nicht geklappt und. Ja. Da gab's immer Streitereien und so und das hat einfach nicht so funktioniert.
Aber wir hassen uns nicht oder so. Ganz im Gegenteil. Ja. Das ist ja alles, hat sich ja, wir haben ja mal geredet und es hat sich alles gelegt. Ja, ich sag auch immer so, ich hab, es gab halt, es gibt halt immer mal wieder Leute, mit denen man sich jetzt halt nicht wirklich zusammenarbeiten kann, aber wie gesagt. Man soll auch keinen Hass auf jemand anderen haben. Nein, 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 soll man nicht. Muss ja auch nicht sein. Ich schaue sowieso, dass ich so gut wie möglich jede Art von Beef irgendwie ausweiche. Ich hab keinen Bock auf Stress oder so mit irgendjemandem. Gab's ja auch schon, die haben probiert, irgendwie Beef anzuzetteln mit Absicht, so. Gar keinen Bock auf sowas. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen Charakter du meinst von vorhin, wo du gemeint hast mit, Ja, mir fällt's halt gerade auch wirklich nicht ein. Ja, ist der von selber gegangen von RLO? Und der hat... Ich glaube. Und der hat... Oder es kann aber auch noch sein, dass er noch drin ist, Der hat einen komischen Namen gehabt, sagst du. Das... Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, das war der, wo du die mal erwischt hast, im Gefängnis, wo du mal als Admin unterwegs warst und ja. Ach, da, ja, doch, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ach, wie heißt er denn? Mir fällt auch gerade nicht ein. Ich weiß halt nur, dass er immer voll gemobbt wurde, halt, weil sein RP-Charakter halt so. Nee, gemobbt wurde er nicht, nee, das nicht. Ja, okay, ja, aber trotzdem wurde er halt ein bisschen ausgeschlossen von den anderen Spielern. Nee, ausgeschlossen wurde er auch nicht. Nee? Ich hab nur mitbekommen, dass immer Stream-Sniping in so einem Raum gestanden ist bei ihm. Und wo die Leute immer so pisst waren, weil er halt immer in den Streams so vorgekommen ist, so ein bisschen immer reingedingst hat. Und dann, die Leute dachten halt immer, ich meine, ich kann es ihm nicht nachweisen. Ich hab's selber ein bisschen so gefühlt, dass der halt immer irgendwie gestreamt hat, so auf die Art und Weise. Ich meine, ich will ihm nichts vorwerfen und ich glaube, deshalb waren die Leute immer so pisst auf den. Aber ich weiß jetzt, wen du meinst. Ja, okay. Aber ich glaube, dass das Admin schon sehr viele Sachen erwischt, die FSK 18 waren. Das war halt ja, so. Ja, ab und zu mal, ja. Zum Beispiel halt auch diese eine Frau da beim. Ja gut, die Arme, Alter. Die wusste das nicht. Nee, aber weißt du, wo ich drauf gekommen bin? Die hat da gar nicht das gemacht, was ich gedacht habe. Im Nachhinein bin ich drauf gekommen, die hat da einfach an der. Die hat einfach wirklich getanzt da, ne? Also, ach so? Ja. Und ich wusste das auch nicht, bis ich mir das mal genauer angeschaut habe. Und die hat halt wirklich nichts gemacht, die hat halt wirklich nur den Tanz gemacht, ne? Diesen Stripdance. Ein paar Leute, ich brauche ein bisschen Hilfe vielleicht. Oh, ja, willkommen. Wo bist du denn? Am Arsch der Welt. Perfekt. Da wohne ich. Ja, apropos. Ja, genau, der Chat schreibt sich schon, der MacMove war das. So hieß ja, der MacMove. Jetzt stimmt, ist mein. Ja, Chat hat mir geholfen gerade. Ja, und der hat dann irgendwie in so einem zweiten Serverprojekt irgendwas gemacht. Die hat dann irgendwie so geklaute Scripts so drin und sowas. Von RLO, so die Hut oder irgendwas hat er geklaut, keine Ahnung. Ja, okay, aber. Ich finde es aber auch irgendwie immer schade, dass sie einfach immer die Bösen seid. Ja, das sowieso, das muss man wissen. Oder weißt du noch, dieser eine Typ, der immer halt so. Der immer so gegen dich gesprochen hat, da haben eh der Alpha Kevin und auch schon alle so ein. Reason ja, aber der, gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß ja mittlerweile, was bei dem so war und so, das ist besser, ne? Der hat ja seinen Kanal verloren, der wurde gesperrt, glaube ich. Der hat ihn gelöscht oder sowas. Ja, stimmt, der wurde gelöscht, jetzt hat er einen. Jetzt macht er Fortnite. Ja, was soll er machen? Ganz ehrlich, damit tut er ja niemandem was. Das ist ja okay. Ja, eh nicht. Ich denke mir auch, solange niemandem was macht. Aber es ist so long story mit dem. Aber deshalb, ich sage ja, ich gehe auf sowas nicht ein. Ja, weil der wollte halt damals so Beef ein bisschen anzetteln und so. Und ich bin da nicht so drauf eingegangen. Und. Ja, ganz ehrlich, das wäre auch unnötig gewesen, wenn du da so, so angegangen wärst. Ja, natürlich. Ja, es war halt so mit Provokationen, gibt's ja Leute. So wie, es gibt halt YouTuber, die sind dadurch groß geworden, dass sie mit anderen Beef angezettelt haben, siehe Tanzverbot oder so. Aber die haben das halt auf so eine, ich sag mal, ironische Art und Weise gemacht. Und bei dem war das ja nicht so ironisch, bei dem kam das halt richtig krass ernst drüber, so. Und das ja, war eine Sache, muss ich halt auch sagen, ich glaube, das mit Standard Skill und Leon Mascher war halt auch ein bisschen fake.
Meinst du diese Boxfights da? Dieser, ja, dieser Boxkampf da, das. Boah, das kann ich, nicht sagen, was da fake ist und was real ist. Ich kann nur Folgendes sagen, ihr seid wieder sowas, da sehen sie halt, dass im Amiland das gut funktioniert hat, BZB. Was war das ja, damals? War das, dass die ersten YouTuber das gemacht haben? Ah, wie hieß der nochmal? Logan Paul war das, so, mit, weiß schon hier. Weil die Amis haben ja damit angefangen, mit diesen YouTuber-Fights. Und ja. Ich sag halt, wie es ist, die, also Deutschland, YouTube Deutschland ist meistens so, was halt im Amiland gut läuft, wird nach einem Jahr kopiert, so irgendwie. Ja, das ist halt so. Aber wie viel da fake ist und wie viel nicht, weiß ich ja nicht, das kannst du nie sagen. Ob das schon im Vorhinein abgesprochen ist, wer gewinnt und wer nicht. Aber was auf jeden Fall so ein bisschen komisch war, war halt diese Beefs auf Insta, was die so angezettelt haben, das ist so. Ja. Das war komisch. Ob das real war, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, aber. Es ist halt Entertainment für mich. Aber beim Boxfight. Also das mit den Insta-Story, das 100% fake. Aber das, ob der Boxfight real war, das könnte wirklich sein. Der Boxfight, der war real, den haben sie noch live gestreamt gehabt. Nee, ob das schon im Vorhinein so ist wie bei der WWE, da weißt du auch schon, wer gewinnt. Das ist halt. So mal, wobei Boxfight ist halt nicht so gestellt wie WWE, ganz klar, aber. Ich kann halt nur mal so sagen, Standard Skill hat halt gewonnen und ja. Hat anscheinend Leon zwei Rippen gebrochen, aber. Oder gedellt. Sagen wir mal, ja, gedellt. Ja, ich meine jetzt nicht den Fight an sich selber fake, sondern der Gewinner, ne? Ach so, ja. Dass das schon im Vorhinein ist, weil oft weiß was dann schon im Vorhinein, wer eigentlich der Gewinner ist. Dass das schon abgemacht wird, aber der kann ich halt wirklich nicht sagen, ne? Keine Ahnung. Aber wo man sehr schockiert war, war ja dieses, was war das hier mit Joko und Klaas, dass die so viel gefaked haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, muss mal gucken, Steuerung F war das, glaube ich, die haben das aufgedeckt, das ist aber schon älter, das Video. Da haben die ganz viel nachrecherchiert, wie viel da eigentlich fake ist, und das ist relativ viel fake. Und sich dann auch entschuldigt dafür, dass sie so viel gefaked haben, aber... Ist halt. Was im Fernsehen läuft, das du so nicht glauben. Ähnlich zum Beispiel halt diese ganzen RTL-Serien und halt auch diese. Ja, gut, aber das ist halt Joko und Klaas, ne? Das ist halt schon enttäuschend, so irgendwie, dass er. Da denke ich mir auch so, dann macht man vielleicht so eine Spur, fährt man zurück und dann. Das ist halt unnötig wie keine Ahnung was. Weil wenn das dann aufgeregt wird, dann bist du halt so arm. Haus rechts ist einer. Oh. Hab ihn. Hoffe zu viel. Muss nur schauen, da hinten ist noch einer. Einer ist im Haus drin. Jetpack, braucht er? Ja, da kommt noch einer. Ja, sag ich doch, da war noch einer im Haus. Pass auf, die Zone kommt rein. Oh. Den Loot kann er da mal liegen lassen. Aber eine Sache muss ich dir schon lassen, du hast eine sehr beruhigende Stimme. Echt? Ja. Ja. Also ganz ehrlich, ich schaue dich jedes Mal, wenn ich schlafen gehe. Jedes Mal. Oh. ASMR? Ja, du bist der beste ASMR-Kanal, meiner Meinung nach. Ah, cool. Ja gut, Ich schaue dich halt jedes Mal wirklich und immer wenn der Fernseher ausgeht, denke ich mir so, scheiße. Ja, mach Autoplay an. Ja, oder, ich schaffe halt den Prime-Stick, das ist halt, der schaltet sich halt immer nacheinander, der schaltet sich halt immer mal ein bisschen aus. Ah, okay. Das ist halt, ja. Da drüben geht's ab. Hey, wir sind voll gut, es sind nur noch 7 Spieler da. Machen wir so, wenn wir jetzt noch gewinnen, dann machen wir noch eine Runde, oder? Okay, ja, dann machen wir das. Da unten ist einer. Oh, aber das Knackbrot. Einer schwimmt rüber. Habt ihr den auch? Boah, es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer, wir gewinnen das Ding jetzt. Das rocken wir. Wir sind richtig gut, Jungs, was ist da los? Mehr wie Rammstein, kommt. Mehr wie Rammstein rocken wir das jetzt. Da musst du einen anderen mitnehmen.
Ich stelle mir gerade wirklich so Anlauf von einem Rammstein-Konzert vor. So eine Ente auf einem Rammstein-Konzert. Die so niedergetrampelt wird in der Meute. Ja. Eine Ente auf dem Rammstein-Konzert. Und dann noch so Headbang, weißt du, so eine Headbang-Ente. Ja, das war süß. Aber ich fand schade, wie Andrew die Ente von dem Autos weggemacht hat. Ja, das finde ich. Er hat es ja nicht nur weggemacht, er hat das komplette Skript gelöscht. 15 Minuten Arbeit in Gulli runtergespielt. Aber ich habe schon gesagt, es kommt irgendwann mal setze ich dem eine riesengroße 3D-Ente aufs Autohaus. So, kennst du diese Quietsche-Enten? So eine setze ich ihm drauf. Ja. So direkt aufs Autohaus drauf, aber riesengroß, dass es jeder sehen kann. Und die kriegt er dann nicht mehr so leicht weg. Ui, guck! Epischer Sieg! Yeah. Weißt du, was das Geile war? Wir haben jetzt einen epischen Sieg gemacht und haben die ganze Zeit gequatscht. Ja. Das gut, dann machen wir nochmal eine Runde, ich hab's versprochen. Ja. Bereit machen. Ich hab bereit machen oder zurück zur Lobby. Ja, bereit machen. Das ist chillig jetzt mit dem Bereit machen. Hm. Oder hast du das eigentlich mitbekommen, dass Kapitel 2 Season 3 dann Fortnite einen Krieg mit Apple gehabt hat, also Epic Games einen Krieg mit Apple? Ich hab mitbekommen, weil die irgendwas in der. Im App Store müssen ja Gebühren abdrücken und das haben sie versucht irgendwie zu umgehen, oder? Mhm. Ja, also zumindest Epic Games hat es ja. Ja, das ist bei Apple so ganz wichtig, dass die ihre Gebühren bekommen im Apple Store. Also ich muss sagen, jetzt mal so wirklich, ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von Apple. Kann man nicht sagen, was man will, aber ich bin auch schon dafür, dass man halt die Gebühren schon bekommen muss. Du, ich denke mir, ich habe das überall Gebühren. Ich hab hier, wenn ich Superchat habe oder wenn ihr sich ja VIP bei mir gönnt, dann sind da auch übelste Gebühren bei YouTube und ich reg mich auch nicht auf. Weil ich denke mir so, das ist trotzdem, ich bin trotzdem dankbar so für die Plattform, weißt du? Ja, generell. Ich meine, du bist da jetzt gerade ziemlich gut dabei, muss man schon sagen. Ja. Weit zu die 1 Million ist da auch nicht mehr. Das stimmt, ja. 4000 fehlen, das ist nicht mal mehr 4000, also abonnieren und Blog aktivieren. Ja. Jetzt erstmal Werbung für Xur machen, alle. Ja, erstmal alle einladen. Erstmal alle einladen. Creative Xur ist der Beste. Oh geil, es gibt einen UFO-Emote. Ja, warte, den hab ich auch noch. Will ich auch haben. Ja, den gibt's leider nicht mehr. Ja, schade. Aber guck, ich hab ihn noch. Geil. Das ist echt geil. So ein Enten-Emote, wo man mal auf eine Ente reiten kann, ist doch auch mal voll süß. Also die reitende Ente. Weiß man jetzt eigentlich schon von Zockerbrot den Namen? Das habe ich gar nicht mitverfolgt. Nö. Nee, es ist immer noch so, dass die Leute nicht genau wissen, wie sie heißt. Auch viele denken, sie ist Anna. Die Anna? Gute Anna. Die Anna Chantal. Genau, Chantal glauben sehr viele, weil wir immer Chante sagen. Ja. Warte mal, wie heißt nochmal? Oder. Lass nochmal Shifty. Irgendwie Shifty, das ist immer. Nochmal gewinnen, dann nochmal eine Runde. Dann nochmal eine Runde, wieder eine Runde. Ich kann gar nicht die Donations lesen. Ich komme ja gar nicht dazu. Vertrockt sind oder was? Ja, nee, weil ich mit euch gerade rede. Das ist immer blöd dann. Ja. WCW, ihr hört das ja. Ich habe keinen Bush to Talk mehr drin. Ja, ich meine, ich bin ja gerade eh die größte blaue Tasche gefühlt. Ja, die passt. Christian, die Leute wollen eh, dass man viel redet im Stream, von dem her passt das ja. Ja. Ich meine, ich kenne es selber. Bin halt selber ein bisschen unterwegs, ne? Ich mache jetzt keine Eigenwerbung. Ja. Ach so. Ich mache jetzt aber keine Eigenwerbung, das wäre sehr los. Ach, schau, wie nett. So. Wieso soll ich denn, ne? Ja, es gibt schon Leute, die das machen so. Ja, aber es ist nicht meine Art. Ich kenne das selber. Auf Twitch oder auf YouTube? Twitch. Streamst du jetzt gerade? Nee, jetzt gerade nicht. Ich habe extra für dich meinen Stream ausgemacht. Extra für dich. Echt jetzt? Ja. Wie viele Zuschauer hattest du? Zwei. Okay, das ist süß. Das ist süß. Zwei Zuschauer. Ja, ich hab so gesagt, fängt, okay, ich geh jetzt. Und,
Ich war halt auch gerade so komplett überrascht, ich fall gerade in der Runde drin, wie du meine Anfrage angenommen hast. Das war echt krass. Da habe ich dann so gesagt, so, ja, Leute, ich gehe da mal, ne? Zwei Zuschauer. Ja, ja. Oh, das sind Leute bei mir. Anscheinend hat mich wer von den Leuten gefunden. Ja gut, wenn nicht schwer sein, wie heißt du denn auf Ding? Sag doch. Jetzt mach mal Soll Werbung. Ich sagen? Ja, mach mal Werbung. Okay. Iron Boy Play, also Iron_Boy_Play. Okay, mal vorbei. Twitch. 96 geboren? Ja, was, ne? Achso, Level 96, ich dachte, das gehört zum Namen. Ich dachte mir gerade, weil hinten steht, ich habe es gelesen, Iron Boy 1796 oben, da weißt du, das Level 96. Nee, ich bin nicht los. 96 geboren, man merkt mir jetzt gleich nicht an der Stimme an, aber ich bin halt ein bisschen jünger. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, junge Stimme so für nee, ich bin 13, also älter. Das ist halt, ja. War 13? Ja. Ja gut, da war schon im Stimmbruch jetzt dann, gell? Ja. Dieses Jahr kommen alle rein. Kommen, oder? Danke für eure... Oh, jetzt kommen sie alle rein. Jo, gut. Gerade ist ein Stimmbruch gekommen? Nee, schon länger. Oh, gut. Auch nicht schlecht. Alter, jetzt schaut's durch hier. Bist du deppert. Danke. Warte mal, auf wie. Warte, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie viel ich gerade bin. Ja, 200 geknackt, danke. Süß. Erstmal die 200 geknackt, Alter. Nee, ist das für einfach dann 5 Zuschauer, Bruder. Alter, ich schwör. Dann kann ich mir vielleicht auch mal meine Affiliation abholen. Dann kann ich mal vielleicht mal endlich meine Kanalpunkte reintun. Ja, musst du schauen, mit 13 schwer. Musst du Mama und Papa fragen, glaube ich, mit dem Alter. Tatsächlich sogar. Ja, ist wirklich so, gell? Oh. Die schreiben mal gerade alle in meinen Chat rein, obwohl ich das mal kenne. Warte, auf wie viele Teams sind wir? Alter, ich bin gerade fast bei 300. Alter, dreht doch nicht so durch. Das ist mal Push auf hohem Niveau. Digga, ich war gerade bei 160, jetzt kommen alle rein, ich bin fast bei 300. Ja, das mal vorgepusht. Ja, ich bin gerade ziemlich sprachlos. Von oben schießt irgendwer? Vom Berg runter? Leider sehe ich den nicht. Wenn ich dich schon schaue, seit der Corona-Zeit schaue ich dich halt wirklich jeden einzelnen Stream, jedes einzelne Video, was du rausbringst. Das ist halt krank. Der Eck da oben. Wie viel haben wir jetzt? 352, Alter, es dreht hier gerade wirklich durch. Ich geh jetzt auch live, ey. Jetzt muss ich einfach gerade mal live gehen, das ist ja, mach mal. Ja. Nutz das aus, solange du kannst. Jetzt wird gemolken. So, jetzt wird gemolken, ja. Jetzt kommt andere die Entenmilch. Aber pass auf, die Dings kommt, die Zone. Ja, ja. Dreht doch nicht durch. Einfach zu viel Genuss hier gerade. Jetzt zerstört ja alles gerade komplett hier. So, die Zone ist sehr gut, wir müssen jetzt rein. Hallo, mir geht's gut. Problematisch. Ich fühle mich gerade ziemlich geehrt, muss ich sagen. Passt doch. Generell, dass ich auch mal mit dir zocken darf, das ist einfach auch so. Das ist halt sowas, da dachte ich mir so, nee, bevor ich 18 bin, kann ich eh nicht mit dir zocken, weil ich halt noch ein bisschen warten muss für RL, ne? Das ich hab 16 jetzt schon seit, das ging so wenig mit. Ja, was? Ich hab mich auch gerade versprochen, ich weiß eh, aber. Ja, danke, ich bin fast in die 500. Ich werd hier gerade hochgepusht, wunderbar, so kennt man's. Mein Twitch ist eh geil zum Streamen, aber. Yeah, yeah. Bei mir ist das Problem, bei mir würden sich die Leute aufregen, wenn ich von YouTube auf Twitch auch wechseln würde. Ja. Weil ich auch verstehen könnte. Oh, da ist wer bei mir. Ihr habt einfach alle die größte Ehre. Ne, danke. Ja. Ich bin doch richtig. Nichts zu tanken, das sind die Leute, die müssen danken. Fast die 500, Alter. Fast die halbe Million. Ja, genau, halbe Million. Die halbe Million? Ah, jetzt fängt's aber an hier. Ja, aber Digga, fast die halbe Million jetzt hier. Nee, fast die halbe 1000.
Oh. Kann man dich irgendwie dazu bringen, dass du einen nicht aus der Freundschaftsliste löscht, weil ich... Ja, wenn man ein Spiel mit mir gewinnt. Ja, okay, das heißt ja. Ich... ich werde dich nicht löschen. Oh, danke. Oh, cool. Ja, mach das ich halt so, die das Game gewinnen, die lasse ich drin. Ich, aber ihr müsst euch vorstellen, bin nie in Fortnite. Ja, 490, kommt, jetzt haut noch die 10 raus. Ja, komm, wir haben es bald. Leute, kommt, haut rein. Alter, hier geht's gerade ab. Diese Follower-Einblende, die will das wahrscheinlich noch 2 Stunden lang durchrascheln wegen euch. Sag mal, ist die M4 weg? Ey, jetzt no joke. Ja, 500. Alter. Gibt's keine M4 mehr? Natürlich gibt's noch, glaube ich. Ist sie aber jetzt mit Aufsatz, oder? Hallo? 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 Hallo, ja. Ja, hallo. Jetzt oh, die Zone. Und da drüben rennt jemand. Aber erstmal in die Zone. Ich bekomme einfach gerade den größten Ding Deutschland. Erstmal Rapschen Ding. Bitte kommt in die Zone, ich reck fast. Huch. Alter, ihr dreht hier doch gerade alle durch. Ich schwöre, ich habe einmal einen Raid bekommen von 75 Zuschauern. Davon sind 7 da geblieben, also haben 7 Follower da gelassen. Und circa so. Davon sind dann nur noch so 2 reingekommen. Und was ja, aber beim halt Pushen muss man aufpassen, das ist eh normal. Wenn du bei... Oh, da ist wer. Blech ist auch da! Also ich glaube, 550. Alter, ihr übertreibt ja komplett. Beim Pushen ist halt immer nur Scheiße. wenn du ganz, gibt auch es gibt auch Kanäle, die komplett tot sind, weil die einfach immer gepusht wurden. Und dann guckt die keiner mehr Twitch nach ein paar Jahren. Das ist leider das größte ja, Problem. Ja, Twitch denkt sich auch gerade nur so, Alter, ja genau, Digga, schalte doch alles ein. Twitch wird erstmal einen schönen Bann raushauen, wegen Botte. Twitch denkt sich auch gerade nur so, ja, alles Fake-Accounts weg. Ja, alles gebottet hier. Ja, ja, natürlich, ne? Komplett full mit Muni, wirklich? Krass. Alter, es dreht hier einfach gerade alles durch. Weil es über Battle 600 und was? Ja, 570 sind wir gerade, Alter. Ihr dreht doch gerade alle durch. Oh ne, ist das da, wo die ganzen Dings kommen? Scheiße. Ja, der Ultra-Gamer war der Erste, der mich gefunden hat. Der Erste. Also, es sind unsere. Ups. Aber wir sind komplett lost gewesen. Jetzt ist vorhin auch alle Discord. Ihr müsst alle zu dem Haus mit dem Flachdach. Ja, das Flachdach. Das Leberkäse-Flachdach. Oh, ich halt die ganze Zeit in ein Discord-Sound, weil es gerade alle reinschauen. Alter. Es gibt einen Sound bei Discord, wenn du reinjoinst. By the way, die Zone kommt und ich bin wieder komplett lost. Ich habe meine Sound alle an. 600 Follower, also ich war vorher bei 160, jetzt bin ich bei 600. Schönster Tag des Lebens. Schönster Tag des Lebens, ich kann mit Xion zocken, ich habe jetzt meine fast 1000 Follower erreicht, ne? Ich gehe in Rente. Piemonte. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr in die Zone, kann das sein? Also ja. Ich bin schon fast in der Zone. Also ich habe, Soll ich jetzt einen Battlebus abholen, Alter? Ich schwöre, soll ich die Follower-Listen dann nachher alles noch vorzulesen, weil das mache ich ja auch immer, das wird dann noch ein Spaß. Das kann dann lange dauern, ne? Ich glaube, ich werde jetzt dann 2 Stunden oder mit verbringen, den Namen vorzulesen. 255 Zuschauer, what the hell? Oder mehr. Ich scheiße mich gerade ein. Ah, da ist der Battlebus. Alter. Ich scheiße mich hier gerade Retalk ein. 37, 35. Also ich wusste, 33. Ich konnte mir schon mal vorstellen, dass ich mal mit dir spiele. Aber dass es dann so dazu kommt, dass ich dann so einen Support bekomme, Alter. Ja, das geht schnell.
Ja, ja. Ich meine, du hast 900.000 und hast so circa um die 9.000 Zuschauer. Ja, jetzt 4.000, weil ich heute Fortnite spiele. Ja, ja. Ist eh klar, ne? Die meisten sind eh nur da wegen RW. Ja. Ja, die meisten, leider. Die Hälfte. Leider, das sind dann auch wieder die Leute, die halt wirklich nicht aktiv sind, ne? Ja, ne, es gibt halt Leute, die bockt halt nur GTA 5, das kann ich halt auch nachvollziehen. Ja. Aber, ja, nee. Gibt dann Leute, die schauen mich wegen der Person. Mir ist das scheißegal, ja, was ich streame. Das mache ich. Das mache ich zum Beispiel. Ich war jetzt bisher in jedem Stream drin. Boah. In jedem? Seit wann bist du drin? Seit wann bist du Abonnent? Seit 2020. Achso, eh noch nicht so lang, 2 Jahre. Dann kennst du meine Fortnite-Zeit ja gar nicht, oder? Wie du Fortnite gespielt hab. Ja, ich sollte mal ein bisschen mit Discord bearbeiten, weil es schreiben halt gerade wirklich User rein, wo sie nicht reinschreiben sollten. Das ist halt gerade, ja. Das spammt mal in Discord zu. Warte, ich geh mal kurz. Na, apropos, nee, wenn ich jetzt in die Community-Besprechung reingehe, Alter, dann bin ich erstmal richtig weg. Hat wer von euch ein Medikit oder sowas? Nee. Ja, wie viel habe ich denn gerade? 661, Alter, es geht hier gerade ab. Das wird dann nachher mal ein Spaß, die ganzen Follower vorzulesen. Du möchtest mir doch sicher darin Gesellschaft leisten, oder? Gut. Hä, bitte wo? Verdammt. Dein Follower vorlesen, du nimmst die Hälfte und ich nehme auch eine Hälfte. Ja, ich darf noch Donis vorlesen. Ja, okay. Ja. Dann mach mal einfach einen Deal, du nimmst mir mit Follower vorlesen und ich helfe dir mit Doni vorlesen. Naja, 600 natürlich. 600! 600 Leute einfach vorlesen, hat da viel Spaß. Aber wie viel waren es jetzt, die dazukommen sind? 200, 300? Mehr. 405. Er müsste mir mal helfen. Scheiße, von wo? Alter, jetzt wirklich alle Antilo, die jetzt gerade reingekommen sind. Hilfe, ich bin in Gefahr. Bus. Bitte helfen Sie mir. Oh nein. Stirb nicht. Das Leben lohnt sich. Ah nein. So eine Schäse jetzt aber. Ja, Mann. Muss ich ganz schön weg. Au, und das war's. Nochmal down. Der finisht mich. Alter. Leute, übertreibt. Ich fühle mich gerade geehrt, aber übertreibt mal nicht so. Alter. Das war's. GG. Warte mal. 7. Platz. Das kommt gar nichts mehr. Ich glaube, ich hab's überstanden. Zurück jetzt, zur Lobby. Jetzt, warte mal. Jetzt kommen halt gerade noch die ganzen Follower-Dinge rein. Geschafft. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Vorlesen, Prinzessin. Ja, danke, werde ich haben. Hä, hey, habe ich den Battle Pass bekommen? Warum krieg ich Sachen? Ja, weil Leute können dir was schenken. Hat mir jemand einen Battle Pass geschenkt? Ja. Nee. So ist auch schon. Da steht doch immer, hol dir den Battle Pass. Muss er immer noch kaufen, steht da. Ach, keine Ahnung. Den Battle Pass muss man halt mit Echtgeld schenken. Ah, okay, ja, bitte schenkt den mir nicht, danke. Gut. Mit Echtgeld, nicht mit V-Bucks. Dann war's das und vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, dann danke für den guten Support. Wenn du mal wieder da bist, na, dann lade ich mal bitte ein. Jawohl. Ich bin da bis morgen noch nicht fertig mit dem Vorlesen. Jawohl, viel Spaß bis morgen. Danke fürs Erlernen. Kein danke. Problem. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, da haben wir uns ein Dings gegönnt. Da haben wir uns jetzt aber einen schönen royalen Sieg geholt. Also so tief gesunken. Das ist, Bruder, John, du hast sowas von recht. Ich bin so hart tief gesunken, dass ich wieder Fortnite spiele. Das erste Mal nach 2 Jahren. Ich sollte eigentlich, ich schäme mich gerade echt zutiefst, dass ich Fortnite spiele. Ich schäme mich gerade wirklich. Heftig, ne? Heftig. Nach 2 Jahren. Du hast einen Siegschirm. Ach so, okay. Vom letzten Mal. Weil wir zurückgekommen sind, das kann sein. Weil ich einen epischen Sieg hatte. Einen epischen hatten wir. So, jetzt muss ich mal ein bisschen vorlesen, sonst fällt das wird nichts mehr. Ich habe nicht vorhin anscheinend was von. Dings hätte ich vorgelesen, mal schauen. So, heute wieder Fortnite für Fortnite. Schau natürlich, weil du bist wichtig und nicht das Game. Von Lala XD vor 2 Stunden, jetzt habe ich es endlich gefunden. Kuss geht raus an Lala XD, sorry, dass ich jetzt das vorlese. Aber du weißt, ich bin manchmal echt ein bisschen
bisschen blöd, was das Vorlesen betrifft. Demon Flo, kennst mich noch. Viel Spaß bei Fortnite. Echt aktiv. Dankeschön, Demon Flo. Ja, kenne ich noch. Und Luma Gaming fragt, ob wir Duo zocken. Ja, wir spielen ja gerade hier, ja, öffentlich nicht, aber random. Soll ich mal Randoms eindingsen? Rückfällig geworden mit Fortnite? Nee. Danke, dass du es einsiehst. Ja, ich sag dir mal Folgendes, Schott. Ich muss dir mal was sagen, ne? Fortnite, ich habe damit aufgehört zu zocken, weil es wirklich nicht mehr spielbar war. Weil ich keine Lust mehr auf dieses Spiel hatte. Und es mich so angepisst hat. Und dann habe ich es ja nicht mehr gespielt. Und dann kam ja dieser Epic Strike. Und dann war ich richtig mad auf alles. Hab ich's nicht mehr, ich habe es 2 Jahre nicht angefasst. Aber ich muss sagen, jetzt, wenn du so mit ein paar Leuten spielst, macht schon Spaß. Aber halt nicht so krass wie andere Spiele. Es ist aber unterhaltsam, doch. Es macht schon Spaß, aber es ist jetzt nicht. Aber ich schäme mich schon. Ich schäme mich richtig. Richtig hart am Schämen, dass ich Fortnite spiele. Traurig, was es mir geworden ist, dass ich das jetzt mache hier, so ein Livestream. Aber dem Meme sei Dank mache ich das hier. Meme sei Dank. So, soll ich jetzt nochmal random durchgehen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. So, warte ich schon nochmal. Tempo 80. Wie siehst du eigentlich dazu, wie stehst du eigentlich dazu, falls andere, die ein Projekt besitzen, auf RLO möchten? Ist kein Problem. Und solange sie keine Werbung machen, ist es kein Problem. Marcel 2008, danke für den Euro. Grüß geht draußen. Marcel 1908, danke noch für den Shiba-Sticker. Quenig 181, danke für Subfan. Andreas, hallo Xion, bist der beste YouTuber. Würde mich freuen, wenn du mal FN oder GTA 5 spielen könntest. Also, ob wir mal. Ja, ich sag halt gerade random, ne? Ich zu gerade random aus. Serukan, dankeschön für den Euro. Benziner, gut gehen lassen. Dankeschön an Benziner für 2 Euro. Der Lofi, zock mal auf Family Life, da wo die anderen YouTuber sind und guckst du jetzt ASI-TV an. Feier dich, Kuss. Beides nicht. Beides nicht. Family Life, warum soll ich Family Life spielen, wenn ich Real Life Online habe, so irgendwie? Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht warum. Und jetzt ASI-TV gucke ich nicht, aber ich weiß, wer das ist. Habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, der hat mich mal angeschrieben wegen der Facecam damals. Der ist doch dieser Nussknacker, oder? Jetzt ASI-TV. Weil der hat mich damals angeschrieben, ich das mit der Facecam mache. Und der hat ja diesen Nussknacker, glaube ich, anfertigen lassen dann für dieses Programm hier. Snacks, danke für den Euro. Aber gucke ich tatsächlich nicht. Buddy 1 zu 7er. Jetzt kannst du mal eine Anfrage schicken. Ich schicke keine Anfragen, mir kann man eine Anfrage senden und ich nehme dann halt irgendwelche an. Damit jeder dieselbe Chance hat, mitzuspielen. Ian TV, was habe ich verpasst? Alles. Pizza Bagger Tobi. Du spielst wieder Fortnite, erstmal deabonniert. Spaß, Kuss geht raus. EZZ für Fortnite, Dankeschön. Der RTX, mach eventuell so Freundschaftsanfragen an aus, dass alle joinen können. Alles Gute nachträglich. Dankeschön, wünsche ich dir ebenfalls. Janik Berwald, haben wir das vorgelesen? Ich glaube, das habe ich vorgelesen. Darius Denke, danke für den Euro. Patrick Steinbach haben wir vorgelesen, genau. Das haben wir alles vorgelesen. So, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ein Sticker oder sowas? Dass ich das noch mal alles durchhabe hier, bevor ich jetzt durchstarte. Marcel 2008, danke für den Euro. Serukan, danke für den Euro. Caro Killer, danke für den Euro. Dann Snacks haben wir vorgelesen. INTV habe ich vorgelesen. Pizzabäcker Tommy vorgelesen. Der Killer, bla bla bla. Alles vorgelesen. Ich nehme keine FAs an von Leuten, die donaten. Ich möchte, dass jeder gleich die Chance hat. Bei mir gibt es keinen Pay to Win. Wieder Leute machen auch so Gewinnspiele, wo du, wenn du donatest, wenn du mehr donatest, irgendwie mehr am Gewinnspiel was bekommst. Sowas gibt es bei mir auch nicht. Ich möchte einfach, dass auch jeder dieselbe Chance hat bei mir. Ich heiße CY. Ja. Da wollen sie auch, dass ich sie alle jetzt adde, gell? Wäre zwar schön, aber leider nicht einkaufbar mit einer Donation, Leute. Leider nicht. Paul Kompa, haben wir schon vorgelesen? Ja, doch, habe ich vorgelesen. Ja, gut. Bin ich alles durch, perfekt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Gut, dann schauen wir wieder, wer noch alles da aktiv dabei sein möchte. Ich gehe jetzt einfach, den Spongebob-Typen, den Melonenkuchen, werde ich einladen. Ah, nicht Spongebob, der Melonenkuchen war das jetzt, ne? In Gruppe einladen, weil die habe ich vorhin schon gefunden. So, jetzt schauen wir nochmal. Wer ist in meiner Freundesliste? Wer möchte rein? Den... Ist das der richtige Melonenkuchen? Ich hoffe. Ja, hallo. Hallo, ist das der richtige Melonenkuchen von vorhin? Ja. Okay. Wir haben noch nicht gespielt, ne? Wir haben noch nicht gespielt. Jawohl. Da bleibst du drin. Nehmen wir den Saftfox, so fischel den immer an. Ja, mach das. Mr. Wiesi nehme ich an. Ja, schauen wir mal, ob die hier Zeit haben. Mr. Wiesel. Gruppe einladen. Saftfox. Ich hole schon seit 2019. Ja, bitte? Ich hole schon seit 2019. Seit 2019? Ja. Auch nicht schlecht.
Also herzlich willkommen hier beim Autohaus. Stimmt, dieser Paludentyp war noch. Stimmt, den kann ich auch nochmal einladen. Ja, das war ich, das war ich. Ach, das war's. Ach, warum heißt das Melonenkuchen? Achso, wegen ich bin auf Xbox, deswegen. Ach so, ich bin so verwirrt. Ja, perfekt. Na, dann passt das. Ja. Das ist Saftfox. Ich bin gerade eingeladen. Saftfox auch dabei. Er redet nicht, perfekt. Finzab. Man kann keine Anfragen mehr senden. Ah, okay. Meine Anfragen sind voll. Doch, doch, ich kann reden. Alles gut. Ah, ja, nee, kein Problem. Bevor man sich doppelt hört. Weil irgendwo höre ich mich doppelt. Ah! Ich glaube, beim Melonenkuchen. Keine Ahnung. Bei irgendwem höre ich mich doppelt. Keine Ahnung. Ich höre mich auch doppelt. Ich höre mich auch doppelt. Okay. Vielleicht bei Saftfox? Keine Ahnung. Der Torben Schwarz mit 5 Euro. Dankeschön an Torben Schwarz. Gut, da muss ich später nochmal die Dings durch. Aber da kommt eh einer nicht in die Lobby rein. Das heißt, ich mach mal Freundschaftsanfragen aus und nochmal ein. Das war damit gemein mit Freundschaftsanfragen. Anonymitätsmodus. Jetzt hat dann auch die ganzen Anfragen rein. Wir können auch Anonymitätsmodus machen, aber es ist halt. So, niemand anwenden. Jetzt wieder alle anwenden. Schauen wir mal, ob jetzt wieder neue Anfragen reinkommen. Ja, Leute, Freundschaftsanfragen ist wieder offen. Wir können wieder senden. Null. Vielleicht hat sich das gerade aufgehangen, weil so viele gekommen sind. Ja, doch, bei Melonenkuchen hört man sich doppelt, sehe ich gerade unten. Ja, ich auch. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber. Hast du Headset? Ich höre Headset, ja. Kannst du es uns mal leiser machen und schau, ob es angeht? Ja, besser? Test, Test, hallo? Keine Ahnung. Ja, ist immer noch doppelt. Ja, leicht, keine Ahnung. Leicht, ja. Nicht mehr. Sonst so leben wir damit. Das haben wir heute eine Rückkopplung. Ja, ja. Ich krieg keine neuen Anfragen gerade rein. Also entweder ich mache was falsch oder ich hab was wieder falsch umgestellt. Dieses Spiel macht mich komplett fertig. Ja. Nee, ich glaube, das hat sich aufgehangen mit den Freundschaftsanfragen. Ich krieg keine mehr rein. Ich glaube, es gibt ein Limit an Freundesanfragen. Ja, gibt es. Das ist auch so. Nee, weil jetzt sind die alle draußen. Jetzt kriege ich keine neuen mehr, weil irgendwer hat gesagt, ich muss mal umstellen auf alle und dann wieder zurück. Und jetzt habe ich es gemacht und jetzt kriege ich keine Freundschaftsanfragen mehr. Perfekt. Ja, erstmal Fortnite zerstört. Ja. Du hast zu viele Anfragen offen. Das heißt, ich muss alle Anfragen bearbeiten. Nee, oder? Aber ich habe die jetzt alle draußen. Oh, du musst einen ablehnen. Der erste wieder reinkommt, den kannst du annehmen. Ja, aber weißt du, was der Scheiß halt ist? Ich hab hier keine Einladung mehr drin. Das ist ja das. Bei mir steht 0. Ja. Weil ich auf ausgegangen bin, jetzt wieder auf an. Du hast zu viel. Soll ich mal einen annehmen? Ja, sonst zieh irgendwen rein. Weil ich habe jetzt hier probiert, noch einen hinzufügen und der ist gerade nicht da anscheinend. Ich nehme mal irgendwann jetzt raus und lade ihn ein. Jawohl. Ich nehme mal den hier an. Ja, dann. Schade, Marmelade. Fortnite neu starten steht. Du musst auf annehmen. Ja, auf annehmen wäre cool, ne? Ich meine, ich könnte sonst Black Cap dazu tun. Oder Valvoy. Sind im Launcher. Schauen wir mal. Wer schneller ist, darf mitspielen. Die bin ich in der Freundesliste. Ich schau einfach mal, vielleicht kommen die rein. Jetzt flappen die alle rein hier. Ja, bei mir auch. Geht's aber jetzt richtig los. Ich habe einen gefunden hier. Lade ich jetzt mal ein. Wobei sie in einem Launcher drin, die spielen kein. Ach, wir sind Depp, die spielen keinen Fortnite. Das ist der Sound. Torben Schwarz hat für den Sticker. Vielen Dank, Torben.
Und schon David. Damen, danke für 90 Cent. Die 1 zu 7 Bande ist da, guck. Was geht, Digga? Was geht? So, das schaut mal durch. Bruder, für 1 zu 7. Der 1 zu 7, schöner Rock. Ja, ja, sehr schön. Schalte Anfragen an und dann auf Annehmen. Ja, ach so, ich muss auf an. Ja, habe ich doch auf angestellt. Das ist ja der Scheiß. Warte, ich kann das nochmal probieren. Chat, also mein Chat sagt mir gerade, wie das hier funktionieren soll. Ich habe ja auf alle. Also nochmal auf Anwenden, niemand und nochmal auf alle. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht mit den Anfragen. Ja, funktioniert trotzdem nicht. Ich glaube, ich habe zu viele Anfragen reinbekommen. Du musst neu starten, ja geil. Seid ihr bereit? Wir sind schon in der Runde. Ja, scheiße, ich nicht. Lass doch mal raus. Warte, bis drei weitere Spieler bereit sind, steht bei mir. Ich geh mal aus der Lobby wieder. Ganz komisch. Ich kann mein Menü nicht öffnen. Hä? Digga, ich kann mein Menü nicht an. Hilfe. Ja, heute geht Fortnite down. Ja, ja. Hilfe. Warte, dann sterbe ich mal kurz an Fallschaden. Nochmal. Ja, Leute, dann starte ich später neu den Ding. Mach ich dann. Im Chat. Alter, was ist das denn für ein Teil? Frag es gar nicht. Hallo. Das ich hab noch besseren Skin hier. Oh, oh mein Gott. Mach nicht der. Nice, er hat mich gekillt. Ich mach den besten Skin mit seinem Leben. Schau mal, welchen ich nehme. Oh. Was ist so ein ganz seltener Skin, den ich hab? Nein, ich hab Fortnite beendet. Eigentlich jeder Iconic Skin. Iconic Skin, ja, eigentlich schon. Ja. Ey, dieser eine Typ bleibt mich 17 Mal jetzt auf Xbox ein. 18 Mal. Ich hab Fortnite beendet. Brrr, Digga. Wie schafft man das? Der arme Junge. Ja. Wer ist jetzt draußen? Also 107 Bande ist noch irgendwie in der Runde. Okay. Ja. Also ich bin Lobby. Wir sind, ansonsten sind wir alle drei in der Lobby. Mhm. Das hat man auf dem, bis er wieder da ist, oder? Mhm, können wir machen, ruhig. Jetzt ist er weg. Also ich nehme mal einen random raus. Wo Nummer 107 steht, da ist 107. Gut, dass du die ganzen Anfragen bekommst. Ja, ich nehme hier. Haben wir jetzt mal hergeholt. Der 107 nämlich. Wo ich die Benachrichtigung bekommen habe, dass Xion Fortnite streamt, habe ich mir erstmal die Augen gerieben. Ja, so ein Prank-Stream halt, auf entspannt halt. Dachte mir so, ich probier's mal. Es ist halt neuer 1-7er da, der Flo. Ja, hab ich mir 1-7er an. Und ich hör schon wieder einen knackenden Stuhl, perfekt, geh mal auf bereit. Ja, gut, das ist ja vielleicht auch meine Idee, ne? Ja, diese eine Person nervt mich gerade richtig. Oh ja, wenn du hier hinten den ganzen Knarzen hörst. Kneckenbrot. Ein schönes Skin, komplett Gold. Gell? Geil, geil. Deshalb knackt's doch so. Es knackt schon wieder an der Tür. Kneckenbrot.
Ein Knäckebrot mit Honig, bitte. Flachdach. Ein Flachdach. Digga, das ist das Haus mit dem Flachdach, Digga. Na, Dario. Also, Dario hätte heute auch mitspielen können, aber der spielt ja, Red Dead Redemption 2. Achso. Leider. Aber einmal die Chance gehabt, hier mitzuspielen. Ja. Und die nutzt er nicht. Und die nutzt er nicht, der Dario, ja. Das verzieht er gar nicht so richtig. Ui. Ich muss mal checken, welche Sniper verzieht und welche nicht. Es gibt anscheinend zwei. Ja. So, wo gehen wir hin? Oh, ich hab was gesetzt, da wollte ich nicht. Ups. Mir ist es egal. Mir auch. Gehen wir da zu dieser Villa am Ende. Ja, das ist doch gut. Das ist eine Tankstelle. Hä, das also waren doch die Villen damals hinten, oder? Das ist eine neue Karte. Oh, nee. Okay, dann gehen wir Camp Cuddle. Ist okay. Ja. Also komm ich auch in die Stadt. In diesem großen Haus da. Du gehst zur Stadt? Warum? Nee, ich meine, wo du gerade markiert hast. Achso, okay. Ich dachte schon, gehst tiltet rein. Nee, nee. Was sind wir da? Flo, warum bist du in Level 1? Was ist denn da los? Ja, das frage ich mich eigentlich gerade auch. Gerade frisch Fortnite installiert für den Stream heute? Nee, nee. Ich spiele eigentlich schon länger, aber... So. Ich auch. Ja, ich war vor einer Woche das letzte Mal in Fortnite. Hab einen. Stopp. Ich finish. Ich finish der Croissant. Croissant. Perfekt. Kann sein, dass jetzt gleich eine ganze Meute auf mich hier oben zukommt, ne? Ja, das hätte ich mir ja schon denken können. Oder? Naja, könnte passieren, sag ich. Ich hier gerade gefinisht habe. Töten, oder? Ich war mal so nett und hab mal die Arbeit erledigt, dass der weg ist. Ja, mach das. Ja, ja, hab ich schon. Ist alles gut. Ja. Ja, ja. Und zur Sicherheit, was er seine Friends holt. Ich wurde gerade gesnallt und nicht gehittet. Ah, da kommt wer. Hab ihn. Perfekt. Und hinten schneibt irgendwer. Ah, da oben. Ja. Oh, hier ist auch einer. Ah, oh, guck nicht. Ja, wo? Da darf ich mal snipen. Und da auch. Down. Aufpassen, mal alle Shieldies. Der braucht alles Schild, ins Haus kommen. Ja, ich hab so einen ganzen Container. Ohne Moment. Ja, der macht eh full. Hab einen. Ah, da kommt wer. Glaube ich. Ja. Jeder Schuss geht daneben, perfekt. Läuft. Das ist cool. Ah, hinter dir. Hab ihn. Ja, ist dann. Leck, das ist ja 1000 grad gehabt. Brauchst du Sniper-Code? Ich habe eine, tatsächlich, danke. Ja, okay. Hab ich gerade einen Scar gefangen? Stimmt, wir im Ziel finden. Infrarot, oh, das ist geil. Das ich vorhin auch schon. Mhm. Gut, dann gehen wir mal runter, die Sachen farmen, die restlichen. Jetzt ist da eh nichts mehr. Ja, ich fall genau wieder da rein. Gut, und die M4 gibt's nicht mehr. Im Spiel. Ah, die ist komplett draußen. Ah, unten ist einer. Ja. Auch die Scar. Die gibt's auch nicht mehr, nein. Doch nicht die schöne Scar. Nur noch die MK7 und ein Thermal. Und die 3-Salben-Schuss. Na gut, die wäre eh scheiße. Ja. Gut, darf ich mal fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, heute Fortnite zu streamen? Ist Meme. Meme, ja. Einfach aus meme-technischen Gründen entstanden, weil ich wieder gesehen habe, Epic Games Launch habe ich runtergeladen und dann stand Fortnite installiert und ich habe es installiert und dann gefragt, ob ich spielen will. Oder ob ich es da sehen will halt, ne? 52% meinten ja, bitte. Tun uns den Gefallen. Ja, ich habe auch abgestimmt.
Apfel, ja. Dachte ich mir also, ja gut, wenn mehr als die Hälfte ist, dann spiel ich's, ne? Ja. Schon ganz lustig. So lange Spaß macht. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, macht's wieder Spaß ohne Bauen. Ja, das Bauen, das ist mir auch immer im Sack gegangen. Bleibt der Modus jetzt für immer? Nee, ne? Ich denke nicht. Doch. Also für die Season auf jeden Fall, aber für die nächsten wissen wir nicht. Ja, gut. Ich hab mich gefragt, wie ist Kurt auf die Idee jetzt erst kommt, Fortnite zu spielen, aber erstmal aufgefallen, ist ein Meme geworden. Das Meme war ja das, dass die Leute mal gefragt haben, spielst du wieder Fortnite? Ich hab immer gefragt, wann spielst du wieder Fortnite? Wann spielst du wieder Fortnite? Ja. Ja, das war das Meme daran. Und jetzt spiel ich halt wirklich wieder Fortnite. Deshalb heißt der Titel auch, wann spielst du eigentlich wieder Fortnite? Das ist der Grund, warum ich den Titel so gewählt habe. Uiuiui, da schießt der scharf. Dann am 30 tot. Passiert, perfekt. Ich hatte halt immer den Wunsch mit Xyon zu spielen und der ist einfach heute in die Erfüllung gegangen. Ja, ich muss ihn wieder mit. Den Weg. Jetzt ein Booster. Also sind die alle voll, perfekt. Ja. Ich bin alle, ich bin full. 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 Und falls der Schild braucht, ich habe noch 4 Splashies und 6 Minis. Ich habe auch 6 Minis. Ich bräuchte vielleicht mal ein bisschen eine Weitkampfwaffe. Braucht jemand so einen Schildsprinkler? Also keine Ahnung, wie es ist. Überhaupt nicht, dankeschön. Okay. Ich muss das mal sortieren hier. So. Ich habe gerade jemanden eingeladen, die hieß Pizza kaufen. Oh, kann man also die Hühner eigentlich umbringen? Bessere Namen habe ich noch nicht gehört. Ja, die kannst du töten. Was krieg ich davon? Fleisch. Und das kann ich dann zum Hochheben nehmen, oder? Ja. Ja. Okay. Ja, ich wollte es einfach nur machen, weil es das so ähnlich aussieht wie eine Ente vom Wald und dann. Der arme Anne. Anne. Chicken-Ente. Anne hat ja alles in seinem Stream, was entmäßig ist, gebannt, ne? Echt? Ja, ja, du kannst keine Ente mehr reinposten im Stream. Ja. Jetzt mache ich immer einen Truthahn rein, wenn er streamt. Irgendwann steht das auch mal auf der Blacklist. Aber auf Andels Autohaus wird wirklich die M3D-Ente. Ja, es kommt ja, wie gesagt, da mal eine fette Ente drauf. Das ja. Ich mir schon selber vereinbart, dass es mal kommen wird. War ja vorhin im Stream geredet. Neue Autos-Eröffnung auf 3.0, lass mal eine schöne Ente draufsetzen. Mhm. Vielleicht so, dass nur er sie nicht sieht. Das hat der andere schon gesehen. Nur die Ente nicht. Und dann diese Frage, sind sie auch diese Ente? Genau. Sehen sie die Ente auf dem Auto aus? Eine große, dicke Ente im Anzug. Genau. Ihr müsst mal so ein hier. So ein Entenanzug. Ah, das wär's. Mm, so eine richtig fette Ente drauf. Als Dienstkleidung. Ein Enten. Ja, ja. Autohauskleidung. Autohauskleidung. Jeder Mitarbeiter muss das tragen. Oder so ein Firmenwagen mit einer Ente drauf oder so. Ja. Gibt's schon. Am Abschlepper. An dem einen Wagen da. Da ist eine kleine Ente drauf hinten. Ui. Was? Aber die sieht man kaum. Das hat aber irgendwie uns gemacht. Also aber der lustigste Moment war immer noch, wo ich weiß nicht, wer es gekauft hat, aber diesen Abstecker gekauft habe. Du meinst die Tieflader? Ja, ja. Da müssen wir alle zurückgeben. Da hinten ist mir ein Auto. Auf Fliehzäunen.
Boah, ist der Malvisier ist geil. Oh, da unten fährt wer? Die Jungs, komm her. Hier, fahr zu denen. Kurt, kommst du? Muss ich reinrennen? Oder? Ja, wir fahren den jetzt. Oder was war das? Ist er unten oder oben? Drive-by, voll geil. Wo ist die Person? Wo ist er hingefahren mit seiner Fahr wieder hier hoch. Ich rausnehme tatsächlich. Jo. Das ist ja geil. Ne? Oder vorne ist einer. Ich war rein. Das wäre ja. Schon ausgestiegen. Ja, steig aus, ich gehe auf den Berg. Mach das. Versuche mal dahin zu fahren und die überfahren. Überfahren immer mehr. Ist tot. Ja, moin. Perfekt. Braucht ihr ein Jetpack? Hier ist eins. Da hinten ist Ande. Ich weiß nicht, soll ich das mitnehmen, das Jetpack? Also, Jetpacks sind nicht so stark. Außer du willst halt einen Vorteil haben. Das ist schon irgendwie geil, so ein Jetpack. Aber die haben dann irgendwann keine Dings mehr, ne? Die muss man dann. Ja, ja. Ich nehm's mit. Ich komm jetzt an. Die Zone kommt, wo geht's? Ich hab Ande geklaut. Ich hab Ande geklaut, guck mal. Oh mein Gott, er hat Ande. Der Ande. Ich hab Ande in der Hand. Heute kann er keine Autos verkaufen. Ja. Guck kurz, ich hab ihn in der Hand. Kommt hier rein in mein Autohaus. Guck mal zu mir. So sind wir alle? Ja. Ich hab geschafft, mal hier die Sonne. Ach, mein Freund wird mir das nicht glauben, dass ich heute muss. Ich glaub's auch nicht. Ich will soll ich mitten in der Sauna rein. Kann man damit durch die Wände fahren eigentlich? Geht das? Ja. Boah, ja, bestimmt, aber die gehen immer nur kaputt. Und manchmal. Hallo! Drive-in? Ich hier aussteigen. Die neue Garage. Oh, schau, noch nicht gemietet. Jetzt kannst du durch die Wände fahren. Warte, ich gehe. Kurt kann fahren. Echt jetzt? Oh, jetzt kann er oh, geil! Das ist ja geil. Jetzt geht alles kaputt. Oh, das ist ja nice. Komm mal hier hin, da ist die nächste Sonne nämlich. Ich kann einfach durch Steine fahren. Ja. Auf die Bäume? Ja, geil. Das ist ja geil. Da war es ein bisschen buggy. Ist auch vorteilhaft mit dem Baum. Da kannst du einfach. Oh, Rakete! Rakete! Oh, oh, aussteigen! Raus aus dem Ding! Oh mein Gott! Hau da vom Feuer, der macht Schaden. Der Feuer macht Schaden. Der Feuer macht Schaden. Wieder. Wieder. Oh, ich dachte, da oben wäre. Geht alle Highground am besten. Ja, aber da oben wird gefallen. Kurz. Echt jetzt? Ich sehe nichts da oben. Also hier wird nirgends gefightet, oder? Irgendwo wird gefightet. Aber nicht hier. Irgendwo. Wollen wir da drin aus dem Tower gehen? Da fahren wir. Ich geh da ungern rein. Ich geh ja, da ich nicht auch. Rein. Ich hasse das da drin. Okay. Ich, da sterben wir doch nur. Ich sehe da hinten wieder den rumgurken mit Jetpack. Aber wir könnten da nach oben fahren, oder? Ja, auf das Luftschiff. Ja, können wir machen. Auf die Seite. Ja, da oben ist aber wer. Aber wir können mal hoch. Ich hab ein Jetpack. Ah. Komm, hoch da. Lass mal in einer Gruppe bleiben. Nicht auseinanderlaufen. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ab halt. Ich nicht, spring einfach runter. Sind da drin? Das hier. Guten Tag, ich möchte das Haus mit dem Flachdach. Hier ist noch ein Jetpack. Man hier hoch, ja. Ja, wir müssen hoch, oder? Ich hab irgendwie gerade geschossen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite vielleicht. Negativ. Oh oh, die Zone kommt. Die Zone! Ich flieg hoch.
Also das Chatpack. So. Einfach da rein, hat zu fliegen. Wo fliegen wir hin? Erstmal auf den Berg wieder so. Da vorne ist einer. Vor mir. Oh. Ah ja, ich sehe. Ist bei mir. Boah, was schluckst du so viel? Oh, Alter, ich bin ganz knapp. Ich hab ein Auto. Au, hassen. Ah! Autsch! Oh nö! Die sind down! Ja, ich. Der Flug! Oh Scheiße, warum genau außerhalb der Zone? Ja, ich bin Kabel rein, Kabel rein! Yes. Hatte ich auch Scheiße, ja. Schneller! Ich lauf aber genau ins Auto, ich bin ja auch selber schuld! Also. Schaffen wir schon! Ja. Wird schon. Ich bin zuversichtlich. Irgendwie schafft man das. Okay. Stimmt, das Fleisch hier. Leben wir ein, nur noch 10 Leute. Hier ist noch ein Fisch. Zum Hirn. Wer braucht hier? Braucht irgendwer noch Blume? Ja, ich. Ich bin 50. Auf dem Berg, auf dem Berg! Wo? Auf dem gegenüberliegenden? Auf dem mit dem Turm. Auf dem Turm sind welche. Ist down. Willst du auf den Turm? Einmal angehittet? Der ist low, ich hab angehittet. 54, 94, Schild gezogen. Ah, die da oben hielen sich auch gerade. Ja, aber die werden gerade von allen Seiten. Die hielen sich gerade, Also, schieß mal die Wände ab, dass sie erst kaputt gehen. Ja, stark. Hat wer Raketenmunition? Nee. Doch, hab 3. 95, sind im Busch unten. Ja, die doch. Ist Auto explodiert? Ja. Da drin fliegt noch einer rum. Okay, vom Baum, genau, da kommt einer von links. Aufpassen, Zone geht rein, wir müssen runter. Da unten sind 3 Leute. Wo, unten? Ja, ich hab markiert. Ah ja, da vorne. Die laufen ja alle Richtung. Da vorne. Ich hab das noch, weil ich meinen roten Haus hab, wo der Loot ist. Unten am roten Haus, 3 Leute. Ja, gar nichts. Also, sowas ich auch nichts. Einer hat 95er kassiert. Einer Schildkrit, einer tot. Gar nicht. Gar nicht. Der eine hat kein Schild mehr. Ich werde angeschossen. Ich hiel mich hier hinten einmal. Ja, der Kurt, der geht pushen. Ah, scheiße, nee. Es ist wieder einer tot. Da ist noch einer. Wo? Zwei tot? Alter, ich bin grad so schlecht. Der letzte ist der letzte, der da oben ist. Alter, ich höre, ich bin so schlecht im Snipe, was ist denn los mit mir? Hauptsache Alter, davor, jeder Hit gesessen. Ja, der ist ein HP, glaube ich. Ja, oh yeah! Oh yeah! Epischer Sieg! Runde, ja, machen wir. Noch eine, ja, gut, machen wir. Ja, vorhin gesagt. Epische, der zweite epische. Ja, komm, noch eine Runde. Ja. Lass noch eine reinhauen. Das war so. Solange wir gewinnen, immer weiter. Alter. Ey, Hull bereit machen wir gut. So, Diego 1-7 ist bei mir VIP geworden. BG, LCO, ebenfalls VIP geworden. Oh, mein Saugroboter ist gerade angegangen. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Alexa, stell Timer für 30 Minuten. Jetzt müssen wir irgendwie sagen, Alexa, stell Timer für 30 Minuten. Alexa, das stell wär's. Timer für 2 Minuten. Der arme Saugroboter. Lala XD auch dabei, Next Level. Von wann kommt wieder Fortnite? Wann kommt wieder GTA? Das ist das nächste. Im nächsten Stream, wann kommt wieder GTA?
Ja, aber vorhin snipen ihn so gut und auf einmal hat er so nachgelassen. Ja. Aber zuerst, ich habe die ganze Zeit jeden gehittet mit dem Ding. Ah, jetzt will die Katze wieder raus, ich schwöre dir, ich habe nie eine Ruhe. Oh, der Arme. Der Arme Kurt. Ah, kenn ich, ich habe auch Katzen zu Hause. Ich habe einen Hund. Ja, das gibt's halt nicht. Du bräuchtest mal so einen Dienstboten, der was das alles für dich macht. Katze rauslassen, ja, ja. Saugroboter aufhalten. Hat funktioniert. Selbst kochen. Und voll gleich wieder zurück. So, Darkblade und Skipper, danke fürs Subfern. Ja, dann. So, wo gehen wir hin? Wieder nach Camp Cuddle. Jawohl. Aber ey, wir waren echt gut jetzt. Das hat richtig gut geschallert. Ja. Ich muss sagen, seitdem es jetzt diesen Baumodus nicht mehr gibt, ist es ja richtig easy geworden. Ja. Keiner baut mehr 3-Sterne-Hotel. Ich hab damals, was haben wir damals gebaut? Ein Lidl haben wir damals gebaut irgendwo. Handel und ich haben so richtig mit so Einkaufswegen haben wir hier gemacht. Ja. Den Stream kenne ich noch. Ja, ich auch. Der ist so alt gewesen. Gibt's ja nicht mehr. Ich hab ja alles gelöscht von Fortnite. Mhm. Ja. Ich glaube wegen hier Epic Strike, ne? Ja, ja, der Epic Strike. Ich kenne Xion schon seit 2018. Ich 2019. Ja. Ich habe am liebsten seine Karl-Heinz Videos geguckt. Ja, da kommen viele. Besten. Und sogar 3 Merch-T-Shirts von ihm. Cool, ich geh jetzt dir nach, ich vertraue dir. Ja, ich bin weiter unten. Oh nee, hier unten landen alle. Mit Fox. Ja, ich bin jetzt extra oben. Hab mir schon fast gedacht. Ich komm mal hinterher. Auch wenn ich angeschossen werde. Ach Gott, ich weiß den ganzen Schuss raus. A what for me? Der für alle oder für mich? Ach, keine Ahnung. Oh, da ist guter Loot im Haus. Selbst. Kommt wieder unten zurecht. Ich bin gerade oben. Oben ist hochgelatscht. Ich bin hochgelatscht, ja. Ich frag mich gerade, wie ich da hochkomme auf den Berg. Hier oben ist eigentlich ein Weg. Alter, ist das ein Bug? Ja, das, natürlich ist das ein Bug. Was soll denn die Scheiße? Was denn? Ja, nee, hier hat so ein Ding rumgebuggt. So. Ach komm, ich komm hier nicht den Berg hoch. Jetzt. Skadi hat schon wieder Thermalwiese, ich kann genau gucken, wo wer ist. Ja. Das müsste in den großen Haus da links gehen. Vielleicht kann da noch irgendwas Wichtiges sein. Jo. Hat der, da hat gerade das Haus angefackelt, nur so by the way. Ja, war ich. Also. Danke, ich brenne. Herzlich. Das ist eine Kiste, die kann ich dafür bestimmt holen. Meins. Hab ich halt wirklich bekommen noch. Willst du haben? Ja, Pump-Muni wäre nicht schlecht. Oh, ne neue Flinte. Kenn ich noch gar nicht. Cool, ich komm mal her. Oh, jetzt habe ich keine Flinte mehr. Aber ich hab was für uns. Nimm lieber nee, das. Nee, wir machen das hier. Ja, okay, mach das. Noch besser. Ja, alles sind hier. Was ist das denn? Oh ja, der Standard Dance. Ach, was hier noch was ist da los? So ein typischer Andeltanz hier. Die ja, richtiger Andel. Was gibt's noch für Andel? Hier ist ein Dogurt passiert. Ein Andel selbst in Fortnite Stream gemobbt wird. Unglaublich. Wenn er den Stream nachsieht, ne? Und der das denn sieht, wie wir ihn hier mobben. Ja, ja. Aber lass nicht wissen, wie der Enzo. Lass gerade die 3 Enzo. Muss er überspringen. Boah, schau mal, wie weit die Zone weg ist. Wir sind rüber. Okay, Jungs. Boah. Der latscht mir mal. Mal gleich mal rüber gehen, aber ganz schnell. Komischer. Ich hab das jetzt nicht gesehen, ne? Hier ist ein Boot. Ich hab eine Barrikade, wo mit dem Baum kam. Können wir alle mit dem Boot fahren? Ja. Ja. Was, sollte sie ausgehen. Alle rein. Und zack. Boost? Oh, geil. Sehr schön.
markiere schon mal, wo die Zone ist. Ja, die ist echt weit weg. Oh. Also Führerschein machen wir dann auch nochmal. Ich hab keinen Bootsführerschein. Leider. Über die Kiste. Wo ist die Air Force? Da fliegen sie recht dran. Und wenn so in die Mitte. Das ist ja in besten Zeiten. Hier ist Air Force. Hier ist Air Force Legende. Der fliegen sie rechts dran. Ich könnte mich hier schon anhalten, ne? Ja, können wir eigentlich laut schon. Scheiße drin. Ich suche AR-Munition und Schrotflinten-Munition. Ich hab auch nicht, ich hab auch nichts. Ich kann dir vielleicht Schrotflinte geben. Ja, aber auch keine. Ich hab immer Schrotflinten-Munition. Ich hätte 36. Ich hab gar keine. Ich hätte gar keine. Ich muss das wieder sortieren. So. Oh, da ist noch was drin. Ich hab's nach zwei Wochen geschafft, endlich mal LSPDFR richtig zu installieren. Ah, das crasht hier so oder so immer ab, das Ding. Ja. Das ist auch die besten Zeiten, LSPDFR. Ja, wenn du Plugins installierst. Das war auch so der Grund, warum ich aufgehört habe damit. Bei mir ist immer weggecrashed, ist das Spiel. Bei mir existiert das. Bei mir ist noch nicht einmal gecrashed. Einmal, weil ich ein falsches Ding installiert habe. Ich habe immer alles mit Plugins zugeschmissen, das ist weggecrashed. Kurz, ich baue eine kleine Base für dich. Komm hier hinter. Uns alle hier. Oder Weltkrieg hier. So. Gegner? Ja, gut. Jetzt brauche ich wirklich Munition. Geht doch. So was weiß ich hier mitzunehmen. Oh, ich hab nur 8 Schuss, ne? So, gar keine Munition. Für was? Für was brauchst du? Schrotflinte, Schrotflinte. Ja, hier, komm her. Hauptteile, hier. Danke. Das ist ein Sniper-Typ, der ist da oben. Da oben ist einer. Oh! Ach, oh. Ja. Wir müssen weitergelaufen, die anderen Gegner. Das ist so ein SPC. Wir nur finishen. Hier wird wer gerebootet, ne? Ja. Oh, wir müssen rüber. Ich Volltrottel. Oh, ich hab ihn eliminiert. Oh. Ich hab einen noch. Er konnte seinen Freund nicht rüber. Jetzt komm, jetzt komm. Aber der ist doch eine Wache, glaube ich. Das war kein echter Spieler. Ich hab gerade eine Wache umgebracht. Und ich hab mich so gefreut. Ja, sag dich. Sag Fox. Ja, ich nehm ihn ab. Jungs, ihr müsst rüber, Jungs. Jungs, guck mir das Air Force. Fahr, Fox. Mach's nicht besser. Ich helf dir. Oh, da wird scharf geschossen, Jungs. Oh Gott, überall sind welche. Ich hab einen. Ziehen wir mal schnell das Medikit. Oh nein! Oh, hier ist noch eine! Aua! Wo? Ich hab ihn. Ich hab einer down. Oh Gott. Das müssen, glaube ich, alle. Ja, wir haben ein ganzes Team eliminiert. Braucht ihr Medikit? Nee, ich brauch Blue Life. Was brauchst du denn? Ja, vielleicht ein Medikit. Gut, ich hab was. Ich hab ein Medikit. Ja, ich hab ja Medikit noch, ein komplettes. Dankeschön. Bitte. Wo bist du denn? Hier. Ich hier. Sniper. Hat wer Rockets? Ja, hab ich schon. Also die ist besser. Brauchst du? Ja. Take it. Hat wer Raketen? Ich glaube, ich hab welche. Muss ich gleich gucken. Ja, ich hab diesen Gangster. Werfer. Wobei, komm, das ist Schmutz. Schau mal. Was? Ich hab 4 Stück. Ja, okay, danke. Ich hab auch 3 Stück mit.
Es herrscht Stille. Ja, zu still. Sehr still. Sehr, sehr, sehr still. Oh nee, jetzt. Wir sollten halt nochmal in die Song gehen. Nee, auf jeden Fall. Und oh, dieser ein bisschen Skybase. Perfekt, ne? Skybase. Ich schieß mich das mit der Kanone nach vorne. Das geht. Jetzt scroll ich mal gerootet. Okay. Also hochholt wieder. Hui! Doof. Hallo. Traurig, dass wir keine Skybase bauen können wie Standard-Skill. Oh, stimmt, da müssen wir in einer normalen Runde denken, wie normal ist. Skybase mit der Community. Das ist hier eine? Das. Oh, wir können ja mal gucken, ob ja, ich. Ja, ich komme welche hoch. Hier unten sind welche hoch. Oh, Mist, wer? Ich weiß, ich bin auch durchgefahren. Komm, komm. Hä? Yeah. Ich kann gleich. Schießen ab, schießen ab, schießen alle ab. Der will uns töten. Der teleportiert sich zu uns. Bonnie ist Boss. Ja, deswegen. Schießen alle ab. Alle ab. Er ist tot. Kurt aus hier liegt. Kurt hat seine Lieblingswaffe. Ui, hallo. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Kommt wer? Alter, von wo? Auch von unten! Von unten? Ja, aber sowas von. Komm mal alle her, komm mal alle her. Uno. Habt ihr den gut bekommen? Ja, der. Hier ist ein Sprinkler. Ich kann auch splashen erstmal. Ich brauch. Ah, nee, ich brauch anderes Ziel. Hat der ein Medikit? Ja, nee, ich hab den noch. Das hier. Er ist auch ein Medikit noch. Habt ihr den unten noch bekommen, den einen Typen? Ja, haben wir. Okay, weil der hat mich richtig fett mitgenommen. Das ist noch ein Jetpack für dich. Gut. Jetpack mitnehmen? Ah, wobei, schon geil. Nehme ich mit. Lassen den ganzen guten Stuff kurz. Wollt ihr da schon runter, echt? Okay. Ja, cool. Können wir machen. Hier unten sind auch welche. Oh ja. Auch nur Bot. Nicht da. Ist viel gut wieder drauf. Ist wer. Alle Schüsse daneben, perfekt. Ich hab den in der Rebooted geholt. Einer ist wieder down. Von uns? Nee. Nein. Geht von uns. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt nochmal gewinnen? Noch eine Runde. Dann noch eine Runde. Oh, da vorne ist wer bei mir. Jetzt ein Zuschauer. Wo? Bei dem Haus da drüben. Immer noch da oder schon down? Nee, der ist immer noch da. Ich wurde fast gesniped, ich hätte verfehlt aber. Oh, ist gerade knapp. Er ist hinter dem Haus, hinter dem blauen Haus. Ich glaube, der hat so ein Ding gezündet. Ach so, da! Komische Bots, okay. Ah ne, das sind von uns welche, die tun. Das sind von uns welche. Ja, aber da war einer, der ist weggerannt. Das war nicht einer von uns. Aber noch ein anderer. Oh, ist ein Riss. Also, falls er den Riss braucht. Ist er noch da? Wir müssen zur Zone. Oh, ganz schnell aber. Oh, ich hab Dinge in der. Die ist weit weg. Weit? Oh, scheiße. Okay, ich muss die mal hochgeholt. Jo, wenn die hochgeholt. Och nee. Oh, bitte. Warte, schlecht. Also. Rennt. Ja, welchen Gegner nämlich? Rennt, McDonald's macht gleich zu. Sonst kommt Andel mit deinem Auto raus und überfährt uns. Andel mit seinen Chicken Nuggets. Ja. Will uns reinstopfen. In der, auf der anderen Karte gab es ein Auto aus, das hätte ja gut ist. Ja. Ach, Gott sei Dank ist hier so schnell die Zone. Da oben am Haus. Ist da wer? Ja. Eine Banane. Das ist gerade das Haus hoch.
Ich schieße eine Rakete, immer. Ich geh zu ihm. Ich hab ihn nicht genau. Nice. Ich nehme mal vor. Zone. Zone. Alter. Ja, so. Er hat um sein Leben gerade geschwitzt. Will ich sagen, wir sind wieder ziemlich schnell dran am Win, ne? Also, ja. Ja. Die ganzen Zuschauer, Mann, kann ich mitspielen. Also, ja. Tut es leid, ne? Sortieren so. Ist einfach zu gut für das Spiel. Ja, tut uns leid, wir sind zu gut. Hat irgendwer noch ein Medikit? Da ist auch einer. Ja, da vorne, ich sehe ihn auch. Da sind zwei sogar. Ich schieß mal da eine Rocket hin. Da ist auch jemand. Oh, da sind vier! Das sind ganz viele! Aber ich habe einen Hit kassiert. Das ist einer 1-HP, also der ist ganz, der ist 1 HP, glaube ich. Pass auf, der schreit. Einer ist down. Und jetzt kommt noch der Nibel dazu. Ich habe einen. Jetzt versteckt nämlich hinten, wo ich war. Ich habe die ganz 1 HP geschossen. Jetzt noch zwei Leute. Oh, haben wir gekillt. Dem anderen Baum ich weiß, wo einer ist. Ja. Einer tot. Ich bin finished, ja. Da eine ist dein Haus noch. Einer nur noch im Haus? Weiß, dann haben wir das wieder. Drin. Nee, es sind noch durch zwei. Ich seh ihn. Tot. Das ist durch das Auto hochsprengen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe keine Eier-Munition, ne? Warte, ich schieß da hin mit der Rakete. Ja, da hat er einen 50er Hitze. Was hat er? Irgendeiner hat einen 50er Hitze, wie jetzt passiert. Okay. Ich baller da ein bisschen drauf. Ich baller mal auf das Ding. Nee, der ist da unten hinter dem Baum, da drüben. Ah, okay. Ah, ich sehe ihn. Ich brauche Eier-Munition, da war das. Scheiße. Oh, fuck. Der ist hier genau. Tot. Haben wir? Ja, yes, noch eine schon Runde. Wieder! Das gibt's doch nicht! Er schuldet uns noch eine Runde. Ich bin so. Zwei mal hintereinander gewonnen. Oh, dann mal direkt bereit machen. Alter. Ja. Ich hoffe, es ist Kurt Lieblingstag heute. Kurt, bester Tag erwischt heute. Hm. Ich habe noch nie zwei miteinander gewonnen. Noch nie. Was hast du mal jetzt? Warum sind wir so gut? Was ist da los? Wir sind ja komplett random eigentlich. Ja. Und wir sind noch nicht einmal gestorben, oder? Nee. Nee. Niemand. Nee, doch, ich bin einmal abgerannt. Ja, also. Ja, aber trotzdem, guck mal, zweimal hintereinander epic. Das ist halt schon nicht schlecht. Ja. Heftig. Da stritzt sie schreibt. Jetzt nur noch. Jetzt kann ich größten Spitz und wir holen die trotzdem noch. Die nächste Runde auch nochmal holen. Alter, wenn wir es jetzt nochmal schaffen, dann ist aber wirklich. Die ganzen Zuschauer, ne? Du in Fortnite hast dich von Putin inspirieren lassen. Ja, volle Kanne von Putin inspirieren lassen gerade. Ja, aber Putin streamt jetzt ja auch Fortnite wieder. Florian Elitz, danke für 1 Euro, ne? Dann Candy. Für was seid ihr, Krapfen, Berliner? Krapfen. Österreich sagst Krapfen. Ja, eigentlich egal. Beides einfach. Österreich ist Krapfen, ja. Österreich ist Krapfen. Dankeschön, Florian Elitz. Und Candy schreibt, könnte man ein Custom Game machen, wenn du willst. Ja, man könnte ein großes machen, stimmt schon. Dann könnten alle wir mal spielen. Wir kommen nie alle aus Österreich, außer Kurt und ich. Ich nicht. Ich bin auch in Schleswig-Holstein im Norden. Ich bin im Osten, in Rostock. Ja. Und dann kommt Dario mit seinem Flachdach auf die Schweiz. Ja, ja. 10 Euro für Döner. Was ist die so klemmt die? Ach, die muss nachladen, deshalb. Und ich denke, warum klemmt die? Die hat einen Schuss. Ja.
Aber ich habe vorhin mit der gespielt und die hat die ganze Zeit geklemmt. Ich denke mir so, hä, gibt's doch nicht. Was ist das eigentlich für ein Skin hier? Den ich hab oder was hat der hier? Nee, hier der rote hier. Keine Ahnung. Gut, weißt du noch ein GTA Royale, also bei EP, wo du hier Dario gefragt hast, wie viel ein Döner kostet? 10 Euro. 10! 10! 10 hat's gekostet. Ah, schon lustig. So, machen wir jetzt wieder. Also wieder gleich landen. So, ist ein Loot gut, aber. Wieder runter, hier. Gehen wir runter. Ja, los, alle runter hier. Der Loot ist gut dort. Mhm. Aber jetzt kommen halt sehr viele mit runter, weil der Bus am Anfang. Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir so oft gewonnen, jetzt ist dann auch schon egal. Komm, noch ich trottel mal einen Fallschirm auf. Spielst du eigentlich manchmal auch noch Privatfahrtnet oder so? Nee, ist seit 2 Jahren das erste Mal, dass ich wieder spiele tatsächlich. Das ist ja der Joke. Also ich meine jetzt hier nach. Achso, danach, ich weiß es nicht. Mal schauen, wie es ist. Ich habe heute auch wieder voll alt runtergeladen. Weil ich hab den Strike kassiert, wenn ich so fragen darf. Weil ich einen Link in der Beschreibung hatte, wo man den Iconic-Skin kaufen konnte. Und das war so ein Code, den konnte man einlösen. Und Fortnite, also Epic, fand das halt nicht so geil. Und haben dann das sperren lassen. Und das Video striken lassen. Ich konnte ein halbes Jahr nicht mehr auf YouTube streamen. Nee, nicht ein halbes. So lange hast du auf Twitch gemacht, oder? Genau, ja. Aber war halt dann auch nicht so aktiv. Ich habe dann eher Videos dann gemacht. Wer braucht? In einem Mini. Komm mal alle zusammen, sonst. Ich hab noch Dings da. Die hier auf Splashies. Und sehr kurz. Ja, ich bin da. Also die sind doch für alle. Cool. Ja, die sind alle für. Achso, nein, für alle. Nicht das gedacht, die sind nur für einmal. Das war's dann. Nee, nee, für alle. So ein Team. Seit wann spielt ihr eigentlich schon? Seit Chapter 1 Season 6? Ich spiele seit Chapter 1 Season 7. Seit Season 2. Aber erste Chapter 1. Du bist ja auch richtiger OG hier. Hey, Antel die Ente! Antel! Kurz bringen, kurz Antel vorbei, ne? Soll ich die Bude wieder abfackeln? Oben ist noch ein Dings, gut, ich hänge. Gut, ich hänge der Antel. Willst du sie haben? Willst du ihn haben? Jungs, das Haus brennt. Ich habe gemerkt. Ich möchte keinen Andel haben, ne? Danke. Willst du keinen Andel haben? Dann werde ich den Berg runter. Der ist sogar kostenlos, der Andel. Der wird jetzt den Berg runtergeschmissen. Der kostet extra nichts. Der ist nichts wert. Ja. Er will seine Schicken nicht bei KFC, die durchbringen. Was ist eigentlich ein Zelt? Durch für Andel. Liegt einfach rum. Kennt wer noch den Trend mit Andi Christus? Andi Christus, ja. Ja. Sag mal, schießt da wer gegen uns? Ja. Wie du das mitbekommen? Ich hab einen. Ah, da ist einer. Kurz. Ja, weiß. Komm. Das kann man sagen. Gut, ess den mal hier vorne. Ess den mal, den Fisch da. Ich nehm den mit. Das ist so ein Infanter. Ess den mal. Was soll ich denn essen? Den Infrarot. So den Infrarotfisch da. Achso, den hab ich schon mal gefressen. Ich mag den Fisch gar nicht. Ess den mal eine Runde so. Ich glaub, Kurt mag ihn. Boah, geil. Wallhack. Schmeckt nach Dario. Aber sonst, wenn du immer so aufhören spielst, kommt immer so eine kleine Kinder. Die ich ganze Zeit beleidigen. Ah, so eine Lobby. Also öffentlich spielst, echt? Ja. Die dann immer sagen, ja, ich spiele da Season 1, Chapter 1 oder so. Die oder dann kommt immer, einer. Aber immer liegen. Der ist gerade schwimmen. Er hat kein Schild mehr. Er schwimmt gerade sehr weit weg. Ist down, Headshot. Nice. Ui, okay. Das ist die jetzt. Oh, die ist gut, die nehme ich. Die nehme ich doch gerne. Warte, hier gibt's ein Haus mit Enten. Hier ist das Entenhaus. Wo denn? Oh mein Gott, komm mal rein. Ist das hier? Hier ins Haus. Ui. Guckt euch das an. Das ist
ist wegen des Entenhaus. Oh, guck, Andres Familie. Ich mache einen Screenshot, ich mache einen Screenshot davon. Schon da oben. Das ist sogar die Brille, die Andres auf hat. Guck. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Das ist ja unglaublich, es gibt ein Entenhaus. Ist das geil. Das müsste man eigentlich Andres zeigen, ne? Ja, welche müsste mal zeigen? Oh, ich hab ihn nicht bekommen. Andi, die Ente ist so beliebt, dass er selbst schon ein Haus in Fortnite bekommen hat. Ja. Du bist direkt hier so am See, nämlich. Ja. Also, der macht heute Spaß. Andi will ja Schwimmer auch. Der braucht jetzt einen Entensee. Will dir nur essen, wenn du Schild willst. Oh, Entschuldigung, deine Waffe wollte ich dir nicht. Endsmet. Ich wollte dann eigentlich nur schnell snacken, den Pilz. So. Jetzt. Ich send mal den Saftfox, ne, Freundschaftsumfrage. Jo. Und ich hab eh wahrscheinlich 65 jetzt bekommen. Ich hab 145 schon Freundschaftsumfragen. Ich hab hier ein Southpack. Southpack? Also auf dem Boden schmeißen. Das kann ich ganz dringend gebrauchen. Warte, ich nehm mal ganz kurz das hier. Ja. Mach schnell die Zone kommt nämlich. Oh, no. Ja. Zone ist auch hier so weit weg, glaube ich. Nö, so weit ist sie nicht. Ja, das geht, also. Ich hab nur zur Sicherheit habe ich Ding dabei. Ah, habe ich jetzt nicht. Du hast noch einen zweiten. Dankeschön. Zur Sicherheit habe ich so einen Riss dabei. So einen Tischriss in der Hose. Wenn es wirklich schnell gehen soll in die Zone. Kurt, es fehlt nur noch so ein Eimer, wo Chicken Wings drin sind. Zum Essen. Weil so ein Laut. Weil so Enten ist. Wer könnte denn das Wildschwein sein hier in dem Spiel? Oh. Keine Ahnung. Es sind so viele Gründe, warum Fortnite so lustig manchmal sein kann, ne? Also das Entenhaus war heute wirklich mein absolutes Highlight. Das Entenhaus, ey. Das wird mich dann übertreffen heute. Muss ich dann anderen mal zeigen, die Location, wenn ich mal mit ihm spielen sollte. Mhm. Oh, das ist ein Jumpet. Ihr müsst mal wieder zusammenspielen, Fortnite, das wird doch lustig. Das wird wirklich lustig. Was müssen sich bitte schon alle denken, die gerade den Stream gucken hier, ne? Ja, wir holen zweimal hintereinander jetzt. Alle, die jetzt gefragt haben, was wir machen hier. Tschüss. Oh, was ist das denn hier? Oh mein Gott, was ist das? Warte, fliegen wieder. Hui. Da kannst du runterfliegen und da unten ist so eine Basis mit so einem Tresor, wo richtig geiler Loot drin ist. Ah, da brauchst du halt eine Karte dafür, ne? Ja, ich glaube, aber der ist schon offen. Oh, komm ich da eh. Oh, ich komm da nicht rein, oder? Das ist hier. Da. Auf meinem Geil. Seite, Mädels. Wir sind jetzt da unten drin. Ja, hier gibt's aber auch so eine Bots, ne? Gut, jetzt wird nur noch Schandel mitspielen. Achso, dann gehen wir da wieder. Ich geh da wieder raus, wenn da Bots drin sind. Gut, es sieht nur noch Schande, die mitspielt. Das wär's. Die den Stream übernimmt. Und dann ist wieder crasht. Also, nee, alles wieder crasht. Und diesen Einstream auch. Oh, ich hab einen neuen Trend. Kurt, die Karte. Kurt? Kurt, wir ziehen mal rein und schieß einfach mal. Dann fliegst du. Wie, was muss ich drücken? Rein bisschen und einfach schießen. Dann kannst du ja wegschießen. Hui. Und dann falsch umzucken. Das ist ja geil. Ja. Ich denke mir so, er würde mich dann niemals annehmen auf einmal, nimmt er mich an. Dann bekomme ich auch so die Nachricht. Ich denke mir nur so, oh mein Gott, mein Wunsch ist ja in Erfüllung gegangen. Ich wollte gerade zu Warzone reingehen. Auch wenn man sich nur so ein Stream ergeht, er hat mich angenommen. Ich bin gleich wieder Fortnite. Ja, ist halt Zufall, ne? Ich habe halt irgendeinen hingedrückt, der halt da war, ne? Ich find's halt schade, dass du halt nur zu viel spielen kannst. Wäre geil, wenn man so zu 10 machen könnte. Ja. 10 Matches. Aber es ist ja Gruppenkeile. Ist ja Gruppenkeile. Es geht? Ja, es geht. Ja, 16 Stück können wir spielen. Oha. Ah, da unten ist einer an der. Ja, aber ist halt kein richtiges Battle Royale. Ja, das finde ich auch nicht so cool, nämlich. Da sind im kleinen Bereich nur. Boah, der Arme, der ist alleine. Ja. Oh, 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 oh. T, von drüben. Beim Kran. Oh, deine hat richtig viel geschluckt. 4 Hits oder so. Ganze Zeit 25er. Der rennt jetzt nach oben.
Wundert, dass die nicht getroffen hat, meine Waffe. Hm. Oh, vielleicht noch ist einer, das ist der Snipe, deine Sniper. Wir verpissen uns. Ich hab keine Sniper dabei. Ja, ich auch nicht. Bei uns ist Andel. Jetzt gehen wir zu dem Haus da oben. Über Glück haben, findet man eine Sniper. Saft. Hallo Andel. Hier würde ich Mini. Ja. Und nochmal hier ein Biggie dann. Den Andel nehme ich noch mit. Hm. Oh, die schießen von hinten! Die schießen von hinten! Oh nein! Ah. Die schießen von hinten? Die schieße ich ja vorhin! Da habe ich Spaß heute. Nein, leider auch nichts. Oh, wie hieß der nochmal? Die Stimme erinnert mich gerade von diesem einen Charakter, der Polizist war, dieser Opa. Wie heißt der nochmal? Boah, wie, meinst du, den ich gespielt habe? Ja, den du im RP gespielt hast als Polizist, diesen kleinen, dieser Opa da. Achso, du meinst Dings da. Ja, was wolltest du machen jetzt? So. Ich werde RP. Ja, wie heißt der nochmal? Der Willi nochmal. Ja, nicht Willi. Andel die Ente. Nee, Andel die Ente. Willi gut, weißt du noch den Stream, wo Borazzi ja bei 107 war und dann dich, dein Vater dich gerettet hat, also Andel. Ja, hat er Willi. Willi Waldwurst. Boah, ich bräuchte echt langsam einen Sniper. Weiß ich eine, der Polizist war? Gut, ich habe eine für dich. Eine Schnipper. Oh, da hinten sind 4 Leute. Oh Gott. Deine ist lost. Schieß einfach drauf. Pass auf, einer down. Du hast einen. Ich hab keine Muni mehr, nein! Ich hab auch keine Muni mehr. Wir müssen Rücken machen zur Not, ne? Boah, der hat mich getötet. Ui. Hat irgendwer Muni. Für was? Ich versteck mich ein bisschen, ne? Ich versteck mich ein bisschen. Und da ist eine Munitionsbox. Hat der Sniper-Munition? Ja, hol dir das. Ich versteck mich. Ich hab mich versteckt. Oh. Ja, wir müssen hier weg, das sind wir. Ja, warte, kommt her, ich hab einen Riss. Komm doch her. Ich komm. Ja. Ich muss hier raus. Ich komm. Alle herkommen. Wartet auf mich, Jungs. Los. Wo seid ihr? Ich lauf, Alter, ich Melonenkuchen, komm! Ich bin da! Der Melonenkuchen ist fester. Aus hier! So, vorhin. Wir fliegen auf die andere Seite, okay? Ja, ich folge dir einfach kurz. High ground! Und lass zum Vulkan hier gehen. Und ich hab für uns einen Vollmacher. Ein Vollmacher? Ey, Pizza? Also Pizza kaufen, wenn du das im Stream siehst, hör auf mich einzuladen. Ist es nicht dumm hier zu sein? Weil hier werden wir doch alle angehittet, oder? Keine Ahnung. Ja. Mir geht's doch relativ gut. Ja, soll ich reinballern? Ich mach das Haus da rüben gehen. Das Haus da rüben gehen. Ja, aber die Zone kommt doch rein. Ja, das stimmt, ja, ich komm wieder zurück. Ich hau so ein Zimmer hin. Aber ich hab hier so. Ja, die können wir. Kommt her. Hallo. Jans, ja. Oh. Ich bin cool. Ich auch. Also alle mal hintergehen dann. Kurt, willst du die Sniper? Gerne. Bitte, Herr, wo ist die Karte? Dankeschön. Ja. Ich habe leider auch nur noch 2 Schuss Muni für Sniper, das ist halt echt kacke. Warte, ich kann mal gucken, wie viel ich hab. Ich habe gar keinen dafür. Irgendwo Loot? Ja, da unten wäre, aber dann. Da unten ist so eine Kiste. Kurt, irgendwas zeigen? Ja, ich hol jetzt mal die Kiste. Dann braucht die Kiste. Was zeigen. Die Kiste ist ihnen lebenswichtig. Ich brauche unbedingt Sniper-Muni. Ich bin tot. Oh, doch nicht. Oh. Ich war kurz davor, ich bin gerade da runtergerutscht. Ich hab mal keine Sniper-Muni, das gibt's doch gar nicht. Lass mal alle nach Sniper-Muni für ihn suchen. Ja. Ja, wir hatten ja alle keine Sniper-Muni. Ja. Ich bin von da oben vom Berg beschossen, Mann. In welchem? Ah, okay. Den lass mal aufbauen. Oh nee, nicht den Berg. Und dann bin ich hier unten, das ist. Schau mal. Wir müssen dann hier reinkommen in der Zone. Digga, wie oft mich denn noch einladen da? Ja, eine Typ. Ach, du, lass weg hier. Ich geh mal da von hinten ran und versuche ihn wegzuhauen. Hinter uns sind, glaube ich, welche. Hinter uns sind welche. Ja. Tankstelle. Jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, ach du ich Scheiße. Ich seh die. Die sind da zu 50-fach drauf, ich bin sowas von tot.
Ich hab so gut Empfang. Ich bin tot. Was machen wir in so einer Situation? Ja, ich hab keine Muni. Geht er noch? Kurz? Er ist ja. Er ist Fisch. Er ist zwei Fischer. Ja, die zwei Fischer essen. Oh, die kommen. Und er ist die ganzen Bären. Die ganzen Bären essen. Und jetzt auf uns zu. Ja. Alle Bären essen wieder liegen. Ah, die kommen. Ja. Move ein bisschen, also ein bisschen rein. So. Ich hab ein Zelt. Dann packen wir mich. Ich bin gleich tot. Geh mir nach hinten. Okay. Ich bin gleich tot. Liegt da was drin? Oh, das ist nur ein Sniper. Ui. Wir bräuchten jetzt echt einen Blitz oder so, ne? Ja. Ja. Die haben doch Schockwellen hier. Ich brauch Muni. Was für Muni brauchst du? Für die. Ja, oder? Das Ding ist, wir müssen zu denen moven, ne? Ja. Das heißt, wir haben da. Ich kann dir die Hälfte fallen lassen. Ja, danke. Ich hab nur 35 jetzt noch. Guck mal, da links. Da ist einer. Da sind, Medkits. Shot fired. Da liegen Medkits, was einer braucht. Die können wir jetzt eigentlich mitnehmen, ne? Oder? Stehen der Hals so vielfach oben. Wo stehen die denn? Auf dem Dach da? Immer noch auf dem Dach da drüben. Ich seh's aber nicht. Alter, die waschen da voll runter. Einer ist tot da hinten. Einen habe ich gehittet. Hier gegen vier. Einen habe ich gehittet. Ich habe jetzt alles mit nochmal verlagert. Ah, scheiße. Komm. Aber den habe ich auch nochmal gehittet. Pass auf, die machen die Dings kaputt. Ja, okay, jetzt abhauen. Alter. Ich hab das mitgenommen, das ist nicht. Oh, nee. Alle wir heilen. Ich scheißegal, ich mach einfach. Oh Gott, mach jetzt. Weg hier. Nein. Aua. Ich bin gleich wieder bauen. Oh, die gehen halt alle auf uns. Wir auch die letzten sind alle. Wir sind die allerletzten. Komm. Oh, hier im Gras. Aua. Ich hieh mich ein bisschen. Ich hieh mich ein bisschen. Geht ins Zelt rein. Nee, warte, ich komme euch raus. Da könnt ihr euch alle healen. Jetzt einer rein. Nicht Medikit. Ja, musste ich gerade. Kein Medikit. Ja, ich brauche auch, weil ich bin sonst. Einfach rein da. Sonst die pushen, glaube ich. Ja, die pushen. Warte, geht ein bisschen hinter den Berg hier lang. Geduckt aber. Stimmt, dann machen wir die Fallen platt. Ah! Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ja, die habe ich nicht gesehen. Ich hab einen Revolver, wenn ich einmal Headshot bekomme, dann. Scheiße. Ich bin tot. Der eine ist. Unmöglich. Ne, down. Komisch, ich hab zu schlechte Waffen. Oh ne. Ich auch. Ey, Jungs. Ich hab eine Idee jetzt. Jungs, das schaff ich nicht alleine. Fox, komm her. Down. Viel Spaß. Wir impulsen uns rein. Ja, okay, oh. Ja, es tut sich nicht schwer. Warte, ich klopf dir hier die Puls. Mach was du kannst. Ah, du bist da im Weg. Mach was du kannst. Ich zähl auf dich. Oh, ich die hat dich. Ja, okay. Komm, Fox. Rip das allein. Ich will dir eine. Jawohl. Oh, die Jawohl! Ei! Knappe Sache. Das wäre wieder ein Sieg gewesen, fast. Mhm. Hattet ihr eine Waffe mit einem guten Aufsatz zum Schnellschießen? Nein. Ich auch nicht. Nein. Das war mein Problem. Ich hatte nur die. Ich hatte nur diese mit dem Thermalvisier, die leider viel zu wenig Damage gemacht hat auf die Entfernung. Und ein Sniper, aber zu wenig Schuss leider. Gut.
Aber wenn man zweimal Platz nochmal gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Das war eine der besten Runden, die ich je gespielt habe. Und eines der besten Tage. Meine hat mega Spaß gemacht. Ich habe 7 Level für uns geholt. Alter. Also für mich. Boah. Wird ja auch schon an, ne? Ja. Jawohl, wünsche ich ebenfalls. Ach, hoffentlich sieht man sich nochmal irgendwann. Jawohl. Ihr bleibt in der Liste. Ich geh's mal ins Stream rein jetzt. Hoffentlich sieht man sich nochmal. Jawohl. Ja, danke fürs Spielen. Viel Spaß noch beim Stream. Danke. Und kurz? Ja. Ich wollte nur sagen, du bist der beste Streamer. Oh, Kuss geht raus. Ja. Der Kiesen? Der Kiesen? Wer ist der Kiesen? Nur sagen, dass ich gerade deinen Stream zuschaue, ne? Ja. Und für mich bist du der beste YouTuber. Ja, Kuss geht raus. Ich finde irgendwie das voll süß mit dem Hund. Dankeschön. So, ciao. Ciao. Ich bin jetzt aber auch mal raus. Okay. Ja, danke, gell? Kiosi, kannst du mir eine FA schicken vielleicht? Wer ist Kiosi? Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Sion. Später. Sion. Später. Ja, okay. Okay. Okay, ciao. Okay, ciao, ne? Kiosi. Kiosi, wie kommt der auf Kiosi? Was? Also ich hab schon Kühlson, Dyson, Kaisen, alles gehört, aber Kiosi? Kiosi? C-S-Y-O-N, Kiosi. Also jetzt muss ich los, Bruder, jetzt hab ich alles gehört. Jetzt hab ich alles gehört. Der Kiosi. Der Kiosi. Das war der Spitzname, perfekt. Kiosi, aka Xion. So, Na, Kiosi. Nicht mehr Knossi, ich bin jetzt Kiosi. Soll ich vielleicht den Namen umändern? Kann man dann besser aussprechen. Kiosi mit K. Kiosi. Wie Knossi, nur mit anders geschrieben. Kiosi. Gibt es einen Kiosi? Das schaue ich jetzt aber. Ist der Name schon vergeben? Kiosi. Kiosi. Musical Artist auf Instagram. 181 Follower. Ja. Da gibt's einen House and Techno Typ, der haut Musik raus. Der heißt Kiosi. Gut. Kann man also nicht mehr usen. Gut. Ich gehe nochmal alles durch. Ich glaube, wir machen heute mal Schluss. Schon wieder 4 Stunden gestreamt. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich heute in 4 Stunden Fortnite-Stream angehen werde. Der wirklich, also ich muss sagen, der war wirklich lustig. Es hat echt Spaß gemacht, mal als Abwechslung. Ich habe 2 Jahre dieses Spiel nicht mehr angegriffen. Ich habe zu viele Freundschaftsanfragen am Start. Ich weiß, ich kann jetzt immer gucken. Ah, die funktionieren anscheinend wieder, ne? Warum funktioniert eine? Also, wir haben vorhin gespielt. Ja gut, das stimmt. Auf jeden Fall hat ohne Witz Spaß gemacht. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das so spaßig wird. Also heute auch, die Leute waren auch korrekt heute. Die heute mit dabei waren. Die waren echt alle korrekt, kann man nichts sagen. Keiner, der irgendwie nervig war oder die ganze Zeit Scheiße gelabert hat. Alles korrekte Dudes, mit denen wir heute gezockt haben. Ja, echt geil, ne? Ja, auf jeden Fall, Leute. War echt mega heute, hat Spaß gemacht. Vielleicht sollen wir öfters mal so Fortnite ab und zu mal spielen, so einfach als Joke. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so fühlt. Aber ich hab's heute gerade echt lustig gefunden. Ohne Bauen so, einfach nur ein bisschen ballern. Aber war schon geil. Mike S26, das nächste Mal mit mir und Grand ist an der Runde Apex. Bitte kein Apex, das habe ich einmal gespielt und ich konnte mich nicht anfreunden. Apex war ganz schlimm. Stritzi, lass mich doch dann auch eine mitzocken oder machst du Random mit Community? Ne, heute habe ich Random mit Community gemacht. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht mit Butti zusammen, dass ich da mit Chandel mal so, da kann ich auch mal so zocken. Aber ja, machen wir einen Fortnite-RP-Server auf. Nee, aber ich habe ja das Spiel ja beendet. Ich habe ja 2 Jahre nicht gezockt, weil ich so frustriert war. Zum einen, weil das Spiel nicht mehr lustig war. Mit dem ganzen Gebaue und mit den ganzen Schwitzern. Aber mir kommt vor, es ist wieder spielbar. Also ich habe jetzt gezockt und auch im Solo-Modus, muss ich sagen, ist es wieder spielbar. Ob das daran liegt, dass man nicht mehr bauen kann oder ob einfach diese ganzen Schwitzer aufgehört haben zu zocken, ich weiß es nicht. Aber man kann es wieder spielen und es macht wieder Spaß. Oder vielleicht, weil ich mir gespielt habe, das kann auch sein. Aber ich hab's halt, ne? Ich muss schon sagen, es macht Spaß, auch wenn es Fortnite ist, es macht Spaß.
Und dann kam ja dieser Epic Strike damals rein, dann hatte ich ja noch weniger Bock, da irgendwie Fortnite zu spielen. Aber wisst ihr, was auf jeden Fall kommt? Minecraft kommt auf jeden Fall. Das kommt auf alle Fälle wieder. Da dürft ihr euch anhalten, da dürft ihr euren Sitzgurt anschnallen, eure Pickaxe könnt ihr schon mal einpacken, Minecraft kommt. Und dann schauen wir wieder Andel zu, wie er mit seiner ganzen verzauberten Diarüssi sich nach unten buddelt und in Lava abrecken wird mit der Diarüssi. Auf das warte ich dann wieder. Aber Minecraft habe ich richtig Bock auch drauf, ne? LS ist mir, glaube ich, zu langweilig. LS22, das kann ich nicht. Genauso wie Euro Truck Simulator ist auch nicht so mein Spiel. Das wäre mir zu fad zum Streamen und zum Zocken. Da bin ich leider nicht so. Im Spiel möchte ich immer so ein bisschen Action haben. Minecraft hast du immer Action, wenn du rausgehst mit den ganzen Viechern. Erkundet man immer was Neues. Aber Minecraft-Server wäre schon geil mit den Leuten wieder. Mit Andel, mit Chandel. Mit Butti, wenn er Bock drauf hat. Da Butti hat ja auch mitgespielt. Vielleicht mit der Lufthansa. Mit Marius. Ja, wäre schon lustig. Der so einen kompletten Server machen mit den Leuten. Ja, gut. Aber Fortnite hat, also ohne Witz, ich habe mir nichts erwartet. Ich bin heute reingegangen, also als Joke, habe Fortnite gespielt, ich habe nichts erwartet und hatte heute wirklich sehr viel Spaß. Aber das liegt doch vielleicht an den Leuten, mit denen ich heute gezockt habe. Die waren alle korrekt. Für das erste Mal Fortnite nach langer Zeit war es mega mit 3 epischen. Das war echt nicht schlecht heute, ne? 3 epische Siege reingezogen. Ja, Bro, schon funny, wenn es bei Booty und mir mal mitzockst. Ja, muss mal Bro, zweimal Bro in einem Satz. Ja, Bro, was los, Bro? Du müsstest Euda reinschreiben. Custom Game machen, das habe ich ja schon vorgelesen, genau. Ja, dann schaue ich nochmal, ob ich noch irgendwas nicht vorgelesen habe. Auf Ehrenbruderbasis natürlich. Hier wird Florian Elitz mit 1 Euro, danke dafür. VE Flexi, danke für 5 Euro. Mit Hey, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch, mein Lieber. Johnny David Dame, danke für 90 Cent. Dann der Torben Schwarz hat 5 Euro raus. Nochmal 5 Euro von Torben Schwarz mit einem Sticker. Und Marcel 1908 haben wir auch vorgelesen mit dem netten Schieber-Sticker, glaube ich, gell? Seruka, danke für 1 Euro. Karo Killer mal vorgelesen. Jan TV habe ich auch vorgelesen. Jawohl, da bin ich hier durch. Ich hoffe, ich habe heute nichts vergessen. Simulant Nummer 1 hat 1 Euro donated. Falls ihr das nicht vorgelesen habt, tut es mir leid. Nee, ich habe sonst ja alles recht durchgelesen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Heute mal nicht so viel ausgelassen wie sonst immer, ne? Ja, komm, es ist aber auch sehr, ich muss auch sagen, es ist sehr umständlich, weil YouTube-Superchat-Sachen nicht eingeblendet werden, so. Ist halt auch kacke. Zeig mal deinen Spind. Ja. Kann ich hier mal meinen Spind ein bisschen durchzeigen, bevor wir heute noch Ende machen. Also wer hier mal gucken möchte, was so meine Skins sind, die ich damals alle erworben und gekauft habe. Hier sind so meine Sachen. Das sind die ganzen Skins, die ich habe. Es sind nicht viele, aber ich finde, das sind ganz coole Skins, die ich mir damals geholt habe. Dann hier die ganzen Sachen, Rucksäcke, dies, das. Oh, den habe ich voll vergessen. So, dann Pickaxe. Das ist meine Lieblings-Pickaxe. Seitdem ich die habe, ich liebe diese Pickaxe. Ist die beste. Keine andere nehme ich. Also meistens habe ich echt die dabei. Ja, ne? Dann, was habe ich denn noch alles? Ja, Flügel, Gleiter, Handel. Ach, den habe ich damals, genau. Nee, war das Season, nee, nicht Season 6. Wo ist denn das hier? Hatte ich noch einen anderen? Oder doch, das war mein erster, nein, das hier waren die. Hier ist Season 4 war der hier, da war ich so stolz drauf. Auf den hier. Ja, dann hier meine ganzen Lackierungen, die ich mal geholt habe. Die ist sehr geil. Sehr fruchtig. Hm. Jo. Poster. Und da Tänzer habe ich auch ganz viel Zeug damals geholt. Ganz viel Zeug. Also man sieht's eh. Da war sehr viel dabei. So, Daniel, danke für 2 Schweizer Franken. Kuss und Gruß geht raus. Mir geht's sehr gut, ich hoffe, dir auch. Mir, immer wieder in den Streams wird mir gefragt, wie es mir geht. Und Multi, danke für 500 Mitglied. Kuss, Kuss, hoffe bald wieder Cop-Stream. Coming soon. Und ich schaue schon seit 4 Jahren Beste Mann von Joghurt. Danke auch dafür. Fürs Resubben. So, Leute. Wir machen dann aber für heute mal Schluss. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Abo da lassen. Ihr wisst Bescheid. Ich mache für heute Schluss. Man sieht sich. Ciao, Kakao. Liebe geht raus und tschüssi.